So, lieber Verstanden. Martin, ich freue mich, dass du wieder mein Gast bist. Zum Jahresende, der große monumentale Jahresrückblick. Ja, hallo Philipp. Schöne Grüße Fangen nach. wir an. Fangen wir an. Ja, ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Vorweg, ich glaube, ich sehe auch ein bisschen zerknittert aus. Ich habe ganz tiefe Augenringe. Ich habe gestern eine Weihnachtsfeier gemacht mit meinen Leipziger Co-Hosts und Gästen. Das war eine kleine, aber sehr gemütliche Runde. Wir waren, glaube ich, zu fünft. Ja, am Anfang zu fünft in der Glühweinbude bei mir im Viertel. Hanna war dabei, Ja. der Ecke, der Jörg, Folter vom Felsenkeller und der Jan, mit dem ich letztes Jahr diesen Konnewitz-Podcast gemacht habe. Der hat sich aber relativ schnell Ja. verabschiedet nach zwei, drei Glühwein und danach sind wir alle noch in der Kneipe. Und da ist, das ist, also, ich muss auch selber Respekt vor mir zollen, wie viel Alkohol ich gestern trinken konnte. Das ist, eigentlich schaffe ich das gar nicht mehr. Eigentlich bin ich nach sechs Bier schon knülle. Aber Ja. gestern, also wir hatten auf jeden Fall einen Deckel von, ich glaube, 130 Euro. Das war schon amtlich. Das ist vernünftig. Genau. Es war auch eine sehr gut, war eine gute Runde, muss ich sagen. Ja, schön. Genau, mich hat das, als Selbstständiger lädt mich ja nie jemand ein zu irgendwelchen Betriebsweihnachtsfeiern, deswegen muss ich das ja Ja. immer selber machen. Und früher haben wir dann so Antifa-Weihnachtsjahresabschlusssaufen, Weihnachtsfeier gemacht oder so, aber das ist ja schon 15 Jahre her. Dementsprechend Ja. muss ich heute meine Weihnachtsfeiern selber organisieren. Klar, aber das ich gehe am Donnerstag auch noch Weihnachten feiern hier mit Leuten privat. Privat, ja. Aber du Ganz bist ja auch privat. selbstständig, Martin, ne? Oder? Wie ist das? Habe ich Ja. das? Ja, dann lädt Ich dich ja ein. bin, ich, mich laden auch Leute ein. Ich Ach so. bin sowohl freiberuflich als auch angestellt jetzt wieder. Ja. Ach so, okay. Ja, wir Ich können ja nachher arbeite auch. halt ein bisschen mehr. Ich meine, da können wir im Jahresrückblick auf zukommen, aber Genau. es wird ja auch alles teurer und also muss man auch mehr tun, dass mehr reinkommt. Ja, Das ist nun das mal Problem jetzt habe so ich. der Zwang der Verhältnisse. Genau, das Problem habe ich auch und ich muss auch gucken. Ich werde, das kann ich ja jetzt schon mal ankündigen, ich spekuliere mit dem Gedanken auch auch zu Patreon zu gehen, also auch eine Podcast-Paywall zu machen. Da gibt es dann, je nachdem, wenn ich, also ich versuche dann eine Folge zusätzlich zu machen, aber ich muss mir das alles mal in Ruhe mal überlegen, weil Ja. ich stecke da sehr viel Arbeit rein mittlerweile und auch Geld und ich Ja. verdiene natürlich nichts damit. Also spenden kann man mir immer gerne. Würde ich vielleicht, glaube ich, mal in der Description da noch meine PayPal-Adresse mal angeben. Spenden kann man mir natürlich immer gerne. Aber ich glaube, ich werde auch im neuen Jahr das monetarisieren. Einfach weil ich Unkosten habe durch den Podcast, die ich privat natürlich trage. Ja. Und auch, weil einfach die Kosten natürlich generell teurer sind. Aber das ist ja alles, das hängt ja alles unmittelbar zusammen mit dem, Ja. was in diesem Jahr so passiert ist. Wollen wir einfach Genau. direkt, jetzt machen wir erstmal den großen Politikblock, den arbeiten wir erstmal ab und dann machen wir so am Ende so ein bisschen gemütlich, besinnlicher, persönlicher Jahresrückblick. Welches Buch hast Ja. du gelesen? Welchen Film hast du geguckt? Wie sind die Pläne fürs neue Jahr? Oder wollen wir das so machen? Ja, fangen wir an. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Also ich glaube, würde wirklich sagen, das dominierende Thema dieses Jahr ist tatsächlich der Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen, die wir spüren. Wozu auch die Preissteigerungen dazugehören. Ja. Also genau, das sind ja einfach Dinge, die wir merken. Und ich löse es jetzt schon mal aus, hat nicht nur was damit zu tun, dass Putins Armee dort einmarschiert ist. Vielleicht liegen die Ursachen tiefer. Wir hatten das ja schon mal im März Ja. auch schon mal ausgearbeitet. Aber das kann man nicht oft genug betonen, woran das liegt. Und ich hörte auch aus anderen Ländern, da wird nicht so mit, da ordnet der Staat keine Zwangsenergiesparmaßnahmen an. Da wird protzt mit ordentlich viel bunter Weihnachtsdeko, die auch nachts natürlich selbstverständlich beleuchtet, also an ist. In Deutschland hingegen, ja, Ja, es genau. gibt Teile davon, die sind natürlich jetzt hier heimatbedingt. Also erstmal haben sich die anderen Länder von vornherein nicht so von Russland abhängig gemacht. Das wäre schon mal der erste Punkt, ne? Ja. Also andere Länder haben das offensichtlich sehr viel realistischer gesehen. Es gab eigentlich auch, in dem Fall muss man es tatsächlich auch nochmal sagen, hat sich Deutschland ja negativ abgehoben von der EU. Es war von vornherein an diesem deutschen Modell so stark auf russisches Gas zu setzen und nach Nord Stream 1 noch die zweite Pipeline zu bauen, war von Anfang an aus Ost- und Westeuropa und USA und Großbritannien alle und Frankreich und alle haben gesagt, nee, Ja. die Deutschen und hier, das ist mir dann auch wichtig zu sagen, als jemand, der in Wien lebt, Österreicher, die hängen halt genauso auch noch an dieser Russland-Connection dran und die Ungarn. Ne, aber das ist es dann auch soweit ungefähr gewesen. Also die meisten anderen osteuropäischen Länder, in der Slowakei ist es, glaube ich, ein bisschen umstritten. Aber Ja. sonst so in Tschechien, Polen ist es, glaube ich,
unumstritten und dass man sich von Russland nicht abhängig machen sollte. Und die anderen Länder haben das auch nicht in dem Ausmaß getan. Genau. Wie Deutschland, Österreich und Ungarn. Und natürlich sind die jetzt davon betroffen. Und der zweite ganz entscheidende Punkt, den wir auch schon öfter angesprochen haben, ist ja, dass sich dann erst recht diese Auswirkungen dieser Energiewende zeigen halt, dass man andere Energiequellen immer weiter abgestellt hat und dass damit Gas unglaubliche Wichtigkeit hatte für die Herstellung der Grundsicherung mit Strom. Genau. Damit mehr Gas für Strom verbrannt werden muss und Gas wird ja auch zum Heizen benötigt. Dadurch wird auch noch das Heizen teurer, weil man so viel Gas benötigt. Die Industrie in Deutschland ist enorm abhängig vom Gas gewesen und alle waren halt immer der Meinung, die beste und sicherste und zuverlässigste Methode ist halt Russland, weil Russland hat ja immer geliefert. Genau, genau. Das waren sich alle einig vorher. Ja, also diese ganzen Sachen, dass man auf dieses Szenario, was seit 2014 spätestens absehbar war, dass irgendwann es zu einem Zerwürfnis mit Russland kommen wird und dass es auch nicht zu verhindern ist und auch nicht durch Appeasement und Diplomatie und Gequatsche, wie die Deutschen das immer gerne so wollen, dass das irgendwann kommen muss. Und man hat zu dieser Vorbereitung nichts getan. Also man muss natürlich klar sagen, die Politik in Deutschland hat es falsch gemacht. Ja. Und das kann man auch nicht oft genug wiederholen. Ja, genau. Das sollte man diesen Leuten immer wieder um die Ohren knallen. Nur leider, es dringt halt nicht durch. Man musste ja weiter zurückgehen. Also ja. Es ist ja, Herr Scholz sprach ja von einer Zeitenwende. Das ist, glaube ich, sogar das Wort des Jahres geworden jetzt. Mhm. Von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Weiß gar nicht, wer das immer kürt. Die küren ja immer so politisch korrekte Worte, sind dann immer Worte des Jahres. Und schlimme Worte wie Gutmensch, das sind dann immer die Unworte des Jahres. Das sind dann immer so, naja. Genau. Ein Wort des Jahres hat halt auch eine hohe Bedeutung. Genau. Da würde ich, glaube ich, sagen, haben Sie diesmal mit dem Wort Zeitenwende ja auch nicht ganz daneben gelegen. Weil das war ja ein wichtiges Wort. Das war eine entscheidende politische Rede in diesem Jahr, wo er das gesagt hat, wo er eigentlich angekündigt hat, was wir und insbesondere auch die SPD ganz vorne weg, die ja eigentlich immer federführend waren in dieser Zusammenarbeit mit Putin, mit Schröder und Steinmeier, waren ja die, die das vertreten haben. Also wenn der Scholz plötzlich sagt, na, jetzt müssen wir das alles ganz anders machen, dann ist das ja politisch auch wichtig, dann ist das auch ernst zu nehmen, ja. Wie man jetzt auch immer dazu steht oder wie gut das umgesetzt wurde. Gestern habe ich noch gelesen, Huawei ist ganz entscheidend in Deutschland für den Aufbau des 5G-Netz und so weiter. Also man macht dieselben Fehler weiter. Dann gab es diese Geschichte mit dem Hamburger Hafen und bla bla. Naja. Also es ist eine wichtige Rede gewesen, aber wie konsequent das gemeint und umgesetzt wird, da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Naja, ich sehe das halt auch einfach so, dass man kann nicht einem Despoten drohen mit Sanktionen, wenn man in der schwächeren Ausgangsposition ist. Das ist unmöglich. Das kann Deutschland sich gar nicht erlauben. Das sehen wir jetzt ja auch. Also Deutschland ist halt, im Kampf mit Putin ist Deutschland halt der eindeutige Verlierer, weil es halt, also man muss das ja wirklich nochmal aufrollen. Die Zeitenwende, von der Scholz sprach, ich glaube am 27. Februar, da glaube ich die Rede gehalten, also 3 Tage nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, die ging ja eigentlich, also das, wozu es denn jetzt geführt hat, dass man dann tatsächlich mal aufgewacht und gemerkt hat, dass es vielleicht keine gute Idee war, sich so abhängig zu machen von russischem Gas, das lässt sich ja zurückführen auf eine politische Entscheidung, die 2011 getroffen wurde, kurz nach der Havarie im AKW in Fukushima, wo es ja zu einer Naturkatastrophe kam. Es sind ja auch viele Menschen gestorben, nur ich glaube, einer ist irgendwie, da gibt es irgendwie einen halbwegs unmittelbaren Zusammenhang mit Radioaktivität. Alle anderen Toten sind halt durch diese Flutwelle gestorben, durch diese Naturkatastrophe halt gestorben, aber nicht durch radioaktive Strahlung. Das ist aber was natürlich korportiert wurde, was in einem Land wie Deutschland, wo Atomkraft ohnehin schon immer sehr, sehr kritisch beäugt wurde, natürlich dazu geführt hat, das muss man sich mal vorstellen, dass das damals eine CDU, also es war Merkel, das war eine CDU-Kanzlerin, die halt gesagt hat, so, jetzt ist Schluss, jetzt steigen wir aus Atomkraft halt aus. Man darf aber auch nicht vergessen, natürlich sind die Grünen, die heute mit in der Regierungskoalition sind natürlich nicht unmittelbar dafür verantwortlich für diesen Ausstieg, aber sie sind ideell dafür verantwortlich, weil das ist grün, klassisch grünes Denken, das ist eine der Hauptursachen, warum es die Grüne Partei überhaupt gibt, ist die damals sehr starke Anti-AKW-Bewegung der 70er und 80er Jahre. Und das ist natürlich eine Politik, die Grünen, deswegen können die auch nicht davon, das ist halt ihr ideologisches Dogma, davon können die nicht ab. So, das können wir nachher auch nochmal, weil das ist ja wirklich, das ist ja was, wovon die Grünen nicht lassen können, aber es ist halt erstaunlich, dass eine CDU-Kanzlerin das halt umgesetzt hat, damals im Verbund mit der FDP. Das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. So, und das führte natürlich dazu, Merkel war ja so pragmatisch, dass sie dann wusste, man schafft es halt nicht, aus Kohle und Atomstrom auszusteigen.
und alle Menschen mit Energie zu versorgen. Also müssen wir irgendwelche Gasdeals abschließen. Womit machen wir das? Natürlich mit einem Despoten wie Putin, der ja ein lupenreiner Demokrat sei. So, das war damals der Tenor. Und dementsprechend war Deutschland damals schon mit dieser Entscheidung, sich auf Putins Gas, sich auf Putin an den Hals zu werfen, war damals eigentlich schon, das war eigentlich schon besiegelt, dass man da auf jeden Fall in einer Position der Schwäche ist. Weil das ist, das, man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Nur, ich glaube, Deutschland ist das einzige Land auf der ganzen Welt, das glaubt, gleichzeitig außer also eine diese sogenannte Energiewende herbeiführen zu können. Damit wollen sie auch noch Vorbild sein für alle anderen Länder der Welt, fühlen sich auch noch überlegen, sind aber gar nicht in der Lage. Also dieses Land, diese ganze Energieversorgung würde ja zusammenbrechen, wenn sie rein auf erneuerbare Energie setzen würden. Also, ja, was machen sie halt? Sie kaufen halt, sie machen schmutzige Deals mit Autokraten oder sie fahren dann einfach wieder die Kohlekraftwerke hoch. Das ist richtig. Ja, so irre. Also Kohlekraft ist nun wirklich keine umweltfreundliche Energiegewinnung. Keine umweltfreundliche Energie, nicht die AKWs, aber eine sehr zuverlässige. Ja. Da muss man sagen, dass in der aktuellen Situation es sehr, sehr viel vernünftiger ist, die bestehenden Kohlekraftwerke am Laufen zu halten, als es nicht zu tun. Also mir ist das egal. Ja, mir ist das egal. Kohle oder AKW, Hauptsache ich habe halt, Strom und Hauptsache ich habe es gemütlich warm. Also es ist halt nicht, also wir haben hier auch minus 10 Grad gerade in Leipzig. Das ist jetzt ist nicht angenehm, wenn die Heizung aus ist. So und aber gut, das ist halt natürlich irgendwo ein gewisser Pragmatismus, aber ich verstehe dieses, also klar, aus der ideologischen Sicht der Grünen Partei ist natürlich klar, dass das, dass man sich bei um Gottes Himmels Willen bloß nicht irgendwie auf einmal pro Atomkraft äußern könnte, was für andere grüne Parteien in Finnland zum Beispiel oder auch in Frankreich, das ist gar kein Thema. Da setzt man selbstverständlich auf Atomenergie, weil es die klima- und umweltfreundlichste Form der Energiegewinnung halt ist. So, da gibt es gar keinen Kompromiss. Sogar eine Greta Thunberg sagte es ja dieses Jahr, dass das eigentlich vernünftig sei. Was ich bei einigen Leuten von den Grünen hier nicht so gut. Also Herr Hofreiter fand das nicht so gut, was Frau Thunberg da gesagt hatte. Herr Hofreiter fand das nicht so gut. Nein, die Grünen in Deutschland sind tatsächlich auf diesem Anti-AKW-Trip. Das ist einer der ganz wenigen Punkte, sag ich mal, auf dem die Grünen tatsächlich noch festgelegt bleiben. Ja. Weil sonst sind die Grünen ja inzwischen als Herrschaftspartei in vielen Punkten ja erstaunlich flexibel. Aber auf diesem Punkt sind sie festgenagelt. Obwohl natürlich sie andererseits ja das gar nicht sein dürften, weil sie ja auch von allen Parteien in Deutschland die sind, die am stärksten sich gegen Putin äußern. Würde ich jetzt sagen, also waren eigentlich auch die, die am skeptischsten gegenüber der Menschenrechtslage dort waren, die sich in Osteuropa engagiert haben und in diesen Dingen auch irgendwie ihren Schwerpunkt sehen. Aber man sieht ja im Zweifel, was das bedeutet. Also man ist nicht mal in der Lage, zum Beispiel daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, es muss mehr Energie in Deutschland hergestellt werden. Und was kann man hier herstellen? Zuverlässig, zum Beispiel Atomkraft. Ja. Soweit reicht es nicht. So pragmatisch ist man da offensichtlich nicht. Auf dieses Anti-Atom-Ding sind sie halt festgelegt. Und das andere, worauf sie halt festgelegt sind, ist halt ideologisch das Energiesparen. Genau. Und das Energiesparen geht nur über hohe Preise. Das heißt, man hat auch tatsächlich diesen Chauvinismus sozusagen, diesen Klassenkampf von oben. So, die Herrschenden, die sagen, das blöde Volk soll mal sparen und sich einen Pulli anziehen und so diese Komponente. Die ist ja bei den Grünen jetzt unabhängig vom Krieg gegen die Ukraine ohnehin immer sehr ausgeprägt. Das ist ja alles noch viel zu billig. Also sie sind ja inzwischen so prokapitalistisch geworden, die Grünen, dass sie alles über den Preis regeln wollen und dass sich der Pöbel das nicht mehr leisten kann. Das Fliegen nicht, das Fleisch nicht, das Heizen nicht, das Benzin nicht. Genau. Nichts mehr soll der Pöbel sich leisten können. Und das wird alles über den teuren Preis, also über den Markt geregelt. Also es ist inzwischen auch eine Marktideologie, die dahinter steckt durch und durch. Also von irgendwas mit, was denen manchmal unterstellt wird, die hätten irgendwas mit Kommunismus oder sowas am Hut oder Sozialreform oder so. Nein, es wird zwar immer mal die ein oder andere soziale Wohltat versprochen, aber wenn man sich bedenkt, wie woanders, wo gleichzeitig die Preise davon galoppieren würden, wenn man alles so durchsetzt, wie die sich das vorstellen, dann kommst du mit den sozialen Wohltaten nicht mehr hinterher. Also da müsstest du ja die halbe Bevölkerung, also alle, die kein medianes Einkommen haben, können sich dann alles nicht mehr leisten, auf Deutsch gesagt. Na, ich finde aber diese Ideologie, also dieses abgehoben Elitäre der Grünen, das ist, ich finde, die Grünen sind die elitärste Partei in Deutschland, weil das Klientel, was sie bedienen, ist halt
Ich habe es ja gerade erst bei mir im Viertel, das grüne Parteibüro, wo halt die Scheiben eingekloppt sind und da drauf Bonzenschweine oder Bonzen geschmiert wurde von irgendwelchen Anti-Imps. Damit haben sie ja irgendwo recht. Also in ihrer verqueren Klassenfeindlogik haben die Anti-Imps damit ja irgendwo recht. Weil die Grünen sind ja, das ist ja die grüne Bourgeoisie, das sind ja die Bonzen. Das sind aber die staatlich alimentierten Bonzen. Das ist ja nicht ein Elon Musk oder sowas, sondern halt, das sind halt die gut verdienenden obere Mittelschicht, so, die halt aber eben großteils staatlich alimentiert sind. Und ich finde, das erinnert mich aber schon. Da gibt es ja auch viele Unternehmen, die sehr daran profitieren. Also zum Beispiel von den, so wie der Schröder sozusagen aus dem Kanzleramt zu Gazprom wechselt, wechselt die grünen Parteivorsitzenden zu Windkraft, erneuerbaren Energieherstellern und bla. Ja. Also die gibt es ja eh auch. Also es hängen auch Konzerne damit dran, da hängen auch diese Halbstaat alimentierten Privatwirtschaftler dran, da hängt alles Mögliche dran, aber klar, ist auch der Staat. Aber es ist natürlich klar, dass der Staat immer sozusagen zu einem gewissen Grad das Geld dorthin gibt, wo die Macht ist und wo auch bestimmte Kapitalinteressen liegen. Und die Kapitalinteressen in Deutschland sind auf dieser Ideologie des grünen Umbaus und Green New Deal und wie das auch alles international heißt. Das sind alles kapitalistische Vorstellungen. Das sind alles Vorstellungen, die bestimmten sehr reichen Menschen entgegenkommen. Die werden auch zum Beispiel von dieser ganzen Silicon Valley und allem, was damit zu tun hat, also Hightech, IT und so, das steht auch alles eigentlich dahinter im Großen und Ganzen. Und das ist halt im Moment deren angesagte Ding, dass die glauben, das ist das nächste große Ding, damit wollen sie ihr Geld verdienen. Und dieser Staatsfuzzi, das sind die Leute, die sind eigentlich eher die nützlichen Idioten oder der staatlich alimentierte Ideologiebetrieb, der dahinter steht. Aber es ist eine Verzahnung. Groß und ganz in einer Klassengesellschaft kommt es immer von oben. Also von ganz oben, von den ganz Reichen und denen, die das Sagen haben. Also ich denke mal, bei so einer Klassenanalyse würde ich auch immer bleiben. Das kommt von oben und sickert durch diesen Mittelbau durch. Der Mittelbau ist immer der, die Leute, die davon profitieren, die von diesen sehr reichen Leuten alimentiert werden via Staat. Ne? Aber Staat kann alleine nichts alimentieren, sondern der Staat ist eine Agentur. Der Staat braucht das Geld von irgendwem. Der braucht diese reichen großen Konzerne, die Wertschöpfung schaffen. Nur dann hat er die entsprechenden Steuereinnahmen, um seine Leute bei Laune halten zu können. Also das geht halt von oben nach unten durch. Das ist die Scheiße, die von oben nach unten fließt, sagte Bernd Stromberg mal in irgendeiner Stromberg-Folge. Stimmt ja auch. Genau. Das ist ja eine Verzahnung zwischen Staat und Privatwirtschaft. So, das Problem ist, ich glaube, je mehr Verzahnung es da gibt, desto schlechter ist das. Mhm. Ich sehe das aber. Ich hatte das ja letztens auch mit dem Jörg Folter so ein bisschen diese Diskussion, wie weit ist das eigentlich noch kapitalistisch oder entfernt sich das von kapitalistischem Verständnis? Ich sehe halt, ich will jetzt keine grundsätzliche Diskussion darüber führen, weil ich noch so viel auf dem Zettel habe. Ich sehe es jedenfalls so, je mehr Staat und Privatwirtschaft sich verzahnen, desto schlechter ist das eigentlich. Und je mehr staatliche Regulierung, je mehr staatliche Einflussnahme, die ja immer ideologisch motiviert ist, und du hast es ja genau richtig erkannt, das ist dieser ganze Klimaschutzkram, grüne Ideologie, das ist der heißeste Scheiß gerade. Und alle machen sie mit. Die ganze Privatwirtschaft macht auch mit bei anderen Themen wie Cancel Culture, Wokeness, Promo postmoderner Antirassismus, da sind sie alle dabei. Ich glaube aber, dass das langfristig diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen schaden. Also vielleicht, und wenn sie es merken, müssen sie vielleicht nochmal an den Staat ranschmeißen. Wir werden es halt sehen. Ich glaube, langfristig ist das eigentlich eher eine Absage an die Idee von kapitalistischen Prinzipien. Wir werden es sehen. Meinst du nicht? Ich glaube, es ist eine Absage an Teile der kapitalistisch-liberalen Ideologie. Ich glaube halt, dass wenn sich der Kapitalismus ändert, also die Tatsache ist ja so, seit diesem Ende von Bretton Woods ist es so, dass sich immer mehr Kapital in immer weniger Händen konzentriert. Also das ist ja eigentlich nochmal seit den 70er Jahren. Und die ganz wenigen Leute, die alles besitzen, die besitzen immer mehr. Also der Anteil von dem, was die oberen 0,5%, 0,1% besitzt, der steigt und steigt und steigt. Das heißt, die Kapitalakkumulation nimmt unfassbar zu. Das heißt aber nur noch über diese paar Leute funktioniert sozusagen die Alimentation der breiten Masse, die für die Kapitalakkumulation zunehmend unnütz sind. Das heißt also, wir haben eine andere Form von Kapitalismus. Der Kapitalismus, der mehr von unten kam, wo du mehr Leute hattest, mehr Player, sich das mehr verteilt hat, der war demokratischer. Jetzt, wo sich das immer weiter konzentriert, das Kapital, hast du
Tendenzen, die autoritärer werden. Du hast weniger, die, und dazu gehört diese Art, dass halt ständig die Bevölkerung reguliert werden muss. Weil im Grunde genommen, so wie das System läuft, dass sich das immer mehr konzentriert und immer weniger Superreiche alles besitzen, das ist halt ja eine klassische Kapitaltendenz. Dadurch ist Mitbestimmung der breiten Bevölkerung tendenziell gefährlich. Ja, es ist, widerspricht den Interessen von den ganz wenigen superreichen Großkapitalisten zunehmend. Und das muss über den Staat reguliert werden. Damit kommen diese antidemokratischen Tendenzen raus, weil ja auch das System selber nicht demokratisch ist. Also der Kapitalismus, dass der automatisch zu bürgerlicher Demokratie führt oder so, das ist ja eh ideologischer Bullshit. Das ist sozusagen eine gemeinsame, etwas, was gemeinsam aufkommt historisch. Aber dass man, dass es halt funktioniert ohne Demokratie, das sieht man in China und sonst wo auch. Also es würde tendenziell auch ohne Demokratie gehen. Und ich glaube auch teilweise, China, Demokratie ist nicht im Interesse der reichsten und mächtigsten. China hat, hat nur 10% Privatwirtschaft noch. Die ist eng verzahnt mit dem Staat. Also da kann ein privates Unternehmen kann in China nicht einfach handeln und wirtschaften, wie sie wollen, sondern sie müssen ideologisch auf Staatslinie sein. Und 90% der Produktionsmittel des wirtschaftlichen Betriebs in China ist staatlich. Also entweder staatlich kontrolliert oder direkt. Oder ist direkt staatlich. Also das ist ein schlechtes Beispiel. Das ist ja eine Art, ich weiß nicht, wie man es nennen will, China. Staatskapitalismus, irgendwie komisch, also irgendwie. Ja, es gibt halt dort. Kommunismus, ich weiß es nicht. Nee, Glitzerkommunismus, Glitzerstalinismus. Nö, schwierig. Ich glaube nicht. Ich glaube halt tatsächlich, dass es auch verschiedene Arten gibt. Also ich meine zum Beispiel, es gibt ja auch in Deutschland kapitalistische Unternehmen wie Volkswagen, die zum Teil im Staatsbesitz sind. Und dass eine, wer Volkswagen wurde gegründet, Firma, wer die Firma besitzt oder so, oder wie die Besitzverhältnisse innerhalb der Firma sind, ist nicht im Widerspruch zum Thema Kapitalismus. Also China hat auf Kapitalismus und marktwirtschaftliche Prinzipien umgestellt, nur halt der Staat behält dort alles in der Hand. Das heißt, ist keine freie Marktwirtschaft. Genau. Die Konzentration des Kapitals läuft dort nicht darüber, dass es ein paar Superreiche gibt, sondern eigentlich verläuft es darüber, dass der Staat und das Zentralkomitee da die Hand drauf hat. Aber ansonsten, aber das meine ich, ist halt ein Beispiel dafür, dass solche Methoden der Kapitalvermehrung und der Ausbeutung der Arbeitskraft und so weiter, das Abschöpfen von Mehrwert, das funktioniert prima auch ohne, dass die Leute zu viel zu sagen haben. Und ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass halt diese Tendenz allein deswegen schon die Demokratie einen zunehmend schweren Stand hat, weil einfach sehr, sehr viele Leute alimentiert werden müssen in dem heutigen auf dem heutigen Stand sozusagen der Produktivkräfte. Und ob die Leute jetzt als Ideologiefritzen alimentiert werden und damit ein ganz gutes Auskommen haben oder halt als einfach nur Sozialhilfeempfänger, das sind halt aber im Grunde genommen sind das halt alles Leute, die nur noch auf Kosten noch mitgeschleppt werden, sozusagen von immer weniger Leuten, die das überhaupt alles, die überhaupt kapitalproduktiv arbeiten. Ach Martin, das werden halt immer weniger Leute, weil brauchst nicht mehr so viele dafür. Für das, was wirklich kapitalproduktiv ist, da sind halt immer weniger überhaupt noch beschäftigt. Und das immer viel, was da hinten dranhängt, wird Dienstleistung und bla bla. Du bist mein Lieblingsmarxist, Martin. ganz witzig, ich lese auch gerade so ein ganz dünnes Büchlein von Stefan Dietl über die Generation Praktikum und prekär Beschäftigte und so. Das ist, habe ich mir mal irgendwann mal für einen Euro oder so in irgendeinem linken Buchladen geholt oder so. Das ist, ich streiche mal die Gender-Sternchen durch. Ansonsten ist das Buch ganz interessant eigentlich tatsächlich. Ich finde, gute Debatte eigentlich. Das macht das auch so ein bisschen aus, weil ich finde das auch. Also ich wollte gar nicht so vertiefen gehen. Ich wollte eigentlich, was ich sagen wollte, war, woran mich was bei den Grünen dann doch schon wieder arg an klassischen Stalinismus oder so erinnert, ist nämlich dieses elitäre Gehabe, der Pöbel. Also wir sind die Elite. Das war damals bei der KPDSU genauso. Also die, oder auch eine SED. Also wer halt in der Partei war, wer hochrangig Parteimitglied war, der gehörte halt, oder im Prinzip ist es Animal Farm von Orwell. Das ist so diese Vorstellung. Wir schaffen eine Gesellschaft der Gleichheit, aber einige sind dann doch gleicher als alle anderen. Und das sehe ich bei den Grünen ganz, ganz doll so. Das ist mit dieser Verzichtslogik, die da gepredigt wird, für alle anderen, für die niederen Klassen, für den Pöbel, für die Hartz-IV-Empfänger und für die aus dem System Gefallenen, die sollen gefälligst jetzt mal auf Fleisch verzichten. Wie die Hartz-IV-Mutti soll nicht einmal im Jahr mit ihren drei Kindern nach Mallorca fliegen. Das soll alles so teuer gemacht werden und am besten abgeschafft werden. Die Leute, die sich das Leben in der Innenstadt nicht mehr leisten können, sondern im Vorort leben, da müsste das Benzin so teuer gemacht werden,
dass sie dann halt, dass sie dann sich das nicht mehr leisten können, müssen dann auf öffentlich auf ÖPNV umsteigen. Dafür gibt man dem Pöbel dann dieses 9-Euro-Ticket, was ja auch überhaupt nicht funktioniert hat. Meines Erachtens nach, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir nehmen schon vieles vorweg eigentlich, was ich, wo ich eigentlich so im Laufe des Gesprächs hin wollte. Ist aber gar nicht schlimm, weil das hängt ja immer noch alles unmittelbar mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Irgendwann damit hängt in diesem Jahr fast alles zusammen. Auch zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, 9-Euro-Ticket, das ist ja nur deshalb eingeführt worden. Genau, um den Pöbel halt irgendwas hinzuschmeißen. Aufgrund diesem ganzen Drumherum. Ich denke, was wichtig ist bei den Grünen, wenn man sie jetzt in so eine autoritäre Tradition stellen will, ist, dass sie Großteil, die aus den K-Gruppen kamen, häufig die Maoisten waren. Und die mit ihrem Kulturkampf und so. Ne? Also diesen ganzen Kram, Kulturrevolution. Genau. Diese ganzen Dinge, das muss halt alles geändert und umgestülpt werden und so. Sogar teilweise das Anti-Russische, das hat so eine antisowjetische Tradition bei den alten Maoisten. Eigentlich ist das ganz faszinierend. Das hat eigentlich viel mit dieser Tradition zu tun, dass halt die Grünen tatsächlich sich sehr stark aus so K-Gruppen wie der KPDAO oder so importiert haben. Bütikofer oder Füchs sind zum Beispiel zwei sehr profilierte antirussische Politiker bei den Grünen. Der eine ist Europapolitiker, der andere bei der Böll-Stiftung. Ja, beide KPDAO. Beide alte Maoisten, Gerd Köhn, der Sowjetexperte, den hast du, glaube ich, auch schon mal irgendwann, oder wolltest du, der ist auch KPDAO gewesen. Da sind halt viele... Der ist kein Grünmitglied, der Köhn, ne? Sonst, nein, aber viele Russlandkritiker. Ja, klar. Die waren damals schon Sowjetunion-Kritiker, heute sind sie Russlandkritiker. Ist jedenfalls eine ganz interessante Sache. Und natürlich dieses bei den Grünen, also sehr stark diese Umerziehung, der neue... Mensch und so, und die Kultur muss sich verändern und so. Das hat halt eine starke Komponente da drin. Also dieses, das ist halt wirklich auch sehr, sehr unangenehm da dran, weil dieses Erziehungsdiktatorische, diesen Anstrich da dran, den muss man auch einfach wirklich hassen. Genau, und deswegen finde ich die Grünen auch die autoritärste Partei, und ich sage es gerne nochmal, ein Satz von mir, den ich sehr schön finde, ich zitiere mich selber, so deutsch wie die Grünen sind, kann die AfD gar nicht mehr werden. Ja. Wenn sie es auch gerne so wären, aber die AfD ist dafür halt abgemeldet. Das ist halt die Partei der Verlierer und die Partei der Abgehängten, und die Grünen sind halt die Partei der Gewinner. Das ist halt so. Also diejenigen, die halt, also ich meine ganz im Ernst, ich wohne ja nun in einem Viertel, wo halt ich denke, ich habe hier noch nicht, es war jetzt noch keine Wahl, seitdem ich hier wohne, aber ich denke, dass die Grünen hier relativ gut abschneiden, und es passt auch zu diesem Zahnarzt-Klientel, was halt gerne im überteuerten Biomare-Supermarkt bei mir auf der Karl-Heine-Straße einkauft. Die können sich das leisten, und diese Leute juckt es halt auch nicht, wenn sie halt wenn die Heizkosten halt drastisch erhöht werden. Die Plattenbauermutti juckt es aber ganz schön doll, genauso wie auch den türkischen Kioskbetreiber, der auf der Eisenbahnstraße wohnt und auch nicht viel Kohle hat. Die juckt das halt, und das sind halt eine Partei, das ist halt, die Grünen sind halt für diese Leute natürlich nicht da. Deswegen ist das irgendwo schon eine linke Partei, aber irgendwo auch nicht. Also es ist irgendwie, sie sind halt diese New Woke Left. Die werden halt, also diese Aufstiegsgewinner, die natürlich auch alle irgendwo links sind, aber das sind halt so Kulturlinke, das sind halt sozialpolitisch orientierte Linke, wie es halt eine Wagenknecht ist, die gibt's nicht bei den Grünen. Oder vielleicht gibt's die auch, aber spielen keine Rolle. Die geben halt nicht den Ton an in dieser Partei. Naja, oder man schleppt das noch so mit. Aber tatsächlich ist es ja so, dass, glaube ich, auch in solchen Vierteln, wenn du dir Leipzig oder Berlin anguckst, es gibt ja auch in diesen grünen Milieus, gibt es ja auch viele, die eher so um höchstens das Medianeinkommen da rumkrebsen mit ihren kleinen Bioladen oder was weiß ich, was die machen, da irgendein Start-up und so, da gibt es auch genug. Aber diese Leute sind natürlich auch dadurch, dass sie ideologisch auf Linie stehen, haben sie natürlich überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, mir sind meine Energiekosten zu teuer. Sie müssen ja ideologisch dahinter stehen. Das ist auch eine ideologische Mobilisierung von Leuten, deren Klasseninteresse das vielleicht gar nicht unbedingt ist, dass alles immer teurer wird, und die sich dann vielleicht selber auch mal heimlich bei Aldi einkaufen gehen müssen und nicht mehr im Bioladen. Genau. Weil alles ihnen zu teuer wird, denen läuft das ja auch davon. Genau, aber sie können halt aus ideologischer Verblendung, sind sie nicht in der Lage, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also sie sind nicht in der Lage zu reflektieren, warum das so ist und warum sie eigentlich objektiv die falsche Partei wählen oder in der falschen Partei sind. Das hat ja ganz viel mit ideologischer Verbrämung zu tun. Und da sind die Grünen Meister da drin. Auch so diese Debatten, die es dann gab im Bundestag, ob die AKW, die drei AKWs, die es noch gibt, ob die Laufzeit doch noch verlängert wird oder ob es doch ausläuft, dass dann wie jemand wie Robert Habeck dann halt der CDU vorwirft, dass die CDU ja schuld daran sei, dass wir jetzt doch noch irgendwie dummerweise die Kohlekraftwerke nochmal wieder hochfahren müssen, und doch noch die AKWs Laufzeit verlängern müssen. Das liegt nur daran, dass die CDU
jahrelang, also die CDU regierten Bundesländer, dass die sich so gegen die Energiewende gestellt haben, was ja A erstmal nicht stimmt und B ist das, Robert Habeck, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass es völlig unmöglich ist, alle Menschen in einem erste Weltland mit Strom und Energie zu versorgen zu bezahlbaren Preisen, wenn wir rein auf regenerative Energien umsetzen. Ich habe gerade ein super Buch gelesen, das ist für mich eines der besten Bücher, was ich dieses Jahr gelesen habe und ich habe sehr viele Bücher dieses Jahr gelesen, von Vince Ebert. Lichtblick statt Blackout, das ist 200 Seiten, das kannst du an einem Tag durchlesen. Der Typ ist ja so ein Kabarettist auch. Ich folge dem auch auf Facebook und ich finde, dass der ist ein guter Typ so. Und das Buch ist grandios, weil das mit diesen grünen Mythen aufräumt, von wegen Energiewende und im AKW ist ganz hoch gefährliche Technologie und das räumt wunderbar damit auf eine ganz einfache, verständliche Art und Weise. Der Mann ist Physiker, ich habe keine Ahnung von Physik, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber es ist mir halt jetzt, das ist ein Lichtblick, das Buch kann ich sehr empfehlen, den kennst du wahrscheinlich auch. Ich bin auch kein Naturwissenschaftler, aber ich habe manchmal mit welchen zu tun und ich kenne sehr wenige Leute, die etwas von Physik verstehen und gegen Atomkraft sind. Genau. Sag ich jetzt mal so. Ja. Ich meine, das muss nichts heißen. Es gab auch viele Virologen, die für absurde Corona-Maßnahmen waren. Aber es kann auch nichts schaden, wenn man etwas weiß über Physik zum Beispiel. Und ich glaube auch Merkel zum Beispiel ist ja selber Physikerin gewesen, war auch keine besondere Atomkraftgegnerin, sondern das hat ihr einfach nur politisch gut in den Kram gepasst. Jetzt hier. Es war ideologisch motiviert. Der Atomausstieg war eine ideologisch motivierte und nicht wissenschaftlich fundierte Entscheidung. Das hat er auch nochmal wunderbar in diesem Buch aufgearbeitet. Damit sollte man sich auseinandersetzen, dass das halt mit das sind ja dieselben Leute, die immer Follow the Science, hört auf die Wissenschaft brüllen, aber nur dann, wenn es in ihren ideologischen Kram passt. Ansonsten wird die Wissenschaft gerne ignoriert. Das haben wir auch bei anderen Themen ja auch, Genderfrage und so weiter. Da will ich aber diesmal gar nicht so drauf eingehen im Jahresrückblick. Das habe ich mit Hanna so oft abgefrühstückt, das müssen wir jetzt nicht auch noch machen. Aber das ist ja, das passt ja halt. Und dieses Gefase von der Klimakrise, Klimakatastrophe, nirgendwo im IPCC-Report steht das drin. Das steht da einfach nicht. Das sind eventuelle Zukunftsprognosen, die aber gar nicht zutreffen müssen. Und diese Leute drehen das halt um. Und genau, das ist halt auch, gehört mit dazu. Und das beschreibt der Ebert ganz gut in seinem Buch. Und das sorgt halt dafür, also ich wirklich die Grünen auch da, dieses ideologische Beharren auf eine auf erneuerbare Energie, das wird über kurz oder lang, das ist einfach nicht möglich. Und dann machst du halt eben, dann schießt du halt irgendwelche, gut, Putin ist jetzt halt der Bad Guy Number One, hat Donald Trump abgelöst, jetzt ist halt Putin der Bösewicht, er ist ja auch ein Bösewicht, nur es hätte niemals so weit kommen dürfen, dass überhaupt diese Deals abgeschlossen wurden. Und das hat natürlich enorm viel, auch wenn es halt eben, wie ich es eingangs sagte, eine Merkel-Regierung war, aber es hat trotzdem enorm viel mit grünem Denken und dem Hinterherlaufen hinter grüner Ideologie zu tun. Außerdem war ja die Merkel-Regierung auch erst am Ende des Atomausstiegs. Das war ja der endgültige Atomausstieg. Der eigentliche Atomausstieg wurde ja schon vorher unter Rot-Grün beschlossen, wo es schon angefangen hat. Der wurde halt am Ende nur noch ein bisschen weiter beschleunigt, sozusagen. Ja. Also der eigentliche Atomausstieg und das Abschalten von anderen funktionellen Atomkraftwerken, dass keine neuen gebaut werden, das war eh schon längst vorher klar. Ja. Mit den paar Atomkraftwerken jetzt noch da wären, hättest du eh nichts mehr beschicken können. Natürlich wäre es besser gewesen. Die wurden jetzt über diesen Winter, sollen sie auch noch weiterlaufen, aber es sind ja nur noch 3 oder so. Es sind noch 3 und die sollen nur bis April nächsten Jahres Genau. Aber mit diesen 3 kannst du ja auch keine wirkliche Grundlast mehr gewährleisten. Das heißt, man hat dieses Thema Atomkraft auf den Neubau moderner Kernkraftwerke. Das hat man ja vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, also oder vor 25 Jahren, 98 Folgen, da hat man das ja komplett niedergemacht alles mit der rot-grünen Regierung. Und damit du jetzt die benötigten Atomkraftwerke hättest, hättest du eigentlich vor 20, 25 Jahren welche bauen müssen, weil die dauern so lange mit der Planung und allem. Ja. Also in der Zeit wurde halt die Grundlage dafür gelegt, dass jetzt nicht genug da sind. So, ne? Also nur auf Merkel und ihren Entscheid, der am Ende einer langen Kette stand, kann man das nicht schieben, dass nicht genug Stromkraftwerke jetzt da sind. Ja? Also, sondern das war ein langer Prozess in Deutschland. Und wurde halt massiv von der Anti-Atomkraft-Bewegung und den Grünen befördert und angeschoben. Aber ich glaube halt tatsächlich, weil es auch Leute gibt in diesem grünen Milieu, die zwar ideologisch auf Linie sind, aber andere Interessen haben, wo wir vorhin bei dem Punkt waren, glaube ich, deswegen, wenn du dir immer so Mitte der Wahlperiode die Umfragen anguckst, sind die Grünen immer höher als am Bundestagswahltag. Ja. Und das liegt daran, dass die Leute, die ideologisch auf Linie sind, sagen, sie wählen die Grünen. Aber wenn dann sie in der Wahlkabine stehen, wählen sie doch lieber vielleicht SPD. Weil sie sagen, wenn jetzt die Grünen zu
viel von dem umsetzen dürfen, was sie wollen, dann geht mir das auch ans Portemonnaie. Und die SPD, die sorgt vielleicht dafür, dass sie noch ein bisschen Kindergeld hier und ein bisschen irgendwo noch ein bisschen mehr sozialen Ausgleich gibt und verhindern vielleicht die ganz großen Sachen, weißt du? Ich glaube, da ist halt schon immer so, da gibt es halt viele, die sind zwar auf Linie, aber wenn sie dann in der Wahlkabine steht und keiner guckt, es ist mir trotzdem immer noch ein Rätsel. Also man muss ja auch sagen, ein Jahr Ampelkoalition, man muss ja auch konstatieren, also die FDP ist ja richtig abgeschmiert in Umfragen, also verdientermaßen auch. Bei den Grünen bleibt es aber doch relativ stabil. Also Habeck ist jetzt zwar nicht mehr der, Habeck und Baerbock sind jetzt nicht mehr die allerbeliebtesten Politiker, aber trotzdem ist so das Wähler, also diese Umfragen, die es immer mal wieder gibt, ich glaube, die Grünen bleiben immer relativ stabil bei um die 20%. Wenn man, gut, die haben halt ihren ideologisch gefestigten Wählerkern. Während halt die SPD und vor allem die FDP halt eine richtige Talfahrt hingelegt haben. Völlig verdientermaßen. Die Grünen aber nicht, wo ich mir immer frage, das ist ja, es ist ja einfach, ich möchte nicht in einer Welt oder in einem Land leben, das so aufgebaut ist, wie die Grünen es sich wünschen. Das, weil das, das würde auf eine, es würde auf eine Deindustrialisierung hinauslaufen, auf eine komplette Deregulierung und auf eine massive Verarmung und Verteuerung. Das, ich möchte nicht in diesem Land leben. Plus natürlich, dieser ganze Wucke Quatsch kommt natürlich, nimmt natürlich, würde natürlich auch noch enorm viel Raum einnehmen. Also Unis wären dann auch schon längst keine Denkfabriken mehr, sondern rein ideologische Zurichtungsanstalten. Sind sie ja jetzt schon teilweise, aber dann wäre es noch schlimmer, wenn die Grünen das alleinige, wenn die Grünen eine über 50-prozentige Mehrheit hätten. Das war auch so bei dieser Frage, die ich dann gestellt hatte, mit diesem Bild von diesen zerdepperten Scheiben bei diesem Grünen-Büro. Woke Grüne versus Anti-Imps, auf welcher, which side are you on? Das ist so, als denn Leute ernsthaft jetzt geschrieben haben, naja, aber ja, Anti-Imps sind auch ganz schlimm. Ja, sind sie, klar. Natürlich, alle, wir hassen alle Anti-Imps. Das ist eine der Grundzüge der antideutschen Linken, was sich von dem klassischen linken Anti-Imperialismus abzugrenzen. Das muss man nicht betonen. Aber der Unterschied ist, wenn ich schon diese Frage aufmache, dann muss ich wählen zwischen irgendwelchen verklatschten, isolierten, antiimperialistischen Neo-Maoisten, die alle Malte und Torben und Jonas heißen und noch nie einen Arbeiter gesehen haben, die so ein bisschen Klassenkampf spielen wollen, in Leipzig aber auch völlig isoliert sind, oder einer Partei, die die Regierung in der Regierungskoalition sitzt, Milliarden an Steuergeldern hat und den Staatsapparat hinter sich hat. Richtig. Dann würde ich in diesem Fall mich für diese komischen Anti-Imps entscheiden. Also nur, wenn ich es muss. Ja, und vor allem, wenn man eine Kritik... Die Grünen natürlich weitaus gefährlich, ist doch klar. Also das ist ja gar keine Diskussion eigentlich. Richtig, und wenn man überhaupt den Anti-Imperialismus kritisieren will, ja, und das denke, das ist auch sinnvoll. Aber dann darf man das nicht so machen, dass wir sagen, ja, die verklatschten 20 Leute, die da eine Scheibe einschmeißen. Sondern wenn man den Antiimperialismus als Moment deutscher Ideologie angreifen will, dann muss man sich angucken, ja, wenn die Position zu Russland in der Linkspartei, in der AfD ist durch den Antiimperialismus gekennzeichnet. Die Position der Grünen zu Amerika, zum globalen Süden und all diesen ganzen Themen, da können wir heute vielleicht auch noch drauf kommen. Genau. Ist vom Anti-Imperialismus gekennzeichnet. Die Position von der SPD zu all diesen Themen ist vom Anti-Imperialismus gekennzeichnet. Der Anti-Imperialismus im Sinne von die anti-imperialistische radikale Linke, das kannst du ja völlig vergessen. Ja, aber wenn du jetzt sagst, okay, wie beeinflusst diese Scheiß-Ideologie die deutsche Politik, dann findest du in jeder Partei eigentlich was dazu. Du hast in jeder Partei sogar in der FDP und CDU ist es ja teilweise umstritten, ob man sich nicht auch irgendwie gegen Amerika und mehr mit EU und bla, da hat er auch die ganzen Stimmen dazu. Und vielleicht doch ein bisschen mit Russland und so. Und das ist alles vom antiimperialistischen Ungeist irgendwie beeinflusst. Und das ist das Schreckliche an diesem Antiimperialismus. Und die paar, die das so knallhart noch glauben, da mit ihrem Linksradikalismus, die brauchen wir uns nicht mehr zu beschäftigen. Mit dem beschäftigt sich auch die Polizei. Ja, wenn die da einen Stein reinwerfen, wahrscheinlich wissen die Polizisten schon ungefähr, wer das war. Ja, und ich glaube, die wollen wir uns mit beschäftigen. Genau. Witziger fand ich eigentlich noch, dass die Grünen dann nach wurde ja Bonzen rangeschmiert an die Scheibe von diesem Parteibüro und da haben die Grünen so ein Schild darüber geklebt mit einem Pfeil, der auf das Wort Bonzen zeigt, mögen wir auch nicht. Das fand ich noch, also auch dann. Also dann kriegt man schon die Scheiben zerdeppert von irgendwelchen spinnerten Linken und dann macht man aber noch so ein Bückling und sagt, oh, wir sind doch eigentlich auf eurer Seite. Bonzen mögen wir auch nicht. Also, aber nur wenn sie Elon Musk heißen oder Jeff Bezos oder so. Diese Bonzen mögen wir nicht. Bonzen sind immer die anderen. Bonzen sind immer die anderen, genau. Die grüne Bourgeoisie. Ach, es ist herrlich. Ich hab, ich will noch mal auf so ein paar Sachen, die auch unmittelbar mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängen, zurückkommen. Und zwar, also erstmal noch mal
Ich will das Corona, es wird Corona natürlich auch noch mal ein bisschen thematisiert, weil das ja in Deutschland immer noch, es ist ja immer noch, ja. immer noch herrscht in Deutschland die schlimmste Pandemie aller Zeiten, aber nur noch hier und in Wien. Genau, ja. Ansonsten ist ganz Europa interessiert ganz halt Europa. Niemanden mehr. Es ist Wahnsinn. Ich war letzte Woche mit meinem Sohn 4 Stunden. Ganz Europa ist von Corona-Leugnern besetzt. Ganz Europa. Ganz nein. Europa. Eine kleine Stadt hört nicht auf, den Widerstand zu leisten. Widerstand die schlimmste Seuche aller Zeiten mit dem Anführer. Nein, ich meine, der Lauterbach, Herr Lauterbach sagte aber, es war ihm ganz wichtig, auch nachdem da die Russen einmarschiert sind in die Ukraine, war es ihm ganz wichtig zu betonen, dass wir mitten in einer Pandemie sind und wir brauchen jetzt nicht Putins narzisstischen Größenwahn. Verdammt, Karl, endlich, es geht leider mal nicht um dich und deine Erkältungsviren. Es geht jetzt einmal ausnahmsweise mal nicht um dich. Das mag Herr Lauterbach nicht. Und dann sagte er noch, ja, ihm ist es auch sehr wichtig, den ukrainischen Flüchtlingen, die herkommen, ein großzügiges Impfangebot zu machen. Ja, das wäre ungefähr das allerletzte, was mich interessieren würde, wenn ich irgendwie als junge ukrainische Mutter irgendwie mit meinen 3 Kindern fliehen muss und meiner Oma und während der Opa und der Mann irgendwie zu Hause, die sich mit den Russen rumschlagen müssen. Und ich glaube, Herr Lauterbach glaubt wirklich, er tut diesen Menschen damit einen großen Gefallen. Das ist eine heroische Tat, die er dann macht. Ja. Also, es gab aber das tatsächlich, das weiß ich jetzt zufällig, weil mein Vater ist Kinderarzt im Ruhestand und in der Ukraine war das Medizinsystem nicht so gut und den Kindern und den Flüchtlingen aus der Ukraine, gerade den Kindern fehlten häufig, weil in der Sowjetunion war das geregelt, also die Erwachsenen hatten das, aber den Kindern fehlten halt häufig so Basisimpfungen. Da ging es gar nicht um Corona, da ging es um ganz normale Dinge wie Masern, Tetanus und sowas, jeder haben muss, Diphtherie, Keuchhusten, was weiß ich, was gefehlt hat. Und da wurde halt nachgeprüft, was haben die? Und die wurden halt geimpft, weil ungefähr die Hälfte der Kinder die wesentliche Impfungen fehlten. Aber das war natürlich auch so eine Sache, die halt passiert, wenn Flüchtlinge aus Ländern kommen, wo halt alles nicht so ganz ideal ist. Das läuft ja bei anderen Flüchtlingen auch so, dass geguckt wird, was brauchen die Kinder für eine Impfung, wenn sie daherkommen. Und das aus anderen Fluchtregionen kamen ja auch gerne junge Männer und nicht so viele Kinder, aber gut. Genau. Ja, doch, so 30-Jährige, die dann aber irgendwie 16 waren. Die gab's ja, dann, sowas, ja. Das finde ich nämlich, das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Natürlich haben ja, also dieser ganze Ukraine-Krieg ist ja auch für ganz, ganz viele gute Deutsche eine reine Projektionsfläche. Also die Ukrainer sind die Woken, die halt irgendwie für bunte Diversity kämpfen in der Weltsicht von Leuten wie zum Beispiel der Quattro-Milf oder so. Oder halt irgendwelchen anderen Twitter-Maulhelden. Und also die Ukraine, das entspricht nicht der Realität. Also die Ukraine ist durchaus eher konservativ, sage ich mal. Und sagen wir eher traditionell. Also das ist so die Ukrainer, die ich kenne. Und das, was ich auch so höre, wie die Menschen in der Ukraine so Russlands ticken, sind die jetzt nicht, das sind nicht die Leute, die gerne die Regenbogenflagge hissen, die mögen das auch nicht so. Und die haben auch eher noch ein traditionelles Verständnis von Familie und von Heirat und von der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause. Die sind nicht woke in der absoluten Mehrheit. Aber sie sind halt eine Projektionsfläche für genau diese diese woken Ideologen. Und wir hatten das natürlich auch am Anfang, als es denn, also ich meine, das stellt ja niemand in Frage, dass es auch afrikanische, schwarze Menschen gibt, die in der Ukraine leben, weil sie da irgendwie studieren oder vielleicht auch da irgendwann mal hingezogen sind oder so. Aber es kursierten dann so Bilder, wo dann halt so die polnischen Grenztruppen, Schwarze, erstmal haben sie die weißen Ukrainerinnen, waren es ja großteils, die nach Polen gereist sind, geflohen sind, die haben sie als erstes behandelt und erst am Ende haben sie sich dann irgendwie mit den anderen dunkelhäutigen Menschen beschäftigt, die dann auch mit diesem Flüchtlingsströmen halt kamen, was auch Gründe hat. Ich meine, die Mehrheit der Ukrainer sind halt weiß, so. Also ich würde sagen, das ist jetzt keine Erkenntnis, die irgendwie was mit Rassismus zu tun hat, sondern das ist eher, man guckt sich dann schon auch trotzdem an, wer dann da halt kommt, was die Deutschen mittlerweile überhaupt nicht mehr machen. Also das interessiert ja anscheinend niemand mehr, wer über die Grenze geht. So, das wird ja jetzt auch genauso kommen, dass dann halt, das kann man auch später auch nochmal machen, das kommt so, das Jahresende ist nochmal wirklich, da wurde nochmal richtig aufgedreht, aber das hat dann wiederum andere Leute wie die Quattro Milf, die jetzt Mina Kunke auch dazu beflüge, dann irgendwas von irgendwelchen Rassismus, rassistischen, also du weißt, worauf ich hinaus will. Die weißen Ukrainer werden bevorzugt und die POCs immer kommen als letztes oder werden wieder zurückgedrängt.
Ich glaube, das hat eher, warum das halt die guten Deutschen vor allem den Polen vorgeworfen haben, hat eher was damit zu tun, dass man hier selber eben gar nicht mehr irgendwie guckt, wer halt irgendwie noch einwandert oder wer über die Grenze geht. Und die Polen machen es halt und wollen eine bestimmte Migration nicht. So. Richtig. Die haben wiederum aber hunderttausende Ukrainer aufgenommen. Also so flüchtlingsfeindlich sind die jetzt eigentlich nicht, die Polen. So, sie wollen nur eine bestimmte Migration nicht. Und das ist auch das gute Recht der Polen. Das ist ein souveräner Staat mit einer Grenze, die verteidigt wird. Und das passt aber den woken Antirassismus-Deutschen halt nicht. So. Und deshalb gab es schnell diese Rassismusvorwürfe, die man sehr schnell aber entkräften kann. So. Ah, es gab halt vor allem auch so viele Vorwürfe, ja, Ukrainer werden besser behandelt als andere Flüchtlinge und diesen ganzen Scheiß. Den gab's und der liegt natürlich auch, also ich meine, klar, wenn du siehst, es kommen Frauen und Kinder oder es kommen junge Männer, die haben ein anderes Bedrohungspotenzial, aber schon das ist ja, das haben wir ja auch dieses Jahr zunehmend gelernt, überhaupt diese Unterscheidung in was sind das für Flüchtlinge? Sind das junge Männer oder sind das Frauen mit Kindern? Ja. Dass man da schon Unterscheidungen macht, das ist ja auch, das geht ja auch gar nicht, weil du weißt ja gar nicht, ob das überhaupt, ob die sich überhaupt als Frauen und Männer identifizieren. Das wäre schon mal das Erste, was man feststellen müsste. Aber klar, ich meine, dann das andere, was du gesagt hast, es gibt zwar ein traditionelles Rollenbild in der Ukraine und das basiert auch teilweise darauf, die Männer zu einem großen Teil sind auch welche mitgekommen, aber viele sind dort geblieben, haben gekämpft. Frauen und Kinder hat man versucht, in Sicherheit zu bringen. Das stimmt, das gibt's. Andererseits ist es auch so, das ist mir auch viel aufgefallen, im ehemaligen Ostblock ist es auch so, dass man die Frauen stärker integriert hat in den Arbeitsmarkt. Die haben mehr Zugang gehabt zu Ausbildung. Es gibt dort zwar noch ein stärker patriarchal geprägtes System als, sage ich mal, in Westeuropa, aber auch nicht vergleichbar mit der islamischen Welt, wo die Frau ein rechtloses Wesen ist, sondern Frauen haben eine zentrale Stellung häufig in der Familie. Sie sind sowohl zu Hause häufig sehr wichtig für die Familie, aber eben auch als Arbeitskräfte, also beides häufig. Ne? Also sowohl Arbeit als auch sich um die Familie kümmern. Das sind dann auch Frauen, die ein großes Organisationstalent mitbringen. Und die dann häufig auch in Deutschland, wenn sie hier sind, auch leicht da in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. Und weil sie einfach auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit, teilweise englische Sprachkenntnisse und was weiß ich was mitbringen. Und dann einfach sagen, okay, jetzt sehe ich mal zu, dass ich hier was tun kann. Weil ich habe immer zu Hause auch getan und mich um alles gekümmert, dass es der Familie gut geht. Und da sind nicht so Leute, die dann kommen und sagen, naja, und so. Wenn man halt hört, 2015 sind so viele Syrer eingewandert und von denen im arbeitsfähigen Alter, die darunter waren, arbeitet ein Drittel. Das kam ja auch dieses Jahr, die Zahl raus. Genau, ja. Dann ist das nicht viel nach 7 Jahren. Ne? Nee. Dann fehlt es da offensichtlich an, von denen die arbeiten könnten. Und damit auch an einem wesentlichen Punkt für die Integration, weil man darf sich ja nichts vormachen. Es ist ja einfach eine Gesellschaft, die sehr, sehr stark über wo die Teilhabe an der Gesellschaft sehr stark über Teilhabe an der Arbeitswelt geregelt ist. Und dadurch, dass man Kollegen hat, dass man mit Leuten im Kontakt ist und dass man ein Einkommen hat und all diese Dinge. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch alles andere in der Integration nicht. Und diese ganzen Unterschiede, die überhaupt anzusprechen, das wollte man mit diesem Rassismus-Quatsch zumüllen. Ja. Aber ich glaube, das verfängt einfach bei den meisten Leuten einfach nicht. Nein. Genau. Ich glaube, das war ein Rohrkrepierer. War es auch. Hat man dann auch schnell auch nichts mehr von gehört davon. Ja. Aber dann ging es ja, was dann ja kam, ist ja auch, was in Deutschland immer passiert, wenn es dann einen ausgemachten Bösewicht halt gibt. Und es war nicht so stark, aber es gab schon auch diese Tendenzen dann, sich so gegen Russen allgemein zu wenden. Es gab dann eine Cancelung von dem Dirigenten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der tatsächlich privat wohl auch relativ Putin-nah ist. Das ist halt ein Dirigent eines klassischen, also der dirigiert klassische Konzerte, der nutzt diese Veranstaltung nicht zur Propaganda. So, also warum? So, und genauso gab es halt, ich war mal bei irgendeinem Bäcker hier in Leipzig und da hieß der russische Zupfkuchen nur noch Zupfkuchen. Das ist, also ich meine, da wird der Putin aber, Junge. Und da gab es dann auch so Drinks wie Moscow Mule oder White Russian, wurden dann umbenannt in White Ukrainian oder Kiev Mule. Es ist einfach peinlich. Es ist halt so, es ist halt eine peinliche, sehr deutsche Symbolpolitik.
Ich finde, das ging noch. Es ging noch. Also ich habe hier das auch. Es ging auch wieder vorbei, ne? Es ging auch relativ schnell wieder vorbei. So, ja. Genau. Aber was sehr schnell tatsächlich, worauf sich sehr schnell sehr viele Deutsche, vor allem die den Ton angeben und vor allem diejenigen, die in einer Partei sind, die diese Nord Stream 2, 1 und 2 Geschichte noch sehr lange verteidigt hat, was das angeht, diese Leute haben sofort jede Verantwortung von sich selbst oder ihrer eigenen Partei von sich gewiesen und Putin war halt auf Enemy Number One. So. Mhm. Und das war sehr schnell klar. Es geht rein, nur Putins Krieg ist daran schuld, an dieser Energiekrise, an der Inflation und damit, dass wir jetzt halt irgendwie Deals damit Katar abschließen müssen, statt mit Putin. Da ist nur Putin daran schuld und kein anderer. Sie selber auf gar keinen Fall. Auch das ist wieder, und das war nicht, das waren vor allem halt eben Leute von der SPD. Auch Herr Steinmeier hat auch Nord Stream 2 noch sehr lange verteidigt. Und auf einmal, man hätte es ja ahnen können. Man hätte es eigentlich 2014 schon ahnen können, als die Krim annektiert wurde, dass das hast du vorhin auch gesagt. So. Ja, das war eigentlich der Endpunkt eigentlich schon. Das war schon der Punkt, wo man wirklich sagen muss, es geht nicht mehr so weiter. Ja. Und da hat man noch 8 Jahre lang stur, ja, man hätte schon vorher ahnen können. Weil genau. Ich denke mal, diese ganzen autoritären Tendenzen in Russland, die wurden ja schon oft analysiert. Und da gab es auch viele in der deutschen Politik und da gab es auch viele mit Kenntnis, also auch in deutschen Medien. Weil, dass man halt immer sagt, also alle standen so wie eine Eins hinter dieser Russlandpolitik und plötzlich kam die Zeitenwende. Ganz so war es nicht. Es gab immer Leute, die mit Osteuropa-Politik beschäftigt waren, in den Parteien, insbesondere bei den Grünen und der CDU und der FDP. Mhm. Aber gab es überhaupt auch in der deutschen Politik? Es gab Korrespondenten, die in Russland gearbeitet haben. Da gab es auch einige sehr Putin-hörige, aber es gab auch genau das Gegenteil. Es gab auch in den Medien immer wieder Artikel dazu. Es ist eigentlich auch nicht so, dass es keiner vorhersehen konnte. Es gab wirklich genug Leute in dem Fall, würde ich tatsächlich sagen, die das gewusst haben, dass es irgendwann so kommen wird. Und es war wirklich völlig absehbar. Also ja. Da muss man jetzt einfach, da kann man den Leuten jetzt auch nicht mehr sagen, nee, das konntet ihr ja nicht ahnen, dass es so kommt. Diesen Bonus gebe ich den Leuten einfach nicht. Ich erinnere wirklich immer wieder zu gerne an diese Rede, die Donald Trump gehalten hat, 2018 vor den vor der UN-Versammlung. Wie er halt Deutschland davor gewarnt hat, sich nicht zu sehr abhängig zu machen von einem Despoten wie Putin. Und der Kamera schwenkt auf diese hämisch lachende Trottelbagage um Heiko Maas und seine Speichellecker. Ja, Häuschen, der wichtigste außenpolitische Berater von Merkel, saß dort. Die haben da sich drüber kaputt gelacht. Genau. Ja, ich frage mich, ob die immer noch lachen oder ob sie sagen, es war damals richtig zu lachen, weil es war ja der böse Trump. Es war der doofe, blöde Trump, der eh nichts weiß und auch Heiko Maas sagte im Interview danach, wir werden nicht müde, diesen Fake News, die wahren Fakten entgegenzusetzen. Also ja. Genau, man hätte es welche alles wissen das, können. Ja, ich dachte mir wirklich am Anfang, das ist jetzt, also es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als die Ukraine anzugreifen. China ist auch am Säbelrasseln gegenüber Taiwan, haben sie vor 2 Jahren schon Hongkong sich einverleibt. Die Taliban haben die Macht wieder übernommen in Afghanistan. Der Westen ist am Ende. So, das ist einfach, der Westen dankt nach und nach ab. Also zumindest das, was den Westen mal ausgemacht hat, wird immer mehr ideologisch, wird immer mehr über Bord geworfen. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, dass Putin in die Ukraine einmarschiert. Ich hätte tatsächlich aber auch damit gerechnet, dass es schneller geht. Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich, also wenn die russische Armee es nicht mal schafft, dieses kleine Land zu besetzen, dann habe ich auch wirklich jeden Respekt. Es ist ein sehr großes Land von der Fläche. Aber es hat halt, Russland ist im Vergleich zur Ukraine nun mal, ist dagegen Russland doch ein bisschen größer. Und da habe ich auch wirklich fast jeden Respekt vor oder jede Achtung vor dieser ach so berüchtigten russischen Armee verloren. Also wenn die sind, also naja, auf jeden Fall, ich dachte. Es ist auf jeden Fall, dachte ich das auch, aber man muss halt sagen, dass man manchmal, und das vergisst man manchmal auch, wenn man sich zu sehr sozusagen in diesen innenpolitischen Streit in den USA einmischt, darf man nicht vergessen auch, dass bestimmte machtpolitische Fragen in den USA trotz allem, was da läuft, immer noch bipartisan sind, also überparteilich. Nämlich zum Beispiel, dass man den Russen das nicht durchgehen lässt. Und die Amerikaner haben da massiv schon in den Jahren davor Rüstungsgüter hingeschafft und haben nochmal auch Hightech-Raketensysteme und was weiß ich was. Ich bin kein Militärexperte, aber was sie da hingeliefert haben, muss auch sehr, sehr signifikant gewesen sein. Also erstens, das, was schon da war, war so signifikant, dass es nicht geklappt hat, was die Russen erst vorhatten, das Land in ein paar Tagen zu überrennen. Ja. Dafür war schon zu viel gutes Material dort. Und dann im Laufe des Krieges hat sich halt eigentlich gezeigt, dass mit den kontinuierlichen Waffenlieferungen, die es halt gegeben hat,
von USA, aber auch von anderen Ländern. Großbritannien hat sich da stark engagiert, Polen hat sich unglaublich engagiert, einfach dafür gesorgt wurde, dass dieser Vormarsch der Russen aufgehalten wurde. Und das ist natürlich jetzt für die Russen ein massives Problem, aber es zeigt auch, dass es bestimmte Teile von dem, was man Westen nennt, halt nicht abschreiben kann, A, und das B, auch bei allem, was es so an Abstiegstendenzen gibt in Ländern wie vielleicht USA, oder wenn man das Gefühl hat, die ziehen sich ein bisschen aus der Welt zurück, glaube ich, dass die Abstiegstendenzen in Ländern wie Russland tendenziell größer sind. Das ist ein Land, was jetzt zu schrumpfen anfängt, wo die junge Bevölkerung nicht mehr da ist, wo die Geburtenraten, die Wirtschaftsentwicklung so schlecht gewesen ist einfach seit dem Ende der Sowjetunion, dass man einfach merkt, das ist auch eher noch so ein Bröckeln auch. Das ist ein Land und dessen Modell, das auch nur auf diesem Rohstoffexport basiert und selber ökonomisch wenig zustande bringt und selber auch nichts an Technologieentwicklung, da sind die einfach zu schlecht und zu abhängig von außen. Und da muss man einfach sagen, das bröckelt in diesen Ländern halt auch. Manchmal denkt man halt nur, der Westen bröckelt, aber es gibt auch Riesenprobleme in diesen Ländern wie Russland selber, dass sie einfach nicht mehr so potent sind wie vor 20 Jahren. Nö, Russland sehe ich auch tatsächlich so, das ist halt einfach ein desolater Papiertiger. Das wird immer deutlicher. China hingegen ist halt der große Gewinner, sehe ich jedenfalls so. Du meintest neulich, du siehst das nicht so, dass es eine weitere Sinisierung der westlichen Welt geben wird. Finde ich weil mir nicht China eigentlich doch nicht so. Also auch China, also ich weiß es nicht, das können wir auch gerne ausdiskutieren. Ja, ne, ich habe es mir nur mal nochmal angeschaut gehabt kürzlich, weil es einfach das so war, dass jetzt sogar aufgrund der zum Beispiel dieser massiven Corona-Maßnahmen, ja, Riesenprobleme in China, dass sie nicht runtergekommen sind. Jetzt plötzlich haben sie auch aufgemacht oder haben auch Corona-Maßnahmen zurückgefahren, nicht ganz aufgemacht. Aber dadurch hatten sie, dass sie vorher nichts getan haben, hatten sie dann plötzlich ganz viele Infektionen und bla bla bla. Also auch jede Menge Probleme, die aus Sicht der vorigen schlechten Corona-Politik, wo sie vorher so gefeiert haben, wir sind der Gewinner von Corona. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Glaube ich bei China nicht, dass sie die Gewinner von Corona sind. Sie haben ihre Gesellschaft weiter zerstört und zwar massiv durch dieses Einsperren und Einmauern der Leute in ihren Wohnungen. Sie haben da noch durch nochmal weiter Eigeninitiative. Die zu niedrigen Geburtenraten sind nochmal abgestürzt in den Corona-Jahren dort, weil die Leute, die eingesperrt wurden, auch keine Kinder mehr kriegen. Es war eigentlich gesagt worden, 2022 könnte das erste Jahr gewesen sein, wo die chinesische Bevölkerung schrumpft. Und wenn kein Trendumkehr gelingt, wird die massiv schrumpfen und überaltern. Also diese ganzen Probleme, die in Japan zum Beispiel schon durchgeschlagen sind mit der Überalterung und dem Schrumpfen der Bevölkerung, das kommt auf China noch zu. Ich glaube, da gibt's, glaube ich, erhebliche Probleme, die in China, glaube ich, unter dieser Art von Regime nicht lösbar sind. Jetzt im Moment, glaube ich, ist China sehr, sehr stark. Die sind aber, könnten aber sowas erreicht haben langsam wie den Zenit ihrer Macht. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass da jetzt eine Phase kommt, wo es eigentlich eher abwärts mit China geht. Es ging jetzt immer steil aufwärts seit den 80er Jahren. Die letzten 40 Jahre waren vom Aufstieg Chinas gekennzeichnet. Aber ein Aufstieg ist halt nichts, was sich ad infinitum fortsetzen lässt, sondern der stößt halt an bestimmte Grenzen. Und ich glaube, da kommt China langsam hin. Und dieses Corona-Ding ist eins der Zeichen, finde ich jedenfalls. Würde ich dir zustimmen. Und ich habe da auch tatsächlich, auch mit dem Koya, mit dem ich mich ja viel immer über so das Thema chinesische Politik, Einfluss des chinesischen Gesellschaftssystems auf den Westen auch lange unterhalten. Und wir beide wissen nicht, wir kommen mit unserer Analyse nicht weiter, warum die Chinesen diesen ultra harten Lockdown ja eigentlich bis vor 2 Wochen noch aufrechterhalten haben und immer wieder Millionen steht abgeriegelt haben. Die Arbeiter durften nicht aus der Fabrik raus, wenn es da wenn einer dann Schnupfen hatte, was natürlich auch dazu führte, dass die Produktion total zusammenbricht. Dann die Menschen sind da verhungert. Ich dachte, das macht der Xi Jinping, der das ja persönlich anordnet, diese Zero-Covid-Politik, macht der. Also das wird nach dem Parteitag, wo er ja unbedingt wiedergewählt wird, also ich meine, das ist ja eh auf Lebenszeit der Parteivorsitzende, aber bei diesen natürlich sehr demokratischen Wahlen zum Parteivorsitzenden, dass er das halt macht, um halt, damit er nicht Schwäche eingesteht und vor diesem Parteitag noch sagen muss, ja gut, wir lockern das jetzt, weil das ist doch nicht so eine gute Idee. Aber das ging ja danach weiter. Erst jetzt, als es diese für China ja doch verhältnismäßig großen Proteste gab, sind die sehr schnell so umgeschwenkt und haben sich jetzt als letztes Land der Welt von dieser Zero-Covid-Politik verabschiedet. Und man muss dazu, und mal da ganz kurz nochmal, das meine ich nämlich mit dem, deswegen halte ich China, das war auch eine der Erkenntnisse, die ich dieses Jahr für mich gewonnen habe, ich halte China, dieses chinesische Gesellschaftsmodell, halte ich für deutlich gefährlicher als den Islamismus mittlerweile, weil viele Leute,
Elemente der chinesischen Politik, der Elemente der chinesischen Gesellschaft völlig unhinterfragt übernehmen und das als was Gutes darstellen. Und das hatten wir in Deutschland wirklich massiv mit diesem Corona-Politik. Und es, man darf auch nicht vergessen, es gab Leute, und das sind keine verklatschten Linksradikalen, das sind wirklich in Anführungszeichen Promis wie Margarete Stokowski oder andere Leute wie Georg Restle, die hier auch hier den ideologischen Ton angeben, die sich hinter diese Zero- oder No-Covid-Aufrufe gestellt haben. Ja. Und die wollten genau das. Das ist genau das. Das waren Leute, denen ein Karl Lauterbach noch nicht radikal genug war. Und die genau das halt wollten. Mit diesem Irrglauben, dass man ein Virus ausrotten könnte, indem man ein einziges Mal einen ultraharten Lockdown macht, die Wirtschaft komplett runterfährt und dann ist das Virus weg. So, das was ja nie funktioniert hat. Was ja auch schon in Neuseeland, ja, das ist wie so ein enkoistisches Wunschdenken, was nicht funktionieren kann. Das ist eine ganz einfache wissenschaftliche, logische Erklärung. Das verstehe auch ich, der keine Ahnung von Wissenschaft hat. Aber das verstehe ich trotzdem. Das versteht aber ein Georg Restle halt nicht. Also jetzt redet darüber niemand mehr, obwohl ich glaube, es gibt diese Initiative immer noch. Ich glaube, das sind jetzt wirklich nur noch irgendwelche völlig verklatschten Linksradikalen, wie Thorsten Burkhardt oder so. Aber ansonsten. Aber es war hier, das war eine Zeit lang ein sehr, sehr langer Brief unterschrieben von sehr vielen Menschen, die Journalisten sind und oder Fernsehmoderatoren oder hauptberuflich Twitter-Aktivisten, die waren alle dabei und die wollten das. Und deshalb halte ich tatsächlich, und das ist für mich eine der Erkenntnisse des Jahres, halte ich China, den ideologischen Einfluss China für Chinas für gefährlicher, weil sie auch eine relevante Rolle spielen in der Weltpolitik und auch auf dem Weltmarkt eine sehr relevante Rolle spielen. Ja. Im Gegensatz zu irgendwelchen islamistischen Terrorregimes, richtig, die nichts hingekriegen, außer ihre eigene Bevölkerung zu massakrieren und wenn man sich auch Taliban oder IS hin, außer Menschen zu töten. Nichts, nichts. Richtig. Die spielen keine Rolle am Weltmarkt. Chinesen aber eine sehr große Rolle. Schon eine Rolle und was halt auch entscheidend ist, warum China für uns sehr, sehr gefährlich ist. Es gibt, genau wie bei Russland, gibt es kaum ein Land, das sich so sehr mit China verknüpft wie Deutschland. Außer natürlich, dass diese Probleme, weil China der viel größere Player ist, auch viele andere Länder inklusive der USA betreffen. Aber jetzt nehmen wir mal an, die Chinesen tatsächlich hätten jetzt sowas erreicht, wie ihren Zenit überschritten und es wird jetzt schlechter. Das wird ja natürlich auch andere Länder in der Weltwirtschaft mit nach unten ziehen. Und du hast ja nicht, das ist ja keine gute, nur gute Nachricht, wenn China schwächer wird ökonomisch, sondern das wird natürlich zu massiven Problemen führen. Es sei denn halt, das wäre eher so ein gradueller Abstieg und dafür treten dann andere Player auf den Markt, wie, sag ich mal, Indien, was noch stärker, was noch ein Potenzial hat oder sagen wir afrikanische Länder, wo noch gar nicht teilweise das ökonomische Potenzial ausgeschöpft ist, was da ist. So, ja, Indonesien kann zum Beispiel. Sein, dass das kann, ist ja möglich, aber ich weiß es nicht. Das kann man ja auch im Vorhinein sehr, sehr schlecht sagen. Aber klar, China hat einen riesen Einfluss und ich glaube, dass es auch ein ganz entscheidendes Thema sein wird, wie man damit jetzt umgeht in den nächsten Jahren. Ne? Ja. Da muss man auch sehen, dass man davon wegkommt. Das ist, wäre jetzt, wenn man jetzt sagt, diese große Rede von der Zeitenwende, dann müsste man ja sagen, die Erkenntnisse, dass es falsch war mit Russland, sich so eng zu verbandeln, die müssen wir eins zu eins auf China anwenden, sozusagen auch anwenden und nicht gleichzeitig sagen, ja, aber wenn wir im Hamburger Hafen ein bisschen was verkaufen und diese ganzen Dinge, da ist man, glaube ich, noch lange nicht so weit, dass man das auch sieht. Das wird dann erst wieder, wenn die Chinesen, wenn sie merken, es wird für sie ungemütlich und jetzt haben sie noch eine Chance, Taiwan anzugreifen, dann werden sie es vielleicht auch machen. Und dann werden wir dasselbe mit China haben, nur dass das viel schlimmer ist für die Wirtschaft als mit Russland. Noch viel schlimmer. Ja, genau. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Genau. Ich würde jetzt mal... Es ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Also das ist ja wirklich das alles dominierende Thema dieses Jahr, der Ukraine-Krieg und Folgen. Und aber es ist auch noch mehr passiert. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, die auch relevant waren und auch teilweise noch sind. Und zwar beispielsweise die Wahlen in Schweden, Italien und Israel. Israel hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber die Wahlen in Italien und Schweden fand ich bezeichnend. Auch da wieder die Reaktion der Deutschen. Und das ist auch gerade die Wahl in Schweden. Das ist jetzt ein liberal-konservatives Regierungsbündnis unter Tolerierung der Schwedendemokraten, einer sogenannten rechtspopulistischen Partei, dass die ja die Regierung stellen, nachdem Schweden, ich meine, Schweden ist ja ein Thema, mit dem du dich auch immer mal wieder beschäftigt hast. Ja. Du hast ja auch Texte in der Bahamas dazu veröffentlicht, zur schwedischen, wie hast du es genannt? Du hattest mal irgendeinen Begriff dafür.
Die moralische Supermacht. Moralische Supermacht, Schweden, ein Jahr Das ist wirklich. aber das ist ja nicht mein Begriff, sondern der kommt von einem Politiker, einem Bekannten, nämlich Karl Bildt, Ach so. der sowohl als Premier und Außenminister und später auch im internationalen Dienst tätig war und der halt einfach ein bekannter schwedischer Politiker ist. Übrigens von der konservativen Partei, die Moderaten, die jetzt die Regierung anführt. Ja, dann kannst du da auch mehr darüber erzählen, weil ich war jetzt noch nie in Schweden. Ich habe mich mit Schweden immer nur am Rande beschäftigt. Ich weiß, dass Schweden ein sehr, sehr linkssozialdemokratisch regiertes Land ist mit so einer Art linker Traumweltideologie. Also es ist natürlich sehr, also diese ganze feministische Außenpolitik, das waren ja die ersten, die anfingen mit feministischer Außenpolitik, was Baerbock dann ja übernommen hat und ganz toll findet. Genau. Und das sind aber trotzdem auch dieselben Leute, das sind dieselben Frauen, die dann aber natürlich sich brav das Kopftuch aufsetzen, wenn sie mit irgendwelchen iranischen Mullahs sich die Hände schütteln. Ja. Genau, und das hat in Schweden dazu geführt, das haben wir auch im April, rund um Ostern gab es diese Riots, die tagelang wirklich schwerste Ausschreitungen in Malmö und anderen schwedischen Städten, aufgrund der Ansage irgendeines völlig unbedeutenden rechten Politikers, der den öffentlichen Koran verbrennen wollte, was ich auch für eine sehr dumme Aktion halte, aber das führt natürlich genau zu dem, was immer passiert, wenn sowas angekündigt wird. Es gibt halt von bestimmten Leuten in bestimmten Stadtteilen gibt es halt tagelange Angriffe auf Infrastrukturen des Staates, Ja. also Polizei und Busse werden da in Brand gesetzt und genau, und das passiert Autos abgefackelt, das passiert aus. regelmäßig in Schweden. Solche Riots in den Problemvierteln von Schweden, das ist in den letzten 10 Jahren immer wieder vorgekommen. Ja, das ist etwas, Genau, und inklusive gerade, ja, Schießereien das ist zwischen ein verschiedenen Gangs und Rechtsproblem. Banden, wo dann Ja. irgendwie auch mal ein Kind erschossen wird. Huch, naja, was läuft da Ja. auch rum auf dem Spielplatz, wenn gerade sich irgendwelche arabischen Gangs halt gegenseitig wie die Kugeln um die Ohren jagen? Und das führt aber dazu, dass auch sogar in einem super woken, super linken Land wie Schweden einfach die Leute die Schnauze voll haben, weil sie merken, es funktioniert nicht mehr. Und ich hörte auch von einer Freundin von mir, die sagte, man kann sich das nicht. Berlin-Neukölln ist ein Scheiß gegen diese Migranten-Ghettos in Malmö beispielsweise oder Göteborg. Dagegen ist Berlin-Neukölln Witz. Und die Leute haben keine, die Deutschen, die sich dann darüber aufgeregt haben, über die, wie können die Schweden, das waren doch immer, wir lieben doch die Schweden, das sind doch einfach die besten Menschen der Welt und ihre Pippi Langstrumpf, Willa Kunterbunt-Welt, die sich da immer imaginiert haben. Wie können die Schweden, auf einmal wählen die Schweden aber nicht so, wie die Deutschen es wollen und wählen halt irgendwie eine konservative bis rechte Partei. Muss ja auch dazu sagen, dass Ja. die Schweden tatsächlich ihre Roots in der schwedischen Neonazi-Szene hat, der 80er Die Jahre haben. Schwedendemokraten kannst du dir einfach eigentlich als 1:1 ungefähr wie die AfD vorstellen. Kannst du tatsächlich, also die sind über das Migrationsthema, haben die sich ungefähr vereinigt Ja. und sind ein breiter Haufen von verschiedenen Leuten rechts der Mitte. Ja, genau. Von ganz rechts bis bisschen Bis, weniger rechts. ja. Ja, also, ja, also es ist ein breiter Haufen. Deswegen sind sie auch nicht in die Regierung Genau. selber eingetreten, obwohl sie sehr, sehr stark geworden sind. Sie sind halt immer stärker geworden, weil in Schweden dieses Problem, was wir gerade beschrieben haben, auch wirklich so eklatant ist, Ja. dass viele Leute einfach gesagt haben, wenn wir nicht die Schwedendemokraten wählen, wird sich dort nie was ändern. Dadurch, dass Genau. die Schwedendemokraten immer stärker geworden sind, hat halt das, was vorher immer galt, wie auch in Deutschland gilt, mit den Schwedendemokraten niemals. Ja, das hat sogar dazu geführt, es gab nämlich in Schweden, das ist so, was es in Schweden nämlich nicht gibt, das ist ein großer Vorteil, den die haben, ist nämlich die Große Koalition. Ja. Gibt es in Schweden nicht. In Schweden ist es so, entweder die Parteien links der Mitte haben eine Mehrheit, dann fassen sich alle zusammen und die Linksradikalen, also sowas ähnliches wie die Linkspartei hier, die tolerieren das nur. Die sind nicht selber in der Regierung und dann grüne Sozialdemokraten und so. Und das hat sogar geführt nach der letzten Wahl, wo das nicht gereicht hat, weder für die Konservativen noch für die Linken, weil die Schwedendemokraten schon zu stark waren, hat es sogar noch eine liberale Partei ins linke Lager übergewechselt und dann gab es wieder und hat auch toleriert. Dann gab es eine linke Minderheitsregierung weiter von den Ja. Sozialdemokraten. Weil auch schon 2015 um diese Flüchtlingskrise haben schon auch die schwedischen Sozialdemokraten, sogar die Linken in Schweden gesagt, wir können so generös mit unserer Einwanderung nicht weitermachen. Das war Ja. schon damals, das war schon ein Bruch. Und jetzt sogar mit der Regierungsbeteiligung der Schwedendemokraten, die aber halt auch so funktioniert, dass halt konservative und liberale Parteien eine Regierungskoalition gründen, zwei Konservative, eine Liberale und die Schwedendemokraten das tolerieren werden. Das war also keine skandalöse Regierung. Da hat kein Rechtsradikaler irgendein Amt. Genau. Das sind alles Leute, die in der schwedischen Politik seit Jahren dabei sind und sowas sind wie hier CDU, CSU, FDP unter Tolerierung der AfD. Also eigentlich sehr vergleichbar.
In einer CDU-CSU-FDP-Regierung wurde die AfD toleriert. Genau, ich habe mich dann auch mal ein bisschen mehr beschäftigt mit diesem Bündnis oder mit dieser Koalition und den Schwedemokraten, nachdem hier alle wieder sich in die Hose gemacht haben und rumgekreischt haben. Also erstmal ist es ja auch einfach nur eine Analyse, wie es dazu kommt, dass halt wie in einem, wie gesagt, sehr link, traditionell linken Land wie Schweden halt auf einmal die konservativen Liberalen und bis hin zu den Rechten halt so hohe Gewinne einfahren und die Regierung stellen. Das ist natürlich ein Symptom, ähnlich wie in Italien. Bei der Meloni haben sie auch alle rumgeheult, eine Postfaschistin und Mussolini-Fan sei sie und Manfred Weber, der im Europaparlament sitzt, sollte doch bitte verhindern, dass die, also Wahnsinn, halt auch da wieder völlig, also völlig losgelöst, entkoppelt von der Realität und irgendwelche, auch natürlich wieder die großen Twitter-Aktivisten twitterten dann, dass jetzt sie kriegen mal Horrormeldungen aus Italien, dass ihre LGBTQIA-Freunde Angst haben, im nächsten Gartenzaun aufgehängt zu werden, also als ob das passieren würde. Und auch da Ricarda Lang, und die Leute ärgern sich dann, dass eine Giorgia Meloni auch, von der es übrigens keine mir bekannten Sympathiebekundungen für Mussolini gibt, man möge mich da korrigieren, wenn sie doch mal irgendwas in die Richtung gesagt hat. Jedenfalls ist Meloni, hat sich sehr schnell zum Beispiel mit der Ukraine solidarisiert, sie ist eine eher westlich orientierte Politikerin, halt konservativ, vielleicht auch rechtskonservativ von mir aus. Aber sie ist keine Neofaschistin wie eine Alessandra Mussolini oder andere. Fallen mir jetzt keine ein, aber jedenfalls ist sie nicht das Schreckgespenst, zu der sie von den Deutschen wieder gemacht wurde. Sie ist halt eben, sie hat auch Glückwünsche aus Israel bekommen von Yair Lapid, sehr relativ schnell, spricht auch jetzt nicht für einen, wobei Mussolini jetzt kein harter Antisemit war, aber egal. Also das spricht jetzt alles nicht unbedingt für eine extrem, also für eine das, was die Deutschen wieder daraus gemacht haben. Und auch das ist natürlich ein Symptom dafür, dass auch die Italiener keinen Bock mehr haben auf eine völlig unregulierte Migration. Es gibt halt Zustände in Italien, Lampedusa und so weiter. Jeder weiß es, was dort halt für Zustände herrschen. Und das ist einfach, und Italien ist da immer in den Arsch gekniffen, genau wie Griechenland, dass halt die Leute natürlich über diese Mittelmeerroute in Italien ankommen. Und die Italiener wollen diese hohe Migration einfach nicht mehr, weil das einfach völlig unmöglich ist, diese Leute zu integrieren in das Land. Und und natürlich ist es halt so, dass die werden dann weitergeschickt. Das Problem ist aber, dass die Leute ja, das ist ja EU-Recht so, dass sie in dem Land, in dem sie ankommen, einen Asylantrag stellen müssen. So, und ich glaube, dass Meloni einfach jetzt dieser Migration übers Mittelmeer, wovon immer am meisten diese Schleuserbanden halt profitieren, dass dieser Migration jetzt Einhalt geboten wird. Das mögen die Deutschen nicht, das wollen die Deutschen nicht. Jetzt hatte auch Ricarda Lang auch schon Angst, dass dann halt wie so diese NGO-Taxis wie Sea-Watch dann einfach jetzt nicht mehr so ungeniert also diese Leute schaffen den Anreiz ja dafür, dass sich Leute in völlig überfüllte Boote setzen, von kriminellen Schleuserbanden ausgebeutet werden, bis zum geht nicht mehr, völlig verquere Vorstellungen haben, wie das Leben in Europa halt ist, weil ihnen das halt eingeredet wird von irgendwelchen kriminellen Schleuserbanden. Und dann führt das halt also diese Leute wie Sea-Watch sind mit die Treiber dafür, dass Leute sich in Lebensgefahr begeben und halt auch umkommen. So, natürlich, es spricht natürlich nicht, also es ist natürlich völlig klar, dass man nicht, also das spricht nichts gegen Menschen aus der Seenot zu retten, das ist ja völlig logisch. Nur es darf gar nicht diesen Anreiz dafür geben, dass überhaupt Menschen sich in diese Gefahr begeben. So, sondern wenn, dann versucht man regulär zu emigrieren und dann stellt man einen regulären Asylantrag. Ja. Das ist aber das, was Leuten wie Carola Racketta auch nicht passte vor 3 Jahren, die Souveränität Italiens bewusst verletzt hat, jeder als Heldin gefeiert wurde und in Italien halt. Und das ist doch eigentlich auch ganz einfach. Wenn man jetzt wollen würde, dass kein Mensch mehr da im Mittelmeer ertrinkt auf dieser Route Libyen-Italien, müsstest du eigentlich Folgendes machen. Du machst innerhalb von Libyen, wenn da die Zustände zu schlecht sind, setzt du das mit dem europäischen Militär durch. Eine Enklave, da kann jeder hinkommen und einen Asylantrag stellen. Genau. Jeder, der im Mittelmeer aufgegriffen wird und der keinen Antrag gestellt hat, sondern versucht sozusagen illegal einzureisen, der wird im Mittelmeer aus dem Wasser gezerrt und in diese Enklave gebracht und kann dort sich dann überlegen, möchte ich einen Asylantrag stellen oder möchte ich keinen Asylantrag stellen. Aber dieses Ganze, wir laden dieses Rattenrennen ein und wer es schafft bis auf ein Helferboot, der ist dann plötzlich für immer in Europa. Das ist ja ein Irrsinn sondergleich. Jo. Das kannst du nicht machen und darüber kommen ja auch jede Menge Leute, die nicht mehr Recht haben, in Europa zu sein als der Rest der Welt. Ja. So würde ich das immer formulieren, weil für mich prinzipiell, wenn ich sehe, okay, wie scheiße ist das Leben in Afrika und Libyen, ich gönne prinzipiell jedem Menschen aus Afrika nach Europa zu kommen. Ja. Nur wenn ich sage,
die haben nicht mehr Recht als der Rest der Welt, dann meine ich damit, es ist nicht platt für ganz Afrika in Europa, erstens. Und zweitens hat auch jemand, der einen Schleuserschlepper bezahlen kann und möglicherweise gar nicht zu den ärmsten Afrikanern und verfolgtesten Afrikanern gehört, weil in Afrika gibt es Massaker, Armut, Hungersnöte und die allerschlimmsten Sachen. Ich muss mir nur Somalia und was weiß ich was es da alles gibt, anschauen. Und es gibt auf jeden Fall massenhaft Leute, die eigentlich ein Recht hätten, vielleicht nach Europa zu kommen oder sonst wohin oder zumindest auf ein besseres Leben, das auf jeden Fall. Ja. Nur grundsätzlich sind das alles Dinge, die über die Migration nicht gelöst werden können. Und diese ganze Moralindustrie dahinter, wir versuchen jeden, der will, irgendwie nach Europa zu bringen, das kann es auch nicht sein. Dass dagegen die Italiener dagegen sind, ist klar. Jetzt zu Meloni selber oder italienischer Politik, da kenne ich mich zum Beispiel weniger gut aus, weil Italien habe ich noch nie massiv gemacht. Bei mir ist es prinzipiell so, dass ich das ist auch ein Fehler gewesen, postfaschistische Partei. Es gibt keine postfaschistische Partei, die Partei ist faschistisch oder sie ist nicht faschistisch. Und ich glaube, die Meloni-Partei, nach allem, was ich darüber sagen kann, ist nicht faschistisch, sondern sie hat sich von entscheidenden ideologischen Elementen des Faschismus gelöst. Aber Italien ist eine postfaschistische Gesellschaft, da hat der Faschismus schon mal regiert. Und in Ländern, wo schon mal der Faschismus wirkmächtig war, das ist auch egal, Italien, Kroatien, bla bla, ich vertraue dort der politischen Rechten null. Das kann ich schon mal gleich von vornherein sagen. In solchen Ländern, weil die immer irgendwie sich um diesen Kram rumdrücken. Das ist hier mit der FPÖ in Österreich genau dasselbe. Die mögen auch an der einen oder anderen Stelle, was Migration haben, die sein, die am meisten Recht haben. Grundsätzlich vertraue ich diesen Leuten nicht. In Schweden ist es ein bisschen anders. Da hat nie der Faschismus regiert. Und wenn du gesagt hast, die Deutschen sehen in Schweden so ein Bullabü-Land, dann sind sie sich ja eigentlich mit den Schwedendemokraten einig, weil wenn man sich deren parteipolitischen Äußerungen und Programmatiken durchliest, was die wollen, ist so, dass Schweden dasselbe, was die Sozialdemokraten in Schweden vor 50, 60 Jahren wollten, das wollen die Schwedendemokraten heute. Ich sehe darin jetzt nichts Besonderes. Also von den Schwedendemokraten sehe ich tatsächlich null Gefahr ausgehend. Ja. Sehe ich jetzt nicht. Und wenn die jetzt sagen, wir wollen härter durchgreifen gegen Kriminalität und mehr Leute, die keine schwedische Staatsbürgerschaft haben, wieder loswerden, dann kann das dem Land nur helfen. Genau. Ja, also wie gesagt, ich enthalte mich da jetzt einer politischen Bewertung. Ja. Ich lebe ja auch nicht in Schweden und ich lebe auch nicht in Italien. Eben. Aber es sind halt Symptome, die man eigentlich in ganz Europa auch beobachten kann. Auch mit der Wahl in Frankreich, wo eine Le Pen ganz knapp nur verloren hat gegen Macron. Was, glaube ich, viel mit ihrer Russland-Position zu tun hatte. Zumindest kam mir das so vor. Und aber es ist halt ein Symptom einer, ähnlich wie Brexit auch vor einigen Jahren schon, es ist halt ein Symptom einer generellen Müdigkeit gegenüber einer deutsch dominierten, ideologisch dominierten EU und gegen eine unregulierte Migrationspolitik und die Dänen haben das schon vor einiger Zeit erkannt. Da kam die Zeitenwende in Dänemark, kam nach dem Terroranschlag in Kopenhagen vor einigen Jahren, wo auch ein IS-Attentäter 4 Menschen ermordet hat. Und die Dänen, da gibt's auch Ghettos. Ich war ja auch mal in Kopenhagen und Norrebro, da gibt's Ecken, da sollte man nicht als Jude oder Schwuler rumlaufen. Und die Dänen haben das auch, da sind es ja die dänischen Sozialdemokraten, also eine linke Partei, die sehr stark regulierte Migration jetzt Migrationskurs halt fährt und ich finde das, ich kann auch da nichts Falsches dran entdecken und auch das ist wieder ein Ausdruck, da denke ich mir immer wieder, andere Länder, sogar die Schweden, schaffen es ja mittlerweile, diese Problematik zu erkennen und dagegen anzugehen. In Deutschland hingegen nicht. In Deutschland bleibt alles beim Alten. In Deutschland macht man sich Sorgen darum, dass halt die Italiener ihre eigene Souveränität durchsetzen, was ihr gutes Recht ist als souveräner Staat, dass man dann eben nicht mehr irgendwelche Deutschen, es sind ja diese ganzen Organisationen wie Sea-Watch oder CI und so, das sind ja immer Organisationen, wo sehr, sehr viele Deutsche mitmachen und immer auch Deutsche den Ton angeben. Carola Racke, da war nicht umsonst oder war nicht zufällig eine Deutsche oder ist nicht zufällig eine Deutsche. Nein, die in Deutschland als Heldin verehrt. So deutsch wird die AfD nie werden. Genau, so deutsch. Genau, maritime Gebirgsjäger, die in Italien bitte einreiten sollten, sagte mal Stefan Schmidt, der Ausländerbeauftragte von Schleswig-Holstein. Und das ist ja schon einige Jahre her. Aber es hat sich natürlich nichts geändert im Denken dieser Leute. Und jetzt kriegt man halt eben Angst, dass die Italiener halt eben ihr Recht auf Souveränität umsetzen.
Dafür pumpt man jetzt aber dafür 2 Millionen Euro Steuergelder in genau diese Organisation wie Sea-Watch, in diese zivile Seenotrettung. Also genau, und das und ich glaube, das liegt auch daran, man hat auch da diese völlig naive Vorstellung, dass jeder Mensch ein Recht hat, einzuwandern, egal wo der herkommt, und jeder Mensch ist erstmal gut, der flieht, und niemand flieht ja freiwillig, man guckt sich das auch gar nicht an, weil kein Mensch ist illegal. Auch da war die linke, linksradikale Szene auch immer schon Vordenker. In den 80er Jahren haben schon die revolutionären Zellen irgendwie ihre Antirassismus-Kampagne gemacht, da irgendwelche Asylbewerber, hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ich weiß nicht, wie das in den 80ern ist, haben sie damals schon Bomben reingeschmissen oder eben Ausländerbeauftragten ins Knie geschossen und so. Und das ist ja genau im Prinzip das, was wir heute auch haben. Offene Grenzen, no border, no nation Politik. Jeder darf reinkommen. Wir gucken uns gar nicht mehr an, wer einwandert. Die Bundesämter für Migration und Flüchtlinge sind völlig überfordert. Die Landesämter, die Kommunen sind völlig überfordert. Das wird gedeckelt. Wir hatten dieses Jahr noch deutlich mehr Migration als im Migrationssommer 2015. Und das ist einfach, diese Kommunen kommen teilweise an ihr Ende. Die haben wissen nicht mehr, was passiert. Also was macht, auf was für eine grandiose Idee kommen halt hochrangige deutsche Politiker, ausnahmsweise mal von der SPD. Dann geben wir halt diesen Leuten alle halt einen deutschen Pass und dann ist das Problem ja gelöst. Dann haben wir keine illegalen Flüchtlinge mehr hier. Dann sind die alle jetzt deutsch. So, ist doch super. Worauf das hinausläuft, wenn man sich gar nicht mehr anguckt, wer eigentlich hier einwandert. Ich weiß ja nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es so, wir hatten dieses Jahr auch, das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, das war beides eher zum Jahresende, die Morde in Ludwigshafen und jetzt der Mord in Illerkirchberg, das sind jetzt medial Fälle, die medial sehr repräsentiert wurden. Andere Fälle, Morde, Vergewaltigungen, Gewalttaten, das ist ferner liefen. Das ist so einfach so wie so eine, da hat man sich dran gewöhnt einfach. Das wird gar nicht mehr thematisiert, wenn es halt was unmittelbar mit einer sehr fragwürdigen Asylpolitik zu tun hat. Ich meine, Leute wie der Mörder von Ludwigshafen, ein Somalier, genauso wie der Mörder von diesem jungen türkischen Mädchen in Illerkirchberg und aus Eritrea, das sind beides Länder, wo ich sagen würde, da sind nicht die allerstabilsten Verhältnisse, das sind ganz knall. Es gab noch einen dritten Fall, der medial Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich beim Christopher Street Day in Münster. Ach so, genau. Wurde eine Transperson umgebracht, also durch einen Faustschlag oder zwei rückwärts umgekippt, Kopf aufgeschlagen, Gehirntrauma, ein paar Tage später tot. Stimmt. Ja, ich meine, das war ein Tschetschene. Ja. Ja, genau. Das muss ich mir auch ganz ehrlich fragen, was überhaupt Tschetschenen, gerade Tschetschenien ist auch so ein Land, wo die Leute, die daherkommen, fast immer Probleme machen. Ich kann mich nur erinnern, in Österreich gab es vor ein paar Jahren einen Mord bei mir um die Ecke, wo ein tschetschenischer Jugendlicher das Mädchen der Nachbarn 6 Jahre oder so einfach so umgebracht hat, um mal zu sehen, wie das ist, und in die Mülltonne geworfen hat und solche Dinge. Ja, ich habe einfach, man muss auch ganz klar sagen, ich glaube tatsächlich, weil ich grundsätzlich ja auch von der Linken komme und auch grundsätzlich sage, okay, Grenzen zumachen, Flüchtlingen nicht helfen und so, das ist ja für so reiche Länder nicht die richtige Antwort. Nein. Aber man muss sagen, bei der Islamfrage und die Art und Weise, wie es läuft. Also jeder kommt und man wird keinen mehr los und man guckt erst, wenn sie drin sind. Wer ist das überhaupt? Und dann werden 100 Instanzen ausgeschöpft. So läuft es ja nirgendwo anders eigentlich auf der Welt. Nein, so läuft es nur in Deutschland. Es läuft ein bisschen so mit der mexikanisch-amerikanischen Grenze, weil so riesig ist die Grenze und da bis heute keine Mauer gebaut wurde. Aber die meisten Leute, die da reinkommen, sind nun mal keine Islamisten, die andere in die Luft sprengen, sondern meistens Lateinamerikaner, die versuchen, Dollar für ihre Familie in Lateinamerika zu verdienen und sich irgendwie über den Arbeitsmarkt, natürlich dadurch auch mit nachteiligen Auswirkungen vielleicht für Teile der Bevölkerung, weil sie so billig sind und andere Arbeitskräfte verdrängen. Vielleicht, ja, also diesen Effekt hast du natürlich, wenn billig Arbeitskräfte einwandern. Aber im Großen und Ganzen sind das andere Leute. Das sind nicht Leute, wo du nachher diese ganzen Gewaltprobleme hast oder die einwandern, um dann nach 7 Jahren immer noch keine Arbeit zu haben und von Sozialleistungen zu leben oder wo der Staat die Wohnung bezahlt. All diese Dinge, wo man einfach sich fragt, warum? Also was ist sozusagen der Grund, warum man sich das reinholt? A und B natürlich das ganze bereits vorhandene Islamisierungspotenzial, dadurch immer neuen Nachschub bekommt. Du kriegst es nie hin, wenn immer wieder neue nachkommen. Das wird nie funktionieren. Das heißt also, man müsste eigentlich diesen Punkt machen, was die Schweden vielleicht vorhaben oder was die Dänen gemacht haben, dass man sagt, nee, da schieben wir jetzt mal einen Riegel vor und die Leute, die kommen, das müssen auch alles echte
und nachgewiesene Flüchtlinge sein. Und genau. Oder das ist in Deutschland ja, das Zauberwort heißt hier ja Fachkräfte. Also das ist natürlich Orwellscher Neusprech. Das ist natürlich klar, dass halt die, also du hast vorhin schon gesagt, ein Drittel der Syrer, Iraker, die 2015, 16 hergekommen sind, sind integriert in den Arbeitsmarkt. Von denen, die im Arbeitsalter sind, ja. Genau, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel und dieses ist einfach eine, das ist natürlich einfach eine Lüge. Also ich denke mal auch, reale Fachkräfte, also irgendwelche IT-Spezialisten aus Japan oder Korea oder Indien oder so, es gibt doch gar keinen Anreiz, nach Deutschland einzuwandern, weil die Steuerlast ist hier sehr hoch. Ja. Das bedeutet, wenn du halt gut verdienst, zahlst du extrem hohe Steuern. Du pumpst halt sehr viel Geld in einen sehr, sehr künstlich stark aufgeblasenen Sozialstaat, der wiederum Leute alimentiert, die nichts zu diesem Sozialstaat beitragen. Also ein Sozialstaat und offene Grenzen, das kann auf Dauer, würde ich sagen, das muss irgendwann implodieren. Das kann nicht funktionieren. Und Deutschland bietet aber sehr viel Anreiz für diese Leute einzuwandern, die halt nichts in den Sozialstaat, die nichts in den Sozialstaat einbezahlen. Und teilweise noch die wenigen, die qualifiziert sind, weil da habe ich auch aus dem Bekanntenkreis irgendjemand war mit einem Syrer liiert, der war Zahnarzt. Und den haben sie 1000 Hürden im Weg gestellt, bis er endlich mal als Zahnarzt arbeiten konnte. Ja. Und Zahnärzte. Ja, also, weil das kommt dann auch noch hinzu, dass die Deutschen sind ja so blöde. Ja, dann die meisten Leute natürlich haben keinen, die aus Syrien kommen, haben kein irgendwie europäischen Standards genügendes Bildungssystem. Aber wenn da jemand kommt irgendwie, weil er sagt, okay, in Syrien ist es halt arschgefährlich geworden. Ja. Aber ich bin Zahnarzt und habe teilweise auch im Ausland studiert und was weiß ich was, dass da irgendwelche Hürden dann aufgezogen werden, wenn die Leute eh schon da sind, anstatt zu sagen, na, ist doch super, dass du was kannst, dann mach das doch. Also ich meine, das kommt auch noch hinzu, dass sie auch so blöde sind dann mit vielen und alles so, also auch für die Leute, die einwandern, häufig scheiße. Also die Ukrainer waren ja auch teilweise dann frustriert und wollten was tun und ja. Da hat man dann halt dann wenigstens mal beschlossen, dass man irgendwie den Zugang zum Arbeitsmarkt schneller ermöglicht, weil halt so viele arbeiten wollten. Ja, ja, gut, immerhin. Aber ich sehe das in Deutschland auf jeden Fall, diese Asyl- und Migrationspolitik ist ganz, 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 ganz schlecht in Deutschland. Ja. Die ist wahnsinnig, also die ist mindestens sehr fragwürdig, nein, die ist einfach schlecht. So. Und ich sehe auch überhaupt nicht, dass das irgendwie geändert wird. Also ganz im Gegenteil, es wird ja alles immer noch schlimmer und noch irrer und noch mehr Anreiz halt für Leute herzukommen, die halt nichts beitragen, aber halt staatlich alimentiert sind. Und es wird weniger Anreiz geschaffen für Menschen, die tatsächlich was können und was leisten, wie der syrische Zahnarzt oder eben der indische IT-Techniker, so, die ja tatsächlich gebraucht werden. Es ist ja auch wirklich so, also ich krieg's ja auch mit. Ich bin ja, ich war jetzt diese Woche nochmal mit Ben Salomo arbeiten. Wir waren in so einem richtig abgehängten Kaff in Sachsen-Anhalt. Ins Herbst. Ja. Keine Ahnung, wie viele Leute da vor der Wende gelebt haben. Jetzt leben da irgendwie noch 12.000 oder so. Es ist auch keine schön, also es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schön da. Und natürlich, es gibt einen massiven demografischen Wandel, gerade in Ostdeutschland. Das ist ja ein Fakt. So. Ja. Den muss man irgendwie aufhalten. Das ist besorgt aber auch, also es gibt ja hier Regionen, wo einfach es gibt keinen Anreiz. Warum sollte ich nach Zerbst ziehen? Es gibt dort keine Industriestand, es ist kein Industriestandort. Es gibt auch keinen, es gibt nicht mal irgendwie wie den Kleinstadtoligarchen, der halt irgendwie das große Kaufhaus besitzt, wo halt irgendwie mehrere tausend Einwohner des Ortes halt beschäftigt sind. Das gibt's ja auch nicht. So, was macht man dann? Also auf die Idee sind ja auch schon andere Leute wie Schäuble gekommen. Wir müssen was gegen die Überalterung gegen den demografischen Wandel tun. Also ja, dann machen wir die Grenzen auf und dann wird das halt aufgefüllt, aber mit Leuten, wo man sich angucken sollte, wer denn da kommt. Und das passiert halt nicht mehr. Also man weiß einfach auch gar nicht, da kriege ich auch wieder den Boden zu Ella Kirchberg und Ludwigshaft, man weiß einfach gar nichts über diese Leute. Man weiß einfach gar nicht, was das für Leute sind. Die kommen irgendwie hierher und dann stellen die vielleicht einen Asylantrag, vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie dann erstmal Monate oder jahrelang in irgendeinem Asylbewerberheim eingepfercht, so, es ist ja auch einfach, man vegetiert da halt irgendwie dumm vor sich hin, niemand beschäftigt sich mit diesen Leuten, niemand guckt, was das halt für teilweise hochtraumatisierte Leute sind, oder sind das vielleicht Leute, die in anderen Ländern schon massive Straftaten begangen haben, wie Anis Amri, der vorher schon in Griechenland zum Beispiel Verbrechen begangen hat, der hier trotzdem problemlos einreisen konnte, auch bei dem Typen aus Eritrea, der das Mädchen da umgebracht hat, ich glaube, der bei dem war nichts bekannt, so, bei dem war, glaube ich, nichts bekannt, aber bei dem Mörder von Ludwigshafen, wenn halt ein 25-Jähriger zwei 12- und 13-jährige Kinder hat, dann würde ich sagen, stimmt irgendwas mit dem Alter nicht, also irgendwie ist, man hätte schon drauf kommen können, dass es da vielleicht Unstimmigkeiten gibt und warum ist so jemand hier? Warum muss es so weit kommen, dass jemand so durchdreht und zwei Menschen auf offener Straße absticht, die nichts getan haben?
jemand eine Hand abhackt und dabei Allahu Akbar schreit, weil er irgendwie wütend ist, dass er seine Kinder nicht sehen durfte. Ich glaube, aus gutem Grund durfte er die nicht, hat seine Ex-Freundin ihm scheinbar. Und da frage ich mich, wie kann das halt sein? Und warum wird das weiterhin einfach völlig ignoriert und nichts geändert an dieser Asylpolitik? Ja. Das ist einfach warum leider. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die sind völlig vernagelt, glaube ich. Ich glaube, in Deutschland ist es einfach, das ist etwas, was zwar, glaube ich, viele wissen, aber wo einfach sich auch keiner traut, überhaupt das Thema anzufassen. Genau, und ich sehe auch nicht, dass das sich hier ändern wird. Ich glaube auch nicht, also selbst wenn. Und wenn wir, du sagst, halt demografischer Wandel in so Orten wie Zerbst, du kannst ja doch heute keinen Menschen aus irgendeinem Land nehmen und in Zerbst ansiedeln. Das funktioniert doch gar nicht. Nee. Du kannst diese Leute, die werden in die Städte gehen, wo eh schon keine Wohnungen sind und so weiter. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Ja, also wir sagen, wir kompensieren das alles durch Migration. Ja, aber es ist doch so, dass aufgrund dieser Tatsache, aufgrund der demografischen Entwicklung, einfach bestimmte ländliche Regionen in Deutschland sterben werden. Und sie verdienen es auch zu sterben. Kein normaler Mensch sollte in Zerbst wohnen müssen. Ja, ja, und da würde ich auch keine neuen Leute mehr ansiedeln. Das würde ich auch gar nicht tun. Ich würde das, was du machen kannst, ist noch abwickeln, das, was noch da ist. Oder dich darum kümmern, dass die Leute, die da wohnen müssen oder die da auch arbeiten, dass die noch einigermaßen dort einigermaßen vernünftig weiterleben können. Aber halt groß darum zu sorgen, dafür zu sorgen, dass da noch mehr Leute hinkommen. Nein, die jungen Leute werden dort eh weggehen. Das Problem ist tatsächlich, dass du durch dieses Sterben solcher Regionen natürlich noch mehr diesen Druck auf die Städte hast. Ja, ja. Wo man sich das Wohnen nicht mehr leisten kann und wo auch die meisten Arbeitsplätze sind und wo du auch eigentlich überhaupt nur Leute überhaupt irgendwie integrieren könntest, also dadurch noch mehr Leute dorthin kommen müssten eigentlich. Ja. Das ist halt auch teilweise das Problem mit diesen Asylbewerberheimen. Die werden auf irgendein Kaff draufgestopft. Die Leute dort, denen wird gesagt, ihr müsst jetzt damit leben. Ja. Und wenn ihr Angst habt, dass eure Tochter da vorbeigehen muss, dann seid ihr rechts und so. Genau, genau, genau. Ja, also das ist halt alles absurd. Es ist absurd, ja. Es sind noch weitere Dinge passiert. Unter anderem so, also die Dokumenta. Stichwort Dokumenta. Müssen wir gar nicht. Ich habe eine ganze Folge mit dem Jonas Dörge dazu gemacht. Die geht über zwei Stunden. Da ist alles dazu gesagt worden. Es gibt in der aktuellen Barmer, glaube ich, mindestens 4 Texte zur Dokumenta. Ja. Da ist eigentlich im Prinzip alles gesagt worden. Ich finde nur, das ist auch wieder ein Symptom einer Gesellschaft, in der wir mittlerweile leben, die mir immer weniger gut gefällt und immer weniger mit dem Westen zu tun hat, sondern irgendwie, also es ist einfach eine Gesellschaftsform mittlerweile, die darauf zielt, die Errungenschaften des Westens abzuschaffen. Ja. Und die Dokumenta ist der eines der Symptome dieses Jahr dafür, fand ich, weil es ist halt, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch als die bedeutendste Kunstausstellung der Welt gilt, aber die Dokumenta ist eigentlich eine der relevantesten Kunstausstellungen der Welt. Mich hat die noch nie interessiert, aber ist ja nun mal so. Und dass es dort nun, man hätte alles im Vorfeld wissen können, aber dass es dort zu antisemitischen Manifestationen kam, wollte man erst dann wahrhaben, als schon alles zu spät war. Und auch dann hat man auch da so rumrelaviert. Man hat sich relativ schnell auf dieses eine riesige antisemitische Schaubild da fokussiert. Ja. Das wurde dann erst verdeckt und dann abgehängt. Aber dann war die Sache irgendwie auch gut irgendwie. Und dann kam immer mehr raus und immer mehr raus und noch eine antisemitische Karikatur und hier noch ein antisemitischer Film. Ja. Oder da irgendwie ein Film, der von irgendwelchen linksradikalen Antisemiten gedreht wurde. Also das ist alles, sagen wir, eher unglücklich gelaufen. Es war schön, dass es dann doch eine relativ große, breite gesellschaftliche Debatte gab. Ich habe sogar auch einen ganz guten Artikel von Sascha Lobo gelesen. Man kann ja auch mal die Feinpresse auch mal loben, wenn sie mal irgendwas Gutes veröffentlicht. Also der Lobo schreibt ab und zu mal ganz vernünftige Artikel, schreibt auch viel Mist. Aber da hat er mal einen ganz guten Artikel dazu geschrieben. Es gab Rücktrittsforderungen an Claudia Roth. Das, was, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht möglich gewesen wäre. Das stand in der jüdischen Allgemeinheit. Die ist ja Kulturministerin. Ja, die ist ja Kulturstaatsministerin. Genau, also sie hat doch eine direkte Verantwortung. Ja. Das ist wirklich eine Lachnummer. Das erinnert an dieses Bonmot von Wolfgang Port, der mal über diesen Begriff der Kulturnation geschrieben hat, dass ja ein Treppenwitz wäre, dass die Nation sich über das definieren sollte, was die Leute am wenigsten besitzen. Ja, und, und genau daran muss ich denken, wenn ich höre, Claudia Roth sei Kulturstaatsministerin. Ja, also. Das ist wirklich ein reiner Treppenwitz. Aber genau, aber tatsächlich ist dieses Ding, und das ist halt etwas, was ich ganz gut fand, dass wir das ja auch gerade bei der Bahamas, um das Blatt auch noch einmal zu erwähnen, drauf hatten diesen Slogan, der globale Süden. Mhm. Weil das der die Schiene ist, über die vieles läuft, das hat man halt gern gesehen bei einem weiteren Ereignis, weil wir wollen ja nicht so viel über die Dokumente reden, nämlich die WM in Katar.
Das war so ein bisschen die WM des globalen Südens. Die Deutschen, die da hinkommen nach Katar und den Leuten da erklären wollen, wie das jetzt zu laufen hat. Und dann halt irgendwie als halbgares Zeichen mit so einer peinlichen One-Love-Armbinde auflaufen wollen, der Kapitän. Das geht natürlich gar nicht. Da wird mit Punktabzug gedroht. Aber der globale Süden, der dort reüssierte in Form des marokkanischen Teams, immer mit seiner scheiß Palmi-Fahne. Ja. Tausendmal durften sie die hochhalten. Das war der FIFA völlig wurscht. Und das ist die Schiene, über die es auch bei der Documenta gelaufen ist. Das ist der globale Süden. Für den globalen Süden gelten ganz andere Maßstäbe. Das sind halt irgendwie Unterdrückte und Opfer des Westens und so. Dieses Ding, was halt sehr, sehr viel zu tun hat mit diesem Post-Colonial Studies Unwesen, was seit Jahren in der Akademie vor sich hin west. Ja, und der Genozidforscher, alles ist Genozid, ja, und alles ist eigentlich ungefähr Auschwitz gewesen, alles ungefähr dasselbe. Da west dieses Unwesen auch vor sich hin. Und über diese Schiene dürfen dann irgendwelche Hardcore-Antisemiten halt die Documenta kuratieren, weil die kommen ja aus Ländern des globalen Südens wie Indonesien und wie islamistisch und menschenunfreundlich es dazugeht, das will man halt gar nicht so genau wissen. Nö. Und genau. So ist es dann halt auch mit den Marokkanern bei der Fußball-WM, der sympathische Underdog aus Afrika, alles in Europa ausgebildete Spieler, Leute, die halt vom Westen profitiert haben ohne Ende, und was halten sie hoch? Die palästinensische Flagge. Ja. Also wirklich, also eine Widerlichkeit, damit hat man eigentlich zu dieser WM auch alles gesagt, ja, wo gesagt wird, ja, ein politisches Statement hier gegen den Gastgeber Katar, hier mit eurer Armbinde, wo nur One Love und ein paar Farben, zwar nicht meine Regenbogenfahne, und der Kapitän kriegt sie irgendwo versteckt am Arm. Nein, ein politisches Statement, das geht überhaupt nicht. Aber die palästinensische Flagge ständig hochzuhalten, das ist kein politisches Statement. Das ist kein politisches Statement, das ist Folklore. Oder normal. Genau. Ich habe auch gestern oder vorgestern schickte mir auch ein Freund noch irgendeinen Taz-Artikel wieder zu, wo auch gesagt wurde, dass das ist doch eine tolle Solidarisierung. Wenn du immer denkst, es gibt ja wirklich immer noch diese Artikel, wo halt immer noch irgendwie genau dieser ganze Quatsch halt gerechtfertigt wird und wo immer noch irgendwas drinsteht mit Besatzungsmacht und Siedlerkolonialismus in der Taz. Ja. Genau, und da wurde es natürlich sehr abgefeiert und es hieß, die Marokkaner hätten jedes Recht der Welt, die palästinensische Flagge zu zeigen, und das ist doch toll. Und genau, naja, gut, zur WM gibt es auch eine komplette Folge mit Alex Feuer, die kann man sich auch reinziehen. Heute ist das Endspiel. Was tippst du? Also, wenn die Folge draußen ist, ist schon klar, wer die WM gewonnen hat, aber was jetzt gerade werden wir auch noch. Ich muss mich als Fußballexperte im Vorhinein erweisen. Was tippe ich? Ich habe wenig Fußball geguckt, ein bisschen habe ich geschaut. Ich denke, dass Frankreich gewinnt. Ich denke auch. Oder ein solides 1-1. Das wäre doch was. Ja, nur, dass ein WM-Finale nicht unentschieden ausgehen kann, dann ging es bis zum Elfmeterschießen. Ja, nein. Das wäre auch nicht auszuschließen, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die Franzosen insgesamt die etwas stabilere Gesamtmannschaft haben, und deswegen sage ich jetzt einfach 2-1 für Frankreich. Halte ich auch für, ja doch. Ich stimme dir zu. Ich war auch auf Frankreich macht. So, Argentinien auch stark war, aber naja, ja, zur WM, keine Ahnung. Ich habe da auch nichts, ist auch alles zu gesagt im Podcast mit Alex, den ich mit Alex Feuert gemacht habe. Ich fand es nur noch mal bemerkenswert, das möchte ich auch nochmal zitieren, Herrn Habeck auf die Frage, ob er das denn machen würde mit der Armbinde, und er sagt, ja, er wird es riskieren. Und das ist dann derselbe Mann, das Bild kam ein paar Tage später, der so, das Bild ist schon ein bisschen älter, wo er so ganz devot so einem Emir da aus Katar die Hand reicht und danke, dass wir jetzt eure teures LNG-Gas kaufen dürfen. Hey, bei Putin, Katar, also dann kannst du auch direkt bei Putin weiter einkaufen, weil ich glaube, in Katar ist es sogar, ich glaube, das ist sogar noch tyrannischer als in Putins Russland. Auch da wieder die Doppelmoral, die grüne Heuchelei und Doppelmoral, es ist einfach unvergleichbar. Ich finde das mittlerweile eigentlich fast, also ich reg mich gar nicht mehr darüber auf, ich finde es eigentlich nur noch witzig. Ich denke mir, macht doch einfach weiter so, bitte macht weiter so, komm. Damit alle Leute es sehen, und es können ja alle Leute sehen. So. Es war tatsächlich so das Bild der WM, wie diese Mannschaft da stand, schon mit zugehaltenem Mund. Peinlich, es ist so peinlich. Also es war sowohl so atypisch für die Deutschen und ihre Art, B, typisch für die deutsche Corona-Politik, immer was vom Mund tragen. Das ist aber, nicht bei der, die Hand, aber nicht bei der Nase. Unverantwortlich. Die Nase auch noch zudecken müssen mit der Unverantwortlich. Hand. Mitten in einer Pandemie nicht die Nase bedecken. Unverantwortlich. Ja. Also es war auch ein Symbolbild dafür. Es war so, auf so dermaßen vielen Ebenen. Es war ein Symbolbild dafür, dass man sich
ja, auch zu sagen, also dass auch immer das vermischt wird, die Ebenen. Ja, also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, ja, irgendein bekloppter Fußballspieler wie Neuer und Goretzka, die sich da so das waren doch die einzigen beiden. Haben und der Goretzka auch schon mal gegen Ungarn irgendwie den Fans verscherzt. Ja, ja. Und so. Ach, diese Leute, ja, also für mich ist auch das klassisch für Deutschland, ist eigentlich auch diese, dass immer die Ebenen so vermischt werden. Das sind Sportler, die sollen Sport machen. Und ja, wenn irgendwelche korrupten Funktionäre die Sport-WM nach Katar verkaufen, dann ist das ja nicht deren Schuld, sondern das sind immer noch Sportler, die 10 Jahre später Sport machen und die sollen da hingehen, auf ihren Sport konzentrieren und Sport machen. Also es ist eigentlich so ein klassisches Go Woke, Go Broke oder so Beispiel. Die Deutschen haben sich die ganze Zeit mit diesem Scheiß beschäftigt, sind gleich prompt ausgeschieden. Also eigentlich fand ich das sehr, sehr erfreulich, ja, weil sich damit was haben Fußballer damit zu tun. Es wird immer, aber in Deutschland wird das von jedem Menschen immer verlangt. Er muss zu allem ein Statement abgeben. Da würde ich als Sportler sagen, ich habe dazu eine Meinung, aber ich bin Sportler, mache jetzt Sport. Ja, es ist sich auch und so. Und es waren ja auch nur Neuer und Goretzka. Ja, auch wie du es gesagt hast, der Habeck sagt, die deutsche Nationalmannschaft soll ein Zeichen setzen. Und gleichzeitig geht er nach Katar und macht den Bückling. Genau. Weil er das Gas haben muss. Ja, genauso wie der aber das Gas haben muss, weil sonst in Deutschland nicht die Industrie nicht weiterläuft, müssen halt Sportler ihren Sport machen. Das ist halt ihr Beruf. Dann machen sie halt Sport und beschäftigen sich nicht mit der Menschenrechtslage in Katar oder können sich privat damit beschäftigen, brauchen sich dazu nicht zu äußern. Also diese Vermischung der Ebenen, die Politik muss sich darum kümmern. Und man muss vielleicht aufklären, wer hat sich da bestechen lassen und warum ist die FIFA so ein korrupter Verein? Da müsste man halt mal öfter die denen die Tür eintreten und alles durchsuchen und die Leute in den Knast sperren, wenn sie sich da so wie so eine Gangsterbande bereichern an so Staaten wie Katar. Okay, aber das ist ja nicht, also das sind halt wiederum, das wäre dann wiederum eine Aufgabe der Justiz, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und deswegen. Genau. Das ist halt was, was in Deutschland nur so hochgehängt wurde. Und die anderen Länder haben sich auch zu Recht darüber lustig gemacht. Ich fand das Foto von japanischen Fans auch so, nachdem die Deutschen dann gegen Japan verloren hatten, die fand ich das Foto von den japanischen Fans richtig gut, wo sie dann auch so sich darüber lustig gemacht haben. Ich habe sogar kurz meine Sympathie für Katar entdeckt, weil ich dachte, die deutschen Nerven gehen mir so hart auf die Nerven. Wenn die noch weitermacht, dann bin ich pro Katar. Dann sage ich, ich liebe Katar, mach die Olympiade da auch noch und die nächste WM, alles nur noch in Katar, bitte. Gut, so weit geht es da nicht, aber es gab aber auch so ein schönes Bild von so Kataris, die dann, ich glaube, das waren sogar Scheichs oder Emirs da irgendwie aus der Herrscherfamilie oder sie auch so, als die Deutschen, als es klar war, dass die Moral, weil immerhin sind sie Moralweltmeister, immerhin sind die Deutschen das, da sind sie ganz, ganz stark mittlerweile. Fußball, das ist alles eine Katastrophe mittlerweile, aber vor 8 Jahren noch Weltmeister, wenn da diese zweite WM in Folge, würde ich in der Vorrunde nach Hause fahren müssen, weil sie es nicht gebacken kriegen, irgendwie gegen eine Mannschaft wie Japan, die eigentlich, das sind halt eigentlich Underdogs, so, zu gewinnen. Gut, Pech. Und dann gab es so ein schönes Bild von so hochrangigen Kataris, die dann auch so und dann so auch, als ich auch nochmal über die deutschen Liste gemacht habe, dachte ich, oh gut. Ja, genau. Ihr kommt hier hin, ihr fahrt nach Katar, wollt halt den Leuten alles erstmal erklären, wie das zu laufen hat. Dann zieht ihr trotzdem alle den Schwanz ein, traut euch nicht, weil es eventuell eine gelbe Karte geben könnte. Und das will man ja lieber nicht. Und dann heult ihr halt rum und im Nachhinein, ich fand es ja einfach großartig, was da immer noch nach und nach rauskam, dass eigentlich nur Manuel Neuer und der Goretzka, das waren die einzigen beiden, die da wirklich ganz doll massiv gesagt haben, wir müssen das jetzt machen und alle anderen eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß und es gab richtig viel internen Streit. Und ich soll einfach sagen, lasst mich doch einfach mit der Scheiße in Ruhe. Jeder weiß, was Katar für ein Drecksregime ist, was das für ein Islamistennest ist. Jeder weiß, was die FIFA für eine korrupte Bande ist. Das ist auch jedem, das ist auch einem hochbezahlten deutschen Nationalspieler klar. Aber warum? Ja. Wie du es auch gerade gesagt hast. Warum? Ja, vor allen Dingen sich da mit 11 Leuten so hinzustellen und sagen, ja, wir setzen jetzt ein Zeichen. Wir sind jetzt so unterdrückt von der FIFA. Die Hand vor den Mund in dieser 11, die sich da hingestellt hat, um diese Hand vor den Mund Zeichen zu machen, war Ilkay Gündoğan war vor der letzten WM, hat er sich ablichten lassen mit Erdogan. Genau. Ja? Der zweite, der da war, Antonio Rüdiger, hat irgendeinen Islamisten immer abgeliked, der so dem Macron Stiefel ins Gesicht hauen wollte. Da mit so einem Post, ja, also so ein pro-islamistische Post gefeiert. Ja. Mit diesen Leuten willst du jetzt irgendwie ein Zeichen setzen für Menschenrechte? Wenn du ein Zeichen setzen willst für Menschenrechte, dann sag, mit Ilkay Gündoğan und Antonio Rüdiger stelle ich mich aber nicht in eine Mannschaft. Wenn du ein Zeichen für Menschenrechte setzen willst, schmeißt du erstmal die Islamisten aus eurer eigenen Truppe raus. Ja? Genau, ja. Also, ich meine, dann fang doch erstmal zu Hause an. Oder du sagst, wir machen Fußball und dann spielt halt der da spielt und wir spielen halt, wo
die korrupten Scheißfunktionäre das Zeug hinverkaufen. Weil, dass das plötzlich bei der WM in Katar jetzt so aufkam, das liegt, glaube ich, auch an der allgemeinen Hypermoralisierung in Deutschland, weil meiner Erinnerung nach gab es Olympische Spiele in Peking oder so und es gab Winterspiele in Sotschi und es gab die letzte WM in Russland schon, als alles schon auch klar war, was da so läuft. Und es wurde alles überhaupt nicht so hoch gehängt oder es wurde da auch drüber gesprochen so, aber auf einem anderen Ausmaß. Es hat nicht plötzlich alles dominiert und die Sportler mussten nicht alle jetzt ein Zeichen ihrer Tugendhaftigkeit setzen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich absurd finde. Ja, aber auch da bewahrt es sich wieder, go woke, get broke. Es ist einfach so. Das ist auch diese ganze WM- und EM-Euphorie, die es ja von 2006 bis 2016 gab, die ist völlig weg. Das hat natürlich auch jahreszeitbedingt was zu tun. Ich glaube, im Sommer wäre, wenn es im Sommer gewesen wäre, wären hier auch schon die Public Viewing-Hallen wäre wahrscheinlich auch voll gewesen, aber es ist einfach nicht mehr es ist nicht mal annähernd mehr vergleichbar, diese Deutschland-Euphorie, die es in den 10 Jahren zwischen 2006 und 2016 gab. Und das kommt auch nicht wieder, weil die Leute, auch die Mehrheit der Fußballfans, und zwar nicht aus irgendwelchen homophoben oder rassistischen Gründen, einfach keinen Bock hat auf diese ideologische Indoktrination. Die wollen ein gutes Fußballspiel sehen, wollen ihre Mannschaft anfeuern. Und gut ist, also ich entdecke sogar jetzt mittlerweile, einfach weil es jetzt noch bekloppt, ich habe das ja mal gehasst, diese WM und EM und diese Deutschland-Event-Fans, wie schwarz-rot-goldene Horden, wie alles im Gesicht, wie mit schwarz-rot-geil und dann ihre nervigen, hupenden Autokorsos und irgendwie ihre Massen-Events und alle sind, wir sind jetzt das bunte, aufgeklärte, friedliche, weltoffene, ökologische Deutschland und darauf können wir auch endlich mal stolz sein. Das ging mir immer auf die Nerven, aber ich entdecke fast schon meine Sympathie mittlerweile im Nachhinein für diese Event-Fans, wenn ich mir das jetzt halt angucke. Wie kaputt diese Deutschen. Ich meine, damals haben die Deutschen wenigstens auch guten Fußball gespielt. Das kommt ja auch noch dazu. Damals war das wirklich ein gutes Team einfach. Das können sie auch nicht mehr. Einmal das und es war damals noch, ich habe es nämlich so ein bisschen erlebt, weil manchmal, ich hatte eine Zeit lang, als ich woanders gewohnt habe für 2 Jahre, hatte ich halt über Fußball so Freunde kennengelernt. Ja. Und die haben auch immer viel geguckt. Und da war ich auch mal bei irgendeiner größeren Veranstaltung mit Deutschland-Fans. Und tatsächlich war es so, und das war bei der WM 2010, aber tatsächlich war es so, dass mein Eindruck war ganz eindeutig der, dass diese Begeisterung damals, die Mannschaft spiele guten Fußball, irgendwie, und die Leute trugen auch so Deutschlandfahnen, aber sie trugen das so, wie man es vorher von Vereinsfahnen kannte. Es war nicht dieser deutsche Überbau dran. War ein Schritt in Richtung Normalisierung eigentlich, würde ich das rückblickend fast sagen. Genau. Es gab natürlich auch diese anderen Leute, die da mitgefahren sind, aber viele von diesen Hardcore-Deutschnationalen haben das gar nicht gefeiert, muss man halt sagen. Die haben das überhaupt nicht gut gefunden, weil da waren dann auch so Leute mit Migrationshintergrund in der Mannschaft und es wurde ihnen auch zu sehr eventisiert und da fehlte das eigentliche Deutsche. Das fehlte ihnen dabei. Und das war das Gute daran, dass das eigentliche Deutsche dabei wenig eine Rolle spielt, sondern man irgendwie Deutschland, Deutschland gerufen hat, aber ohne über alles und so, war eigentlich gar nicht mehr dabei. Muss man, also fast. Genau. Ich kenne mich auch so einen alten Artikel von Dennis Yücel, der gesagt hat, na, jetzt entspannt euch doch mal, es ist keine faschistischen Massenaufmärsche und der ist eigentlich auch. War wie in anderen Fußballländern auch. Es war wie in jedem anderen Fußball in England oder sonst wo und eigentlich Miesmacher waren eigentlich nur irgendwelche Linksradikalen mit ihrem Forum aus und hier Fähnchen am Auto abreißt, Kampagnen gab es da peinlich und die anderen Miesmacher waren irgendwelche überzeugten Rechtsradikalen, die halt das nicht gut fanden, dass halt jetzt mit Patrick Omoyela, der schwarz ist, dass der jetzt auch im Nationalkader drin ist. Da gab es damals von der NPD noch so einen WM-Terminplaner, wo halt vorne auf dem Cover war halt die Rücknummer von, ich weiß nicht, welche Nummer der Omoyela hatte. Also es war halt nur das Trikot mit der Rücknummer zu sehen, aber nicht der Kopf. Und da drüber stand weiß, nicht nur eine Trikotfarbe. Und das hat der NPD auch schon nicht gepasst, dass da jetzt auch Schwarze halt im Kader sind. Ich glaube, es war sogar der erste schwarze Spieler, der für die Deutschen spielen durfte. Natürlich war das halt nicht mehr die Hau drauf, Mannschaft von 1990, die in Italien einmarschiert ist und gewonnen, den Sieg nach Hause geholt hat. Es war einfach auch da ein anderes Team und ich kann im Nachhinein, es ist. Wobei man ja auch immer diese Sachen, das war ja auch immer mehr Ideologie als alles andere, die Deutschen sind so diese reinen Hau draufs. Die hatten damals auch schon eine ganze Reihe richtiger Fußballspieler. Das vergewirrt man manchmal im Nachhinein immer so ein bisschen so auch verklärt. Das ist auch so ein Mythos. Die Deutschen waren immer die großen Zweikämpfer und so. Na, es wurde halt in Deutschland zwar immer physisch gespielt, aber die hatten halt immer auch richtige Fußballer dabei. Ja. Und deshalb
Da ist halt auch, aber vieles davon wurde halt eine Zeit lang etwas angenehmer. Und jetzt mit dieser WM in Katar ist jetzt wieder der Durchbruch erreicht in Richtung, die Deutschen sind wieder die Deutschesten von allen. Ja. Und jetzt aber in dieser Hinsicht, dass sie halt die sind, die meisten politischen Statements und Moralapostel sich da aufspielen, genau, wo es nicht gehört. Das ist eigentlich typisch deutsch heutzutage. Das jo. Deswegen... Das war halt auch nochmal so ein, also für mich war es auch nochmal wirklich so ein Paradebeispiel dafür, wie halt die Woken alles, wo sie sich einmischen, verderben. Genau, ist so. Also wer hat denn da noch großartig Spaß gehabt, sich das anzugucken, dieses peinliche Kasper, dieses unwürdige, peinliche Kasperle-Theater. Und da wirklich hat meine Sympathie für die japanische Mannschaft entdeckt, die sind halt nicht so. Also die sind null Woke, die haben vernünftigen Fußball gespielt und es hat Spaß gemacht, den zuzuschauen. Schade, dass es nicht so viel weitergeschaltet. Ich gucke auch gerne den Holländern zu. Eigentlich bin ich auch traditionell immer pro England. Nur ja. Leider, die Engländer machen das auch mit ihrem scheiß Knien, Niederknien, das machen sie dann auch. Ja, weil ich aber da wieder dachte. Da sind noch die nächsten, ne? Ja, also bei den Engländern ist es einfach auch natürlich, ist es einfach, sie schaffen es nie übers Viertelfinale hinaus. Es ist, sie fliegen da immer raus und das war's dann. Immer so, hat es was mit Elfmetern zu tun. Ja. Ja. Selbst jetzt, wo sie gut sind, ja. Sie hatten halt auch ein bisschen Pech, jetzt gegen Frankreich schon im Viertelfinale zu spielen, haben auch ein ganz gutes Spiel gemacht, aber ja. Ja. So ist das halt. Genau, genau. Naja, das zur WM. Aber ja. Wie gesagt, es hat ja jetzt zum Jahresende auch nochmal so richtig, also das war ja wirklich nochmal so einiges, ging ja nochmal ab. Also WM und diese Gasdeal mit Katar, der dann da klar gemacht wurde und die Morde in Ludwigshafen und wie ist denn das? Illa Kirchberg, genau. Und ja. Und diese Razzia gegen die größte, also gegen diesen Operettenputsch, der da stattfinden sollte. Oh. Das ist was, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf einzugehen, weil das ist eine Shitshow sondergleichen. Das ist rein ideologisch motiviert. Also, und das führt ja jetzt auch dazu, dass Frau Fräser die Beweislast umkehren möchte, gerne damit angeben. Das hat sie schon vorher angekündigt, ja. Das hat sie schon im März angekündigt, aber jetzt kommt. Endlich gibt es den Anlass, das zu machen, damit halt dann die bösen Verfassungsfeinde schnell und unkompliziert entfernt werden, weil es liegt ja auf einmal an dir. Ein falsches Like auf Instagram hinterlassen bei einem Artikel von Tichys Einblick, zack, bist du raus. Das ist so. Pech, ja, wenn an dir ist nachzuweisen, dass du kein gegeben hätte. Also es gibt ja dieses Bonmot, das halt auf viele Sachen angewendet wird. Wenn es diesen Putsch nicht gegeben hätte, hätte die Regierung ihn erfinden müssen. Ja. Nur, dass es in diesem Fall so war, dass sie ihn erfunden hat. Und nach allem, was ich jetzt bisher, ich werde mich da noch weiter zu einnehmen, weil ich glaube, man kann viel an dem Staatsverständnis, was derzeit in Deutschland ist, an diesem Putsch tatsächlich zeigen. Ja. Ich werde mir das auch nochmal genauer ansehen. Ich habe es mir nicht so genau angesehen. Aber dass diese paar Hanseln dort einen realistischen Putschplan gehabt haben, oder dass jetzt, ist ja sogar etlichen seriösen Medien, also als seriös geltenden linken Medien wie der Berliner Zeitung oder so, aufgefallen, dass das kein Putsch war. Ja, also, aber. Das Ding ist halt häufig, solche Dinge funktionieren über die Narrative, die an den ersten zwei Tagen in den Äther geblasen werden. Ja. Und an den ersten zwei Tagen war Alarm, Alarm, Putsch, Putsch, bla bla. Und da wurden alle so aufgeschreckt, dass man natürlich jetzt irgendwie mit dem Thema noch punkten kann. Diese Aufarbeitung, was da jetzt tatsächlich war und dass die drei Schreckschusswaffen und irgendwas hatten, das wird dann am Ende hinten raus keinen mehr interessieren. Ja. Und aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem hinterher räumen muss, weil natürlich ist diese ganzen Punkte, die damit einhergehen, was du auch gesagt hast, Beweislastumkehr, Druck gegen jeden, der irgendwie als rechts gelten könnte und so weiter. Genau. Das ist klar, dass das sich anhand solcher Sachen immer weiter verschärft und damit auch die Zustände insgesamt antidemokratischer werden. Also muss man hinterherräumen, aber ja. Ob das dann die meisten Leute, die interessieren sich ja schon heute für den Putsch nicht mehr. Ja. Also dafür, dass das so, dass wir jetzt fast einen Staatsstreich erlebt hätten und Scholz fast gestürzt worden wäre, ist das Thema schon wieder ziemlich schnell beendet. Diesem Rentnerfürsten, diesem Rentnerprinzen dann als neues oberstes Staatsoberhaupt und das ist fast so geil wie diese, also es ist eigentlich genauso geil wie diese Terroroma, diese 75-Jährige, die dann Lauterbach, die war der ideologische Kopf einer Bande, die Lauterbach während einer Live-Talkshow entführen wollte. Ja, wie gesagt, ich denke mir, diese Leute wünschen es sich ja herbei. Sie wollen es ja. Gott sei Dank gibt es dann doch so ein paar durchgeknallte Reichsbürger, die dann wirklich da glauben, mit einem Luftgewehr die Revolution machen zu können oder irgendeine
Oma, die im Telegram-Chat irgendwie wahrscheinlich unverschlüsselt gesagt hat, den Lauterbach müsste man mal entführen. Gott sei Dank gibt's diese paar Spinner, ja. Und Gott sei Dank gab's ja auch einen Attentäter von Hanau oder Halle. Dann gibt's dann doch, das gibt's dann mal, irgendwo passiert es dann mal doch, dass irgendwelche durchgeknallten Rechtsradikalen Menschen töten. Diesmal ist das aber nicht passiert. Dementsprechend mussten sich das dann irgendwie wirklich, müssen es so groß machen medial, dass das irgendwie ins Narrativ passt, dass die große Gefahr immer weiterhin nur von rechts kommt. Und, Das ist der Punkt. Ich glaube, also ich meine, wenn du siehst, also einzelne Rechtsradikale, Breivik, Ballett und wie die alle heißen hier, Hanau, den Namen habe ich schon wieder vergessen zum Glück. Ratchen ist genau. Diese Leute sind ja gefährlich. Und wenn die jetzt jemanden auffinden, der irgendwie irgendwelche Pläne hat oder irgendwelche Waffen, dann sollen die mal schnell dahin gehen, den die Tür eintreten und den einsperren und nicht wieder rauslassen. Genau. Das ist mir auch völlig recht, aber jetzt so zu tun, als wäre das jetzt der Putsch. Also ich bitte auch nicht. Also wer glaubt diesen ganzen Scheiß, das sage ich mir wirklich. Ja, vor allem ein Putsch, der ja, also wenn das schon, es ist glaube ich wirklich die größte Antiterror-Razzia der Geschichte der Bundesrepublik, das, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das heißt, es war mehr Polizei im Einsatz als 1972 zur Rasterfahndung der RAF, die ja eine reale terroristische Bedrohung halt war für das Staat, für den Staat. Für den Staat wahrscheinlich auch nicht, aber auch für Personen. Also es war... Aber die RAF waren im Gegensatz zu irgendwelchen verschallerten, verklatschten 70-jährigen Reichsbürgern, weil die RAF halt, haben halt Waffen gehabt und haben die auch eingesetzt gegen Cops. Und waren auch ausgebildet an den Waffen. Genau, ja. Die waren hochmilitant und genau, die konnten halt auch mit Waffen umgehen. Das kann, der heutige Linke kann das gar nicht mehr. Gut, also es gab ja eine reale Gefahr. Jetzt natürlich nicht, die RAF stand nicht auch nicht kurz davor, das Staatsgefüge der Bundesrepublik zu stürzen, aber sie war eine reale Gefahr für Polizisten und für irgendwelche Manager oder für irgendwelche amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert waren. Genau, dafür, da war die RAF halt, und wie gesagt, die waren hochmilitant und haben auch ihre Waffen eingesetzt und Bomben gezündet, das diese Rechtsbürger, also Man muss es auch nicht so weit kommen lassen, dass das ist ja richtig. Alles, aber das so unter diesem so einem Putsch-Narrativ zu verhandeln, ja, das kann ja sein, dass sie sich das vorgestellt haben. Ja, der Pinky und der Brain haben jeden Tag versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber es hat ja nichts mit der Realität dieser Gruppen zu tun. Also man muss es auch irgendwie, man hat manchmal das Gefühl, dass tatsächlich das, was passiert so in der Politik in Deutschland, einfach mit der Realität einfach teilweise gar nichts mehr zu tun. Das wird einfach irgendwas erzählt, irgendwas verbreitet und einfach nur darauf gesetzt, dass genug Leute doof genug sind, irgendwie drauf anzuspringen. Also ich meine, das ist jetzt tatsächlich ein Putsch bevorgestanden hat, glaubt ja kein Mensch, ja. Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wie viele Leute Tagesschau gucken und dann glauben, sie sind da seien bestens informiert. Und diese Leute sagen dann schon, gut, dass der Staat da aber mal vorgegangen ist. Da haben wir, ich glaube tatsächlich, also sogar eine Martina Renner von der Linkspartei, sogar die, da habe ich ein Interview gelesen, sogar die hat gesagt, das kam ihr alles vor wie eine gigantische PR-Inszenierung. Also wenn das ein angeblich staatsgefährdender Akt da vereitelt werden soll und zwei Wochen vorher schon fast die komplette Presse Bescheid weiß und ein RTL-Team live dabei ist, wenn die halt bei dieser AfD-Tante da die Tür eintreten, dann heißt das, das ist eigentlich alles, das ist so offensichtlich, dass das halt eine Inszenierung ist. Nur, ich glaube, es gibt trotzdem genug Trottel und genug staatshörige Tagesschau-Gucker, die doch denken, ja, oh Gott, da wurde aber gerade nochmal ordentlich, aber Gott sei Dank haben wir hier einen starken Staatsapparat. Und doch, die Gefahr kommt eindeutig von rechts. Ich meine, ich kann das an einem Tweet festmachen. Ja. Georg Ressle ist für mich, Georg Ressle ist neben Jan Böhmermann und Mario Six ist für mich einer der übelsten Hetzer. Und der twitterte munter drauf los, als es darum ging, dass da halt ein 14-jähriges türkisches Mädchen ermordet wurde von einem illegalen Asylbewerber aus Eritrea. Da redete Herr Ressle sich mal wieder um Kopf und Kragen und sagte, eine Straftat so widerlich wie deren politische Instrumentalisierung. Und er war nicht in der Lage einzusehen oder auch nur einmal zu sagen, Entschuldigung, da bin ich zu weit gegangen. Das ist nämlich überhaupt nicht vergleichbar, selbst wenn man von einer politischen Instrumentalisierung ausgeht, die es ja natürlich immer gibt, alles wird politisch instrumentalisiert, von links wie von rechts, dann ist das trotzdem nicht annähernd so widerlich wie halt ein Mord aus niedersten Beweggründen. Und dann legte Ressler ja nochmal nach und sagte, ja, wir kennen ja das Motiv des Täters nicht, aber er kann sinngemäß jetzt schon sagen, dass er einen Mord aus rassistischen Motiven schlimmer findet. So, und das ist so widerlich und menschenverachtend. Und das ist was ist das anderes als eine Instrumentalisierung, die Herr Ressle betreibt? Gott sei Dank, einen Tag später wird irgendwelchen 70-Jährigen die Tür eingetreten vom Staatsapparat und da twittert Ressle dann, am Ende dieses Tages bleibt festzuhalten. Es ist der Rechtsterrorismus, der die größte Gefahr für dieses Land darstellt. Ein Terrorismus, der tiefer in dieser Gesellschaft verankert ist, als viele wahrhaben wollen. In den Parlamenten, der Justiz, der Bundeswehr, Hashtag Reichsbürger. Genau, so sehen sie sich am liebsten als Georg Elsass des digitalen Zeitalters, die gemütlich von zu Hause, von einem heimischen Sofa satt alimentiert. Ich weiß noch nicht, von welcher
Ja, aber die haben so eine Wahnwelt, in der sie leben. Also von welchem Deutschland reden die, wo der Rechtsterrorismus tief verankert ist in der Bundeswehr, in den Parlamenten. Das ist doch Ja. alles, das ist eine Verschwörungstheorie. Man muss Natürlich es ist das eine ganz offen so Verschwörungstheorie. sagen, Das sind wenn die wir Attila jetzt Hildmanns des Mainstreams. um dieses Modewort mal zu benutzen, es ist eine Verschwörungstheorie in dem Sinne, als dass sie sich zusammenspinnen, da sind irgendwelche Kräfte und die unterwandern die Bundeswehr. Wenn dann rauskommt, ja, irgendjemand, der bei irgendwo zu tun hat, war auch mal bei der Bundeswehr. Ja. Und dann hieß es, der war bei irgendwelchen Spezialkräften. Ja, wo war der da? Den haben sie natürlich nicht in die Nähe von den schweren Operationen gelassen, sondern der hat irgendwo in der Etappe Materialbeschaffung gemacht und keiner mochte den und hat den da auf unseren Randposten abgeschoben, weil das war ein Spinner. Ja. Ja, klar, solche Leute hast du in der Bundeswehr. Du hast irgendwelche komischen Spinner. Meistens werden die schnell identifiziert, die sind komisch. Ja. Entweder die werden rausgeworfen oder halt auf irgendwelche unwichtigen Posten abgeschoben. Und ja, das ist es. Genau. Aber es kommen dann immer wieder so Berichte, irgendjemand wird entlassen aus der Bundeswehr, aus der Polizei wegen rechtsradikaler Aussagen. Aber es kommt, wenn du solche Artikel liest, es steht nie, was sie gesagt haben. Ja, genau. Es gab ja dann auch die Fälle, dass da auch, das war sogar ein Panorama-Beitrag mit diesem, ich glaube, das war letztes Jahr, mit diesem Bundeswehrsoldaten, wo es einen Panorama-Bericht gab mit einer riesen anschließenden Hetzkampagne gegen diese Person, weil er hätte irgendwie ein Like hinterlassen. Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, ich will jetzt auch kein Bullshit Ja, erzählen. Auf ja. jeden Fall, da wurde ein riesen Popanz drum gemacht und da wurde die Sau durchs Dorf getrieben, es kam raus, es war halt völlig harmlos. Ja. Das ist kein rechtsradikaler Sympathisant der identitären Bewegung gewesen, sondern einfach halt ein ganz normaler Typ, der irgendwo das falsche Like gesetzt hatte und aber es musste halt ins ideologische Kram passen. Und das ist ja auch wirklich das ist ja diese Welt, die sich zusammenspinnt, damit halt ihr Narrativ stimmt vom gigantischen Rechtsruck, der uns alle bedroht und der tief in der Gesellschaft verankert ist. Ja. Das ist natürlich alles Projektion, weil diese Leute, die diesen Quatsch erzählen, die sind tief in der Gesellschaft verankert, die bedienen die Schaltstellen der Macht, die sitzen in den Redaktionsstuben, in den Redakteursräumen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in der Politik und in irgendwelchen NGOs. Und diese Leute, die sind halt, also diese Beweislastumkehr, die Faeser jetzt will, ist die Absage des rechtsstaatlichen Prinzips in dubio pro reo. Aber Das ist tatsächlich, tatsächlich, ja. wenn man schon von einem Putsch sprechen will, dann ist diese Leute machen das. Ein Restle ist Ja. jemand, der auf widerlichste Weise instrumentalisiert. Ja, das ist reine Aber das ist Projektion. halt so ein bisschen das Ding, deswegen verfolge ich zum Beispiel nach Möglichkeit nicht so sehr, was die Restless und Böhmermänner und Sixtus und so schreiben bei Twitter, weil ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Beispiel dafür ist, dass das Internet diese paranoide Weltsicht extrem befördert, weil du sitzt dort. Du liest, der schreibt das und da gibt es immer so Leute, die liken das. Ja. Das heißt, in deiner Welt plötzlich sind das nicht Leute, die mal irgendwas gesehen haben, irgendwas geliked haben, sondern du siehst da Leute, die schreiben was und liken sich gegenseitig. Ja. Dadurch entdeckst du manchmal, fängst du an so zu denken, da sind Leute, gehören irgendwie zusammen Ja. und die verschwören sich gegen mich oder haben was gegen mich und die schreiben was gegen mich und so. Ja. Also du kriegst auch so eine paranoide Weltsicht durch diese sozialen Netzwerke, die ganz, ganz schrecklich ist. Und Ja. deswegen habe ich auch, man kriegt auch selber das Gefühl, da gibt es so Leute, die sind viel mächtiger, als sie sind. Und man selber fängt an, wenn man das zu viel liest, die Quattro-Milfs und wie die alle heißen und Georg Restes dieser Welt zu überschätzen. Das ist auch eine Gefahr, von der ich mich versuche, möglichst fernzuhalten, weil natürlich sind diese Leute einflussreich, weil die haben eine Reichweite und so. Aber es ist auch so, dass wenn ein Georg Restle etwas schreibt oder eine Sendung läuft beim Monitor oder auch bei Böhmermann, wenn ein Böhmermann was schreibt und es kommt bei Magazin Royal, 2 Drittel der Deutschen lehnen das von vornherein grundsätzlich ab, weil es aus diesem Kanal kommt. Es könnte sogar ausnahmsweise was Richtiges sein, aber die meisten Leute sind schon gegen die, weil sie Ja. auch eine Anti-Haltung zu denen haben, weil sie wissen, was das für Idioten sind. Das jetzt mal so ganz platt gesagt. Also das heißt natürlich auch, die werden natürlich so rezipiert und abgefeiert, aber vor allen Dingen von Leuten, die sowieso von vornherein wissen, dass Restle und Böhmermann eh zu den Guten gehören und deshalb die so rezipieren. Also das ist auch so eine deren Blase funktioniert halt auch nach so einem Prinzip, so da verstärken sich die Leute mal gegenseitig in ihrem Unsinn. Und wie groß die Wirkung über deren Kreis hinaus ist, da neigt man manchmal vielleicht auch dazu zu überschätzen. Na, Du hast weiß ein ich bisschen nicht. gemerkt, Weiß bei ich diesem, nicht. Also auch sie bei diesem treiben die Politik der Böhmermann-Ding, voran. der denkt, dass der auch so stark verschwörungstheoretisch denkt. Das fand ich, hat man nochmal gut gesehen, weil jetzt zum Ende kam ja nochmal diese wunderbare Neo-Magazin-Sendung, wo er nochmal über TERFs und TERTs und so geschrieben hat. Naja, Er genau. denkt auch in diesen selben Schemen wie einige dieser Transaktivisten. Es gibt da eine rechte Bubble, die lehnen das alles ab und die sind Hetzen gegen Transsexuelle.
Genau. Und das ist halt so eine Weltsicht, die die haben und glauben, das sind alles Leute, die alle zusammengehören. Und deswegen auch dann immer, werden auch immer diese Verbindungen nach rechts aufgedeckt. Die alles Schwarze hat was gesagt und die Beatrix von Storch. Und ist das nicht eh ungefähr dasselbe? Und sagen die nicht eh das Gleiche? Und dann. Und gesteuert werden sie von. Das ist halt so eine Assoziation. Das ist so ein Verschwörungsdenken. Die stecken unter einer Decke, weil sie was Ähnliches sagen. So. Genau. Und gesteuert werden sie und gesteuert und finanziert werden sie aus dem Hintergrund von irgendwelchen unsichtbaren russischen Oligarchen. Das ist auch jetzt, das ist ja deren beliebtestes Steckenpferd. Das fällt mir nämlich auch immer wieder auf. Wenn man dann tatsächlich mal sowas hat wie diesen Anschlag von Hanau oder jetzt diese Reichsbürger-Razzia oder halt eben auch diese Querverbindung, die dann der Böhmi da aufdeckt, ganz heldenhaft, das sind dann immer gleich riesige Netzwerke und ist tief in der Gesellschaft verankert und alles Schwarzer koaliert mit Beatrix von Storch und irgendwelchen russischen Putin-treuen Oligarchen. Das gar nicht. Und wenn halt ein Psychopath wie dieser Tobias Rathjen, der Attentäter von Hanau, wenn der halt 9 Migranten und seine Mutter erschießt, was das mit seiner Mutter wurde ja auch nie thematisiert, es ging ja immer nur um diese 9 Migranten, die er ermordet hat in dieser Shisha-Bar. Man steckt dahinter, dann ist das auf keinen Fall ein Einzeltäter. Der Islamist ist immer der psychisch kranke Einzeltäter. Der rechtsradikale Attentäter ist aber ein ganz klar ideologisch gefestigter Mörder, der zumindest ein ideelles Netzwerk im Hintergrund hat. Und das reicht von Friedrich Merz über Henrik M. Broder bis hin zu, keine Ahnung, Roland Tichy oder so, solchen Leuten, die nichts mit diesem Mann zu tun haben, aber sie sind die ideologischen Stichwortgeber. Genauso wie die, das Böhmi dann aufdeckt, eben Schwarzer, Marie-Louise Vollbrecht, die nichts mit Beatrix von Storch zu tun haben, auch wenn Beatrix von Storch mal einen Emma-Artikel zitiert hat. Genau. Und aber genau. Und gesteuert werden sie aus dem Hintergrund eben von den unsichtbaren bösen. Also wo ist das bitte andere? Ja. Was ist das bitte anderes als eine, wenn man so will, ist es fast schon eine strukturell antisemitische Verschwörungstheorie, wenn man dann mal deren Fachjargon benutzen möchte. Ist so. Ja, genau, es funktioniert aber so. Und das meine ich, diese Art des Denkens kommt, wird sehr stark befördert, meiner Meinung nach, durch soziale Netzwerke, wo man immer das Gefühl hat, da ist dieser homogene Masse von Leuten, die alle dasselbe sagen. Wenn man sich mit dem Trans-Thema befasst, gibt es da halt so Frontbildungen. Und da gibt es auch Leute, die zusammen ähnliche, vielleicht ähnliche Ansichten haben, die vielleicht aus verschiedenen ideologischen Lagern kommen. Ja, aber bei dem Thema werden die von diesen Leuten als eine einheitliche Masse wahrgenommen. Die sagen alle dasselbe, die stecken alle unter einer Decke. So. Und diese Art der Wahrnehmung, wenn man die nicht reflektieren kann, dann ist man da sehr, sehr schnell verloren auf Twitter, weil man dann denkt, okay, da gibt es halt große einheitliche Blöcke und die stecken halt irgendwie dahinter und da gibt es dann irgendeine Verbindung. Halt irgendjemand von denen hatte mal einen Kontakt zu dem und so funktioniert das dann. Das ist auch so rein assoziativ und über so Kontaktschuld-Dinger wird das hergestellt. Genauso haben aber Verschwörungstheoretiker immer schon exakt argumentiert. Also der ist irgendwie verbunden mit dem, also hat der das und das beeinflusst. Und dann werden da diese ganzen, da gibt es ja so auch schon, das ist ja schon geradezu zum Meme geworden mit den ganzen Verbindungen. Da gibt es so ein Bild, wo einer zeigt, ja, das ist doch ganz einfach, wie das alles miteinander zusammenhängt und 1000 Verbindungslinien. Und so assoziativ verknüpfend läuft das. Aber das ist von der Struktur her eigentlich das Argumentationsmuster und Denkmuster eines Verschwörungstheoretikers. Genau, das ist es. Nur, dass es nicht als Verschwörungstheorie genannt wird, wenn es bestimmte Leute als Verschwörungstheorie bezeichnet oder definiert wird, wenn es von anderen Leuten kommt. Aber es funktioniert eigentlich genauso. Genau. Ah, exakt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es sind die Attila Hildmanns des Mainstreams. So. Ja. Ist so. Und dass das niemand auffällt, auch genauso dieses Gequatsche, dieses antirassistische Gequatsche von der rassistischen Struktur, die Gesellschaft durchzieht und von der alle Weißen profitieren und die Gesellschaft kann gar nicht anders. Das ist einfach alles, das ist so wirr und weit hergeholt. Wenn du das wirklich konsequent zu Ende denkst, dann führt das ins Nichts. Also das ist einfach Bullshit, wird aber natürlich gerne weiter aufrechterhalten, weil man das auch so will. Und natürlich auch, weil diese Leute, die halt den Ton angeben in diesem woken Antirassismus-Milieu, leben zum Teil ja sehr gut davon. Ja, man hat auch gar kein Interesse, dass sich das irgendwie vielleicht mal ändern könnte. Von daher, ich hatte noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, aber das müssen wir jetzt gar nicht, weil wir haben jetzt schon sehr viel den Politirrsinn dieses Jahres aufgearbeitet. Ich habe noch so Sachen aufgeschrieben mit dieser Twitter-Takeover von Elon Musk und so oder mit den Geschehnissen im Iran, aber das auch zum Iran habe ich eine komplette Folge gemacht und zu Elon Musk. Da muss man einfach Christian Schneider hören, da erfährt man alles über Elon Musk und Twitter und wie die woke Bubble da auch komplett durchdreht. Auch ein Böhmermann ist ja völlig am Ende der. Weil Iran zum Beispiel, ich bin ja auch kein Iran-Experte und da hätte ich jetzt auch nicht viel mehr zu gesagt, dass man nur den Leuten alles Gute wünschen kann, weil das natürlich so eine super Sache ist, wenn da die Leute
versuchen, dieses Regime loszuwerden und auch Genau, unter genau. diesem Motto Befreiung der Frau, Gleichberechtigung der Frau. Also ich bin natürlich auch absoluter Anhänger der iranischen Revolution. Wie aussichtsreich und wie angeschlagen das Regime ist, sollte man andere Leute zu Genau, befragen genau. als mich. Genau. Da mache ich vielleicht auch im Januar nochmal eine Folge. Mal gucken. Ja. Genau. Kann mich auch nur sagen, dass wir den Leuten dann dabei viel Kraft und Glück wünschen, dass es irgendwie schaffen, dieses Mullah-Regime endlich vom Sockel zu stoßen. Alles oder nichts, hörte ich. Es ist kein Aufstand mehr, es ist eine Revolution, die mittlerweile abgeht im Iran. Naja, ja, man kann halt nur hoffen, dass auch den Leuten so viel geholfen wird, wie es geht. Genau. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal ein bisschen ins Persönliche. Besinnliche, es ist ja jetzt die Vorweihnachtszeit. Ja. Was machst du so mit deiner Familie über die Weihnachtsfeiertage? Fahrt ihr weg? Bleibt ihr in Wien? Kriegt ihr Besuch? Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Natürlich haben wir einen Weihnachtsbaum. Machen eigentlich das Weihnachten normalerweise so, dass wir hier eigentlich im engsten Familienkreis am Heiligabend sind und am ersten Weihnachtsfeiertag Besuch haben. Ja. Von Freunden. Mit und ohne Kindern, daher hier in Wien gebliebenen hauptsächlich, also internationale ja. Freunde, die Heimreise zu weit ist. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren meine Frau und die Kinder nach Kroatien, diesmal ohne mich, meine Schwiegereltern besuchen. Ach so, ja. Oh, ich bleibe aber hier, ich habe dann ein paar Tage und dann fahren wir noch zusammen Silvester. Ja. Und dann sind sie wieder hier. Aber die 3 Tage Kroatien, das liegt jetzt so mit der Woche so ja. etwas ungezählt, jetzt diesmal drauf verzichte. Ja, ich werde kurz vor Weihnachten mit meinem Sohn zu meinen Eltern fahren. Mir graut es jetzt schon vor der Bahnfahrt. Naja, aber ja. Nützt ja nichts. Ich werde dieses Jahr, ich versuche immer Weihnachten nicht zu fahren oder halt ja, nach Kroatien ist nicht so weit von hier. Ach so, mit dem Auto dann oder was? Oder wie fahrt ihr da? Ja, Auto oder die andere gute Möglichkeit nach Zagreb zu kommen ist der Flixbus. Ja. Das ist nämlich nicht so weit, weil es halt geht von der Entfernung, 4,5 Stunden oder so. Ja. Je nachdem. Ja. Ob man Lust hat, selber zu fahren. Ansonsten kann ich natürlich an Weihnachten, ich habe natürlich auch meine festen Rituale in der Vorweihnachtszeit, Weihnachtsmarkt besucht mit Glühwein trinken und natürlich immer die obligatorischen Weihnachtsfilme gucken, die man natürlich jedes Jahr guckt, Stirb langsam 1 und 2 und die Geister, die ich rief mit Bill Murray und natürlich mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm ist Glücksritter, Trading Places mit Dan Aykroyd, Eddie Murphy, aber das hat gefälligst jeder zu gucken in der Vorweihnachtszeit, grandiose Filme, gucke ich jedes Jahr wieder, alle 4. Genau. Ich glaube, heute Abend gucke ich mir, glaube ich, die Glücksritter mal wieder an. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich ihn gesehen habe. Ansonsten machen wir noch ein bisschen, gerne noch mal so, kommen wir langsam zum Ende und machen ein bisschen persönlichen Jahresrückblick, wenn du Lust hast. Ja. Wie war dein Jahr so, Martin? Ich fand es eigentlich sehr prinzipiell sehr erfreulich, weil ich auch diese Corona-Zeit so zäh fand. Ja. Und man jetzt eigentlich sagen muss, das von diesem Maskenirrsinn ja irgendwie nicht tot zu kriegen, ist abgesehen, jetzt hier keine Lockdowns mehr, keine Schulschließung, all das hört wieder auf. Ich war auf Punkkonzerten und was weiß ich, im Theater und ganz normal. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil das Leben eigentlich dadurch natürlich wieder deutlich angenehmer geworden ist, dass man einfach auch solche größeren Veranstaltungen machen konnte. Und dass man sich auch wieder darauf verlassen konnte, dass am nächsten Tag die Schule auf hat und all diese Dinge, die halt auch für Eltern so extrem anstrengend waren in dieser Corona-Zeit. Ja, ich habe das also, das ist das dann plötzlich wieder Schule und Klasse und irgendwas war gesperrt. Und bisher haben sie damit einfach nicht wieder angefangen. Und ich hatte irgendwie immer so ein bisschen diese Befürchtung, im November geht's wieder los. Oder spätestens im Dezember, aber es kommt einfach nicht mehr. Und das ist für mich, weil wir jetzt gar nicht über das Thema gesprochen haben, aber dass das so, also abgesehen jetzt natürlich von all diesen sehr unerfreulichen Nachwirkungen, die das sicher noch haben wird, aber davon abgesehen, es so langsam endlich aufhört, das ist für mich und für mein Wohlbefinden in diesem Jahr extrem wichtig gewesen. Und damit auch als Thema. Zum Glück ist es etwas, womit man sich nicht mehr so viel beschäftigen muss. Nee, also ja, es wird weiterhin Thema bleiben müssen, einfach weil ich diesen Leuten nichts verzeihen kann.
ich meine, vor einem Jahr, als wir vor einem Jahr den Jahresrückblick aufgenommen haben, war in Sachsen Lockdown. Also da konnte ich irgendwo eine Pizza essen gehen, aber nur bis 20 Uhr beim Italiener. Aber ich durfte danach nirgendwo in eine Kneipe gehen, weil die alle zu waren. Der Weihnachtsmarkt wurde während des Aufbaus abgesagt. Wurde gesagt, ja. Pech gehabt. Also da war hier de facto, da war alles zu. Und in Lübeck, wo ich dann war, kurz vor Weihnachten hingefahren bin, konnte ich auf den Weihnachtsmarkt zwar gehen, aber mit 2G+-Beschränkung und Maske. Also ich meine, allein das ist halt schon, nicht hin. Dann spare ich mir das. Also, das tue ich mir nicht an, dieses Theater. Also und das ist jetzt dieses Jahr wirklich, bin jetzt schon 4-mal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, hier bei mir im Viertel. Kleiner Weihnachtsmarkt, weil ich es einfach wahnsinnig schön finde und darauf mir wieder auffällt, diese kleinen Freuden, über die man früher als Punker oder Linker immer hergezogen hat, wie Weihnachten eher das Konsumterror und Christenscheiße und Weihnachtsmarkt grässlich. Und ich freue mich einfach, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin und Kinder neben mir sehe, die irgendwie am kandierten Apfel essen und dazu Last Christmas von Wham, weil das einfach, das ist auch was den Westen ausmacht. Auch dass ich Wham Last Christmas ganz furchtbar finden kann, das Lied, gehört mit dazu. Aber ich möchte einfach, dass es läuft. Und dass ich es scheiße oder gut finden kann. Und das konnte ich die letzten 2 Jahre nicht. So, allein das ist halt, überhaupt auch dieses ganz normale Weihnachtsmarkt. Gestern hatten wir hier Kinderbesuch und dann sind wir in die Therme schwimmen gegangen und so mit allen drin. Und du konntest da alles machen. Es war voll und die Leute sind einfach ganz normal rumgelaufen und haben einfach sich halt den Samstag vor Weihnachten halt da einen ruhigen Tag gegönnt. Und die Kinder sind rumgerannt und gerutscht und was weiß ich was. Ganz normales Wochenendvergnügen. Und da hatten wir viel Spaß. Und solche Dinge einfach, dass es völlig normal ist, dass keiner mehr darüber redet, kann man da überhaupt hingehen oder keiner irgendwelche Bedenkenträger kommen und dass die Leute dort einfach ganz normal sitzen und so und halt da du einfach das Gefühl hast, es gibt das nicht mehr. So. Zumindest dort, so dieses ganz normale, so normal auf dem Weihnachtsmarkt normal, in die Kneipe normal, essen normal, ausgehen. Ja. Es gibt immer noch so diese Parallelwelten, wo es das noch teilweise gibt. Also wenn man morgens zur Arbeit fährt in der U-Bahn und alle mit Maske da rum. Ja, das dann denkst du dir, wann hört ihr damit wohl mal auf? Aber das wird auch kommen. Zum Glück. Was wird kommen? Dass die Leute keine Masken mehr aufsetzen. Naja, das ist mir jetzt nochmal, jetzt wo ich so zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt hin und her gependelt bin, wo ich mit Ben noch mal ein paar Tage gearbeitet habe, das ist ja wirklich so absurd. In Sachsen-Anhalt ist ja komplett, es sind alle Corona-Maßnahmen gefallen, du musst keine Maske mehr tragen. Ja. Und es ist wirklich so absurd, dass die Leute, also ich bin halt in Salzwedel gewesen am Montag von der Woche und musste von Salzwedel nach Magdeburg fahren, das ist ja alles Sachsen-Anhalt, Magdeburg ist... da wollte ich dann umsteigen in einen IC, der von Magdeburg direkt nach Leipzig durchfährt. Und dann kam, ich hatte gar keine Maske mit auch. Und dann kam halt im IC die Durchsage, dass in Sachsen-Anhalt zwar keine Maskenpflicht mehr geht, aber im IC aber schon. Und das werden die auch durchsetzen. Ja gut, dann oder die werden mich rausschmeißen, weil ich kann ja nicht mal eine Maske kurz für 2 Sekunden alibimäßig aufsetzen und dann die wieder abnehmen, wenn die Kontrolleurs-Heinis vorbei sind, sondern ich habe gar keine mit. Und das, die Ansage klang so, als hätten sie richtig Bock drauf, Leute rauszuschmeißen, die keine Maske tragen. Da dachte ich, gut, was mache ich jetzt? Steige ich jetzt um und fahre mit der Regionalbahn weit? Das dauert länger, aber gut, immerhin laufe ich dann nicht Gefahr, rausgeschmissen zu werden von schlecht gelaunten Kontrolleuren oder lasse ich mich in Köthen oder so rauswerfen. Da habe ich dann dafür entschieden, dann mit der Regionalbahn von Magdeburg bis nach Halle weiterzufahren. Keine Maske. Und dann in Halle gibt es eine S-Bahn, die von Halle nach Leipzig direkt fährt. Und in Halle selber ist ja auch Sachsen-Anhalt, keine Maskenpflicht. Aber die Landesgrenze, ich weiß gar nicht, wo die anfängt. Also da wiederum haben halt alle brav ihre Maske aufgesetzt. Wahnsinn. Also wirklich Leute, also entweder sind die schon direkt, also die meisten sind so Studenten, die in Halle studieren und in Leipzig pendeln, die haben schon direkt von vornherein den Lappen in der Fresse gehabt. Und die anderen haben dann wirklich, nachdem die S-Bahn Halle 10 Minuten von Halle aus, war man anscheinend dann in Sachsen, haben sich wirklich ihre Maske aufgesetzt. Aber es kontrolliert ja niemand nach. Warum machen die Leute das? Warum sind die so bescheuert? Der Deutsche liebt es. Wenn du denen das halt sagst, nein, ihr braucht das nicht mehr, dann werden sie es nicht machen. Aber das ist so ein Irrsinn. Wow. Das ist wow. Also das ist aber das, was du da mit der Landesgrenze, das haben wir in Österreich seit langem, weil das nur noch in Wien gilt. Naja. Und sobald du raus nach Niederösterreich gefahren bist, kannst du die Maske absetzen. Ja. Und nach Tschechien bin ich gefahren mit dem Zug und nach Ungarn. Wir haben all diese Ausflüge auch gemacht. Und in Tschechien gibt es keine Maskenpflicht. In Ungarn gibt es keine Maskenpflicht. Und schon in Niederösterreich gibt es keine Maskenpflicht. Aber Wien gehört auch zu den Guten.
Wien ist auch sehr deutsch und da wird alles sehr korrekt und sehr vorsichtig gemacht. Ja, aber irgendwann wird es auch aufhören. Aber dass es so weit aufgehört hat, dass keine Lockdowns und kein dies mehr und Schule und was weiß ich, das ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv gewesen. Auch sonst kann ich jetzt nicht beschweren. Ja, eigentlich fand ich es ein recht erfreuliches Jahr. Ja, mein Jahr war auch ganz gut. Ich habe mich hier in Leipzig ganz gut eingelebt. Viele nette Menschen kennengelernt und fühle mich hier sehr wohl. Froh über diesen Umzug von diesem Weg aus Lübeck nach Leipzig. Bin jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr hier, ein Jahr, drei Monate. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich werde auch hier bleiben. Mir gefällt auch der Stadtteil gut, in dem ich wohne. Hier ist sehr woke, aber bietet immer wieder ganz viel Content und Anschauungsmaterial. Genau, mein Jahr war auch ganz gut. Aber auch ganz gut verdient. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, nächstes Jahr wird alles dann Steuern, Krankenkasse, wird alles teurer, aber naja, gut, so ist es halt. Ja, ja. Genau, ansonsten Miete, Nebenkosten, was weiß ich, du. Ja, genau, aber gut. Wir müssen ja jetzt nicht über schlechte Sachen reden, das bleibt dann im neuen Jahr. Genau, ansonsten habe ich habe relativ viele Bücher gelesen, ich fand das von Vince Ebert sehr gut. Ich habe, was habe ich denn noch alles so gelesen, was ich ganz gut fand? Ach, keine Ahnung, es waren viele Sachen. Filme habe ich noch ganz viel geguckt, aber nichts Aktuelles. Ich war nicht einmal im Kino dieses Jahr. Kino bin ich auch noch nicht wieder wirklich drin. Ich gucke auch eher alte Filme, muss ich sagen, weil es ist so einfach geworden irgendwie. Ja, genau. Mit dem Internet, sich einfach einen guten alten Film, den man noch gar nicht kennt, oder noch einen anderen nochmal anzusehen, dass ich auch irgendwie... Genau. Man hat auch das Gefühl tatsächlich, dass so neue Filme und Serien, dass das immer schlechter wird in gewisser Hinsicht. Es gibt bestimmt immer wieder Perlen, da bin ich aber nicht gut genug drin. Ja. Aber es gibt so eine grundsätzliche Tendenz. Es gab ja vor ein paar Jahren auch dieses Hollywood-Manifest. Und man wird da so mit so woker Ideologie sehr schnell beschossen. Genau. Deswegen gucke ich mir relativ wenig aktuelle Filme an. Es gibt auch wenig, was mich interessiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, der aktuellste Film, den ich dieses Jahr geguckt habe, war aus dem Jahr 2020. Ansonsten, ich glaube, ich habe wirklich nichts gesehen, was dieses Jahr rauskam. Serien bin ich eh nicht so affin. Da habe ich Dutzend Serien habe ich mal gesehen, aber sonst auch da nichts Aktuelles. Genau, auf Konzert war ich sonst einmal, nee, zu zweimal, aber das eine war mal befreundete Band, das zählt nicht so richtig, das andere war auf einem Punkkonzert, was der Ecke gemacht hatte, bei mir auch im Stadtteil. Genau, das war ganz gut. Ansonsten, ich merke, ich bin gar nicht mehr so der Konzert- und Partygänger wie früher. Ich setze mich lieber in eine Kneipe wie gestern mit netten Leuten und dann trinken wir ein paar Bier und quatschen irgendwie und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Bin in dem Alter anscheinend. Ja. Man nicht mehr so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja so eine lustige alte Vorliebe für diese alte Post-Punk-Hippie-Band New Model Army aus Großbritannien. Und die hatten 40 Jahre Tour und die wurde wegen Corona verschoben. Ja. Und ich habe alle fast vergessen, dass ich mir Tickets gekauft hatte. Und das Konzert wurde jetzt dieses Jahr vor einem Monat oder so nachgeholt. Ja. Und da war ich tatsächlich, das letzte Konzert, wo ich war. Und das war auch sogar sehr gut. Hat mir auch sehr überrascht, also alte Leute, aber sie hatten richtig Lust und haben zwei Sets gespielt und das dauerte insgesamt mit der Pause dazwischen 3 Stunden und irgendwie sie hatten eine Lust noch. Gibt halt auch Leute, die das tatsächlich Spaß haben am Musik machen und das hat mir persönlich auch Spaß gemacht. Von New Model Army habe ich mir so eine Schallplatte gekauft, die ist ja die No Rest for the Wicked von 85 ist die, glaube ich, das zweite Album. Ich glaube, Bang ist das erste und das zweite ist No Rest for the Wicked. Mit dem Titelsong, der ist großartig. No Rest for the Wicked ist auch ein Wahnsinnssong von New Model Army. Genau, ich kenne aber auch nur die ersten beiden Alben, mehr kenne ich von denen gar nicht. Ich weiß nur, dass das ist. Die haben eine ganz lange Diskografie durchgespielt, immer mal wieder so ein bisschen Stilwechsel. Am Anfang waren sie so auf dieser Post-Punk-Schiene, dazwischendurch hatten sie so Folk Einschlag drin, später dann mehr, teilweise war es eher so Classic Rock, dann so Singer-Songwriter-Einflüsse, weiß nicht, war immer so ein bisschen anders, aber immer so ein bisschen ähnlich. Ja. Also eigentlich so bis jetzt, also das letzte Album ist von 2019, glaube ich, gewesen. Und sie haben eigentlich alles quer durchgespielt, also No Rest war zum Beispiel auch drin. Ja. Ich glaube sogar in der Zugabe. Ja, na, ziemlich cool. Ja, ansonsten sind mir noch ein paar Leute eingefallen, die dieses Jahr auch verstorben sind, die ich mochte. Das war ein großer Schauspieler. Sidney Poitier ist Anfang des Jahres gestorben, den
ich mag den Film In the Heat of the Night von 1967. Das ist eigentlich einer der besten antirassistischen Filme, die je gedreht wurden. Eigentlich neben Mississippi Burning und Gran Torino ist das eigentlich der beste Antirassismusfilm, In the Heat of the Night, wo er halt den schwarzen Cop in diesem Südstaaten-Kaff halt spielt. Und Rod Steiger spielt halt den Polizeichef und dann gibt es da den Mord. Den habe ich dieses Jahr auch geschaut, muss ich sagen. Ja, ich habe den auch nochmal geguckt. Der Filme, die ich dieses Jahr geschaut habe, die mir mit am besten gefallen haben, weil ich selber den Film gar nicht kannte und Sidney Poitier starb und einige Leute, das ist ja manchmal das Schöne, es gibt ja auch immer manchmal sehr gute Sachen an Social Media, etliche Leute verwiesen auf diesen Film. Ich unter anderem. Ich habe mir den im Internet dann angesehen, weil man den finden konnte und ich fand den Film hervorragend, muss ich sagen. Das habe ich wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Also wäre auf jeden Fall auch mal eine Empfehlung, sich den Film anzusehen. Genau, den sollte man sich angehen. Wie gesagt, ist neben Mississippi Burning und Gran Torino eigentlich der beste Film, der beste Antirassismusfilm. Ganz klar. Also es gibt diese geile Szene in diesem Gewächshaus, wo er halt diesen weißen, reichen Oligarchen dieser Kleinstadt halt trifft und der sagt halt, dass wie Sidney Poitier kommt ihm aus seiner Sicht dumm und dann sagt er ihm, dass das Schwarze, also das N-Wort, dass diese Leute ihm gar nichts zu sagen hätten und früher überhaupt und dann knallt ihm Sidney Poitier einfach ein, gibt ihm einfach eine Backpfeife und dann fängt der Typ an zu heulen und kann das gar nicht fassen, dass ihm Schwarzer gerade eben eine verpasst hat. Das ist also mehr Antirassismus braucht man nicht. Das ist alles drin. So, da dachte ich mir, bitte. Ja, der Film fängt eh schon gut an. Er ist halt als Polizist und irgendwie auf der Heimreise zu seinem Job irgendwo in der Großstadt, New York oder so. Und wird dann verhaftet gleich als erster Verdächtiger, weil er ja der Schwarze ist, der gar nicht in die Stadt kommt. Sonst hat er ja nichts zu tun, weil da jemand gerade umgebracht wurde. Und dann kommt halt raus, er ist eigentlich Polizist und die Polizei vor Ort ist so unterbesetzt und hat eh von nichts eine Ahnung, so von moderner Kriminaltechnik, sodass sie ihn dann da als Hilfe zur Seite stellen und er dann da den Mordfall aufklärt. Ja, fand ich auch, muss ich sagen, sehr, sehr guten Film, sehr gut gespielt, sehr gute Atmosphäre. Also absolut von vorne bis hinten gelungener Film. Ne? Ich hatte noch so zwei weitere relativ neue Filme von diesem, also ich habe also im Sommer oder im Spätsommer so einige Filme von diesem New Black Cinema, so ein paar Klassiker, Spike Lee und Malcolm X und so geguckt. Da sind teilweise auch gute Filme bei, aber die haben natürlich immer so ein gewisses Geschmäckle, diese Filme wie Boys in the Hood oder Menace to Society. Das sind gute Filme, aber man sollte so ein bisschen sich auch also es wird ein bisschen sehr viel glorifiziert teilweise. Trotzdem sind das auch Filme, das sind Klassiker, die kann man sich auch mal angucken. Ich hatte aber noch zwei aktuellere Filme, ich weiß nicht, ob man das zum New Black Cinema zählen kann. Das sind Filme, die auf geschichtlichen Tatsachen basieren. Und zwar der eine ist Detroit von Catherine Bigelow, die ja auch sehr gute Filme macht, die ich sehr mag. Die hat ja The Hurt Locker gemacht und Zero Dark Thirty und Gefährliche Brandung und so. Der Detroit-Film ist sehr gut. Der basiert auf diesen Riots, auf diesen sogenannten Race Riots 1967 in Detroit, wo halt die halbe Stadt abgefackelt wurde, weil die Polizei da im schwarzen Lokal, also da halt immer wieder massiv repressiv dagegen vorging und nichtigste Anlässe genommen hat, um da zig Leute einzusperren, und haben die Schwarzen sich das immer nicht mehr gefallen lassen und brach dann Aufstand aus, der über mehrere Tage ging. In diesem Zeitraum spielt das. Und dann geht es halt darum, dass halt da, dass die Polizei, also dann so ein rassistischer Cop halt sagt, die Polizei wurde beschossen aus einem Hotel, wo halt eine schwarze Band halt drin ist. Also die sind da halt einquartiert und die nutzen das halt als Anlass, um halt diese Bandmitglieder massiv zu drangsalieren. Das ist ein sehr guter Film, der ist null woke, hat mich überrascht. Der ist, also der ist gar nicht auf Black Lives Matter Linie, obwohl der natürlich zeitlich passte. Aber ich habe mir dann von 2020 noch einen Film angeguckt, Judas and the Black Messiah. Kennst du den? Na, den kenne ich nicht. Der ist aber auch, wenn du gerade, deswegen, mir fällt gleich noch was ein, aber erzähl erst mal weiter. Ja, der basiert auch auf einer wahren Geschichte von einem Anführer der Black Panther Party. 1969 ist der, oder war es Anfang der 70er? Ich glaube, 69 war es. Der ist tatsächlich umgebracht worden von staatlichen Geheimdiensten, die ja die Black Panther Party halt unterwandert haben. Und der Film ist auch ganz gut, aber also diese Glorifizierung der Black Panther Party und bei völliger Ausblendung, was für Antisemiten das halt auch waren, das ist so ein bisschen fragwürdig, passte dann wiederum gut in diese Black Lives Matter Trend. Richtig, in der Richtung, weil du es gerade erwähnt hast, einer der aktuellsten Filme, die ich gesehen habe, ist Black Klansman, auch von Spike Lee. Den habe ich auch gesehen, aber schon vor ein paar Jahren. Ja, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, so
drei, vier Jahre. Ja. Und den hatte ich auch gesehen. Der war nämlich auch schon so von diesem Zeitgeist völlig durchseucht. Ja, und das Ende. Der war schon halt so Vogue und am Ende wurde irgendwie gesagt, ja, der Trump hätte eh die rechten Demonstranten. Das war schon so richtig so politisiert. Obwohl man auch sagen kann, der hatte auch noch so ganz gute Elemente und war auch jetzt nicht komplett schlecht als Film. Aber er wurde halt schon so mit diesem Ideologiemüll schon so überfrachtet, dass er als Film insgesamt nichts mehr taugt. Genau. So würde ich es halt so zusammenfassen. Und das ist halt da der, einer der Gründe, warum ich so ab einem gewissen Punkt dann sage, ja, bevor ich mir jetzt nochmal so einen Scheißfilm reinziehe, dann nehme ich vielleicht eher zum Anlass sowas wie mit Sidney Poitier mir nochmal so einen alten Film anzugucken, weil die einfach in der Regel besser sind. Also da geht es zwar auch genau um das Thema, so, aber es wird auf eine Weise verhandelt, die erstens irgendwie in einen Film vernünftig passt, der dann auch noch dazu vernünftig erzählt wird. Genau. Und auch ohne diesen Überbau, wo es eigentlich darum geht, diesen Rassismus, wie er bis dahin vorgeherrscht hat und diese Rassensegregation, dass der diese Aufhebung davon, dass es auch zum Überwinden sozusagen dieser alten Bilder und so führen muss und dass man, dass sich da halt gesellschaftlicher Fortschritt notwendig ist hin zu einer Gesellschaft, wo es darauf nicht mehr ankommt und so. Und heute hast du das einfach nicht mehr so. Heute ist es einfach ja durch diesen antirassistischen Müll so derart überlagert, dass du einfach damit nichts mehr anfangen kannst dann. Oder dass sich der Film, dass du dich darüber dann so ärgerst, dass du auch die positiven Aspekte des Films nicht mehr so. Genau. Das versaut es einfach. Genau. Das hat, wie gesagt, der Detroit von 2017, der ist null Vogue, der ist nicht promo, antirassistisch, aber dieser Judas and the Black Messiah, der eigentlich ein guter Film ist, das ist auch spannend gemacht, der Film, aber der ist, der nervt mich einfach, diese ideologische Komponente und dieses völlig unkritische Abfallen der Black Panther Party. Genau. Ja, ansonsten hatte ich noch ein paar Filme geguckt, ich habe sehr viele Filme dieses Jahr geguckt. Gab noch so ein, zwei, die mir auch sehr gut gefallen haben. Die jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr ganz so aktuell sind. Also Nobody mit Bob Odenkirk, das ist ja der Typ, der Better Call Saul, den Saul Goodman spielt. Der hat mir sehr gut gefallen. Den habe ich Anfang des Jahres geguckt. Der ist eigentlich vom letzten Jahr. Kennst du den? Das ist so ein Action-Thriller. Und Bob Odenkirk ist ja eigentlich, er ist jetzt kein Actionheld. Der ist so 60 oder so schon. Und man kennt den halt irgendwie als diesen schmierigen Winkeladvokaten aus Breaking Bad und Better Call Saul. Und da spielt er halt so ein so Nobody halt, so der halt so amerikanischer Vorstadt, so typisch Suburban, und dann ist er aber eigentlich, ist er retired FBI-Agent, glaube ich, und der gerät halt in Chicago in einem Bus in eine Schlägerei mit Mitgliedern der Russen-Mafia, und diese Schlägerei ist schon so geil, und der Film ist halt sehr, also ich würde sagen, sehr viel toxische Männlichkeit drin, sehr viel rohe Gewalt und aber auch ein gewisser Witz. Christopher Walken spielt dann halt den Vater von ihm, der dann aus dem Altersheim nochmal rauskommt und nochmal die MGs zum finalen Gefecht mitbringt, und der ist aber geil, weil der halt genau diese Sehnsucht nach diesem Nicht-Woken Kino symbolisiert, genau wie der neue Top Gun. Den habe ich immer noch nicht geguckt, Schande über mich, den Top Gun Maverick. Ich mag den alten eigentlich nicht so gerne, aber ich gucke mir den neuen auf jeden Fall an. Weil er auch sehr gut. Ja, den alten fand ich auch nicht so gut. Deswegen habe ich mir den neuen auch nicht angesehen. Nee, deswegen habe ich mir auch schwer getan, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass der wirklich gut sein soll. Und das sind nicht unbedingt jetzt harte Tom Cruise-Fans, die ja gesagt haben, guck dir den an, der ist super. Und weil diese beiden Filme symbolisieren einfach das, diese Sehnsucht nach einem nicht-woken Hollywood-Blockbuster-Kino und nach zurück zu dem, was auch in den 80ern und auch noch in den 90ern teilweise noch gang und gäbe war, nämlich nach einem coolen Actionhelden, mit dem man sich auch identifizieren kann, wie bei dem Bob Odenkirk. Und von daher, also Nobody kann ich sehr gut empfehlen. Aber ich habe so viele Filme geguckt, das ist unmöglich, da jetzt noch irgendwie alles aufzuschreiben. Ansonsten. Wenn es eh nicht so aktuell war, passt es ja auch nicht so gut zum Jahresrückblick. Genau. Ich hatte noch einen für diesen Teil, auch wenn es ein bisschen politisch ist, fand ich, für mich war ein Popkultur Moment des Jahres, wie Morrissey sich hingestellt hat und dieses Lied gesungen hat über diesen Manchester-Anschlag. Ja. Ja. Also, wie ist das noch? Bonfire of Teenagers hieß der Song. Das ist mir noch etwas, was mir eingefallen ist, dass es tatsächlich mal jemanden gab, der gesagt hat, hier und die ganzen Idioten, das sagt er, singt er tatsächlich so im Refrain, die Idioten, die Trottel oder so singen Don't Look Back in Anger. Genau, ja. Er sagt dann noch, aber ich kann euch versichern, ich werde im Zorn zurückblicken bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Fand ich sehr angemessen, unversöhnlich und auch mal eine wirklich popkulturelle, nicht-woke Thematisierung von islamistischer Gewalt. Also
Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Morrissey eh auch. Statement. Auch genau. Also Morrissey ist bei mir immer so ein bisschen, ich finde ihn ganz schrecklich in seinem Veganismus-Dogma. Da sagt er, gibt er teilweise richtigen Müll von, menschenfeindlichen Müll von sich. Andererseits finde ich den Typen aber wiederum ultra cool für seine Art. Ich scheiß auf euch alle. Ich sag das, was mir durch den Kopf geht. Und wenn ich mich hinstelle und den Brexit abfeiere, dann ist das so. So genauso wie halt eben auch, das hatte ich gar nicht mitbekommen mit diesem Song, aber ist so ein bisschen ähnlich wie Johnny Rotten, also John Lydon, ja, der ehemalige Sex Pistols-Sänger. Da sind, die sind beide so ein bisschen die letzten Punker des Empires. Ja, genau. Aber der Song, den sollte man sich ruhig mal anhören, also Bonfire of Teenagers, weil man wirklich tatsächlich jedes Wort unterschreiben muss. Also ist jetzt wurscht, ja, weil ob ich jetzt mich alles andere, bevor mir das jetzt jemand unterstellt, mache ich einen Disclaimer. Ich glaube, dass Morris ja auch schon viel Scheiße in seinem Leben erzählt hat. Aber der Song ist Wort für Wort auf jeden Fall. Stehe ich dahinter. Ich verlinke den einfach in der Description, dann kann man sich das anhören. Genau. Dann noch ganz kurz noch ein paar mehr Leute sind noch gestorben. James Caan, ich weiß gar nicht mehr, wie man ausspricht. Der ist gestorben dieses Jahr. Sollte man den Film nicht gesehen haben, sollte man sich auf jeden Fall Thief anschauen, der Einzelgänger auf Deutsch, der erste Film von Michael Mann mit James Caan in der Hauptrolle. Ja. Ultra geiler Neo-Noir von 1981, den sollte man mal gesehen haben. Ray Liotta ist auch gestorben, Schauspieler, den ich sehr gerne mochte. Der ist relativ jung noch gewesen, der war 67. Ich mag Ray Liotta natürlich in Copland und in Goodfellas, vor allem natürlich in Goodfellas. Das ist natürlich ein Klassiker, den man auch auf jeden Fall gesehen haben sollte. Ich habe beide Filme auch nochmal geguckt dieses Jahr. Ich kann natürlich auch empfehlen. Dann ist Klaus Lemke gestorben, kennst du den? Nein, ich glaube nicht. Klaus Lemke? Kenne ich ihn unbekannterweise. Klaus Lemke gehört so mit zu dieser Generation der jungen deutschen Filmemacher, die Mitte, Ende der 60er so aufkamen, so um Fassbinder, Kluge, Schlöndorff. Das sind alles ganz fürchterliche Filme. Ich hasse diese neue deutsche Welle-Filme. Fassbinder hat ein, zwei gute Filme gemacht zu Anfang und danach wurde es auch immer schlimmer. Aber nicht zu vergleichen mit diesen Mist, den Kluge und Schlöndorff gemacht haben oder Wim Wenders oder so. Da kotze ich halt. Und Klaus Lemke gehörte genauso wie der Roland Klick zu diesen jungen Filmemachern, die so sich stark am amerikanischen Kino orientiert haben. Die beiden, aber Klick wie auch Lemke, waren aber nicht so wie Fassbinder und Co., das waren keine moralinsauren Moralapostel, sondern die waren einfach, das waren so richtig, die hatten einfach Bock, Filme zu machen, B-Filme zu machen, am amerikanischen Hardboiled-Kino orientiert. Und der Klaus Lemke hat den Film nur gemacht, 48 Stunden bis Acapulco. Das ist halt ein deutscher Gangsterfilm, der ist geil. Und vor allem ist er bekannt für den Film Rocker, den ich auch sehr empfehle, 1972, mit dem legendären Satz, du fährst nach Hamburg, ich schwör's dir. Den sollte man sich auch mal angucken. Das ist ein Film, der sehr viel Spaß macht mit echten Rockern, die damals die Hauptrollen spielen, die alle überhaupt nicht schauspielern können, aber die sich selber halt spielen. Und der Mann ist leider auch gestorben. Der hat sehr geile Filme gemacht. Also wenn da neue deutsche Welle Kino, dann bitte guckt euch Klaus Lemke und Roland Klick. Also Klick lebt noch, aber der Lemke ist gerade gestorben. Jean-Luc Godard ist auch tot. Ich kann mal sagen, ein Antisemit weniger, aber auch Godard hat Filme gemacht, die mir sehr gut gefallen haben, vor allem im Außer Atem. Das war lange Zeit mein Lieblingsfilm. Er ist immer noch in den Top 10 bei mir. Der ist auch tot. Außer Atem ist auch grandioser Film. Cooler war Jean-Paul Belmondo nie, also in dem Film, er war immer cool, Belmondo, aber in dem Film war er am coolsten. Jerry Lee Lewis ist tot. Mhm. Rockmusiklegende, sollte man auf, also kennt jeder, ist ja klar, genau. Und Gorbatschow. Michael Gorbatschow ist auch gestorben dieses Jahr. Ich glaube, da hatten wir das nicht sogar auch mal im Podcast thematisiert oder hast du einen längeren, so eine Art Nachruf geschrieben auf Gorbatschow, Facebook oder sowas? Wenn dann was Kürzeres, was Langeres. Ich versuche auch auf Facebook nichts Langes zu schreiben. Weil ich finde, so lange Facebook-Posts, weiß ich nicht. Dann kann man auch seine Zeit aus dem Fenster werfen. Ich bin irgendwie ein bisschen von abgekommen. Weiß ich nicht. Das hat auch immer so das Gefühl, so man müsste jetzt irgendwie ein Statement machen für irgendwen. Man fragt mich, für wen. Für seine 400 Facebook-Freunde, die eh alle ähnlich denken. Aber gut. Das macht gar keinen Sinn. Ich poste gar nichts mehr auf Facebook. Aber was ich an Gorbatschow jedenfalls sehr schätze, ist halt tatsächlich, dass er halt die Sowjetunion abgewickelt hat ohne Blutvergießen. Ja. Deshalb, wenn du jetzt sagst, okay, Gorbatschow ist gestorben. Ja, weil das fand ich nämlich eh ganz interessant, weil es gab ja dieses jetzt kürzlich erst ein Interview mit dem Diener im Spiegel, was ganz interessant war, dass der überhaupt im Spiegel vorkommt, aber der halt auch so eine Ausstellung jetzt gemacht hat, in Berlin wohl, wo es auch darum geht, so um bestimmte historische Wendepunkte und bestimmte Dinge hätten einfach ganz, ganz anders laufen können. Und das, glaube ich, gerade auch in Bezug auf das Ende des Ostblocks,
Hätte 89, hätten die, wäre der DDR-Führung auch zugetrauen gewesen, die chinesische Lösung anzuwenden. Ja, und das ja. Gleiche gilt auch für die Führung in Moskau. Und es hatte schon etwas zu tun mit bestimmten Leuten, die dort saßen, unter anderem halt mit Gorbatschow. Und ich glaube, dass Gorbatschow einer der Gründe war, warum die DDR-Führung nicht auf die chinesische Lösung gesetzt hat, weil sie dafür die Rückendeckung von Gorbatschow nicht oder nicht wirklich gehabt hätte. Ja. Und insofern ist auch Gorbatschow jemand, der auf unser aller Leben einen Einfluss hatte. Überhaupt, dass du jetzt zum Beispiel in Leipzig so wohnen kannst und Leipzig jetzt einigermaßen cooler, hipper, irgendwas Ort. Man kann sich darüber ärgern, über alles Mögliche, aber verglichen damit, was da zu DDR-Zeiten für eine Repression über der Stadt gelegen hat und wie es da ausgesehen hat, ist ein Riesenunterschied, weil ich war irgendwann in den 90ern, Mitte der 90er in Leipzig, es war eine einzige Baustelle und da, was da draus geworden ist, eine relativ schöne, lebenswerte Stadt, das ist auch mal was man auch positiv sehen muss und daran hat unter anderem Verantwortung Herr Gorbatschow. Also Gorbatschows Politik hat sogar direkte Auswirkungen auf mein weiteres Leben, weil ich bin in der DDR geboren, da stand die Mauer noch. Und ohne Herrn Gorbatschows Politik wäre das ja vielleicht nicht dazu gekommen, ohne die Glasnost und Perestroika. Genau. Ich dachte immer, du wärst aus Lübeck gekommen. Nee, ich komme gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern, Wolgast. Kleine Kleinstadt kurz vor Usedom, nahe der polnischen Grenze. Und ihr seid erst direkt nach der Wende dann nach Lübeck gekommen, oder? Ja, 92, kurz vor dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen tatsächlich. 4 Wochen vorher ist meine Mutter dann nach Lübeck gezogen wegen Job, Wirtschaftsflüchtling. Da war ich auch sehr dankbar, dass ich da auch in den 90ern nicht in MacPom aufgewachsen wurde, auch in den frühen 2000ern, weil das war damals da, wo ich gebürtig herkomme. Und es war lange Zeit eine rechtsradikale Hochburg, wo wirklich Nazi-Skins durch die Straßen patrouilliert sind und alle zusammengeschlagen haben, die nicht so waren wie sie. Von daher bin ich auch darüber froh. Ich bin einfach froh darüber, dass diese schreckliche Mauer weg ist und dieses Unrechtsregime im Osten gefallen ist. Und von daher, danke, Gorbi. Ja, jedenfalls finde ich auch, man kann ja eh sagen, er war ja auch gar nicht so unbedingt jetzt, er wollte ja das System von innen reformieren. Ja. Und dabei hat sich die Unreformierbarkeit herausgestellt und daraus hätte er nun 2 Schlüsse ziehen können und er hat den richtigen daraus gezogen. Dafür, finde ich, kann man ihn auch mal würdigen, gerade jetzt, wenn er gestorben ist. Genau, genau. Dann mache ich ganz am Ende jetzt wirklich noch ganz kurz ein Ranking. Was heißt ein Ranking? Also ich muss sagen, dass der Podcast, den ich letztes Jahr angefangen habe, Ende August, Anfang September, da die ersten Folgen nur auf YouTube hochgeladen habe, dann endlich Anfang des Jahres auch zu Spotify und Apple gewechselt habe, ich habe mir da mittlerweile eine ganz gute Hörerschaft aufgebaut von stabilen mehreren 100 regelmäßigen Hörerinnen und Hörern und es gibt natürlich Folgen, die wurden sehr, sehr viel gehört, es gab Folgen, die wurden kaum gehört, also mein Monolog über meine Zeit in der Tech-Messe hat kaum jemand gehört. Schade, aber gut. Aber sehr interessant gewesen. Ja, das ist dann halt können mal so. Können die Leute jetzt nachholen, wenn sie es noch nicht gehört haben und jetzt nur für den Jahresrückblick, können sie nochmal suchen, den Monolog über die Techno-Szene. Genau, ist von Ende April, Folge 23, glaube ich, oder 21 oder so. Lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Ich habe immer noch kein Intro und kein Outro, ja, Pech. Ich habe jetzt aber gerade gestern noch von einem, der bei mir auch mal zu Gast war, der Janne-Philipp Janssen, der auch bei von Spar und den Stern spielt, der hat mir ganz viel Musik zugeschickt und da soll ich mal durchhören, ob da was bei ist für Intro und Outro. Also viel habe ich noch nicht gemacht, aber danke auf jeden Fall schon mal dafür. Und will mich natürlich auch bei all meinen Gästen und Co-Hosts bedanken, also bei den Leuten, mit denen ich gestern was trinken war. Hanna, Jan, der Jörg Folter und Ecke. Ecke ist auch auf Platz. Die Folge mit Ecke, die zweite Folge, die linke Spießer-Folge, die ist auch die mit Abstand am meisten gehörteste auf Spotify. Die hat 1700 Streams. Das ist für mich ziemlich viel. Auf Platz 2 ist der Justus, den ich im April zu Gast hatte, die Conservative Punk Folge, die ist auch eigentlich, das ist tatsächlich auch meine persönliche Lieblingsfolge geworden in diesem Jahr. Die ist auf Platz 2 und Platz 3 kommt dann Hanna mit einer Folge, die wir im Sommer gemacht haben. Fakten, Fakten, Fakten heißt die, die ist auch sehr viel geworden. Ich glaube auf Platz 4 dann Christian Schneider, eine Folge, die ich mit ihm gemacht habe. Du bist auf Platz 5, Martin. So, mit der Folge, die wir im März gemacht haben. Genau. Die Folgen mit dir und mit Hanna sind aber immer relativ schnell, schon nach kurzer Zeit, nach 7 bis 10 Tagen, haben die schon über 1000 Streams. Also, das ist seit sehr beliebt. Und Hanna ist auch mein häufigster Gast gewesen. Du warst jetzt, glaube ich, 4-mal da dieses Jahr.
Ich habe andere gute Co-Hosts dazu gewonnen, wie den Kolja Zudatis aus Berlin. Genau, der Christian Schneider war bei mir jetzt, der kommt nächste Woche nochmal zwischen den Feiertagen, das wird dann die letzte Folge, der war häufiger bei mir zu Gast, ich habe Leute, du warst letztes Jahr, du bist seit Anfang an dabei, Alex Feuert auch, der Adrian Müller, der Wokeness-Experte war dieses Jahr wieder dabei, der war letztes Jahr auch schon mal dabei und da gab es viele Leute, die neu dazugekommen sind, wie Hanna und Koya und Christian und Ecke. Und der Jörg und Sebastian Wessels und die Manu, die Radfam-Manu aus Hessen und Ari Scharuschalika war ein paar Mal bei mir zu Gast. Die Folgen sind auch kaum gehört worden. Je prominenter, desto weniger Leute hören das. Verstehe ich immer nicht. Genau, und dann hatte ich noch andere Leute. Andere Leute, die jetzt bislang nur einmal da waren, wie den Philipp Janssen oder die Saba, Fasan, Markus Latour, Ninve Ermagan, Sigrid Heimer Marschall, Jonas Dörge aus Kassel war dabei. Genau, der Justus war zweimal da, der Conservative Punk aus Leverkusen. Dann alter Kumpel von mir, Fred aus Hamburg. Die Folge hat leider ganz schlechte Audioqualität. Tut mir leid, mein Fehler. Die ist auch nicht viel gehört worden. Nathan Gieberzer. Wir müssen eine Live-Podcast-Folge in Leipzig machen. Das war gestern auch die Idee im Naumanns, das zum Felsenkeller gehört. Das ist ja der Laden von dem Jörg Folter. Und der hatte gefragt, ob ich das mal machen will. Mach ich mal. Ja. Im neuen Jahr wahrscheinlich Patreon und Live-Podcast im Felsenkeller oder Naumanns. Genau. Live-Podcast im Felsenkeller mit mehreren Leuten. Und genau. Einfach mal als weil ich hätte eben mal Lust, nach Leipzig zu kommen. Ja, dann kommst du, Ecke und Hanna. Genau. Zum Beispiel. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Fände ich ja auch eine gute Truppe. Und der Jörg könnte ja auch mitmachen, wenn er will. Er bringt uns das Bier. Jedenfalls würde ich gerne auch mal mit dem Jörg auch nochmal einen Trinken gehen. Ich war ja mal vor ein paar Jahren im Felsenkeller bei der Bahamas-Konferenz. Genau. Und ja, da hätte ich eh nochmal Interesse dran, weil es fand ich immer sehr nett, dass der Jörg uns so gerne im Felsenkeller haben wollte. Der Jörg ist auf jeden Fall auch ein richtig guter. Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass da der Kontakt noch zum Jahresende noch zustande gekommen ist. Das ist ein guter Kerl. So. Ja. Und der meinte auch übrigens, ganz kurz, und Nathan Giverzev und Matthias Künzler waren beide auch bei mir zu Gast. Auch vielen Dank an die. Genau, und der Jörg meinte, der Jörg ist jemand, der ist irgendwie auch um die 50. Und das ist jemand, der kommt ja auch aus der linken und antideutschen Szene. Und so, aber für den, es gibt halt viele Leute, das Feedback habe ich viel bekommen, gerade von den Leuten, die Podcasts mit Thomas Ecke gehört haben, die fast alle aus der Punk- und Oi- und Skinner-Szene kommen. Und da gibt es viele Leute, die es einfach ankotzt, die halt keinen Bock mehr auf diese woke Scheiße haben, die nicht mehr mitkommen mit irgendwelchen diesem Szene-Punk-MeToo und irgendwelchen Schrottbands wie Pogendroblem und sonst was. Ja. Und die wissen aber nicht, wohin. Das ist ja nicht nur bei irgendwelchen Szene-Leuten so. Das gibt ja auch Linke, die auch angekotzt sind von diesem woken Konsens in der linken Szene. Die hören das auch. Ja. Es gibt auch ganz normale Leute, die irgendwie studieren und irgendwie das in Frage stellen. Also mir hat mal eine Hörerin geschrieben, ich wollte mal einen Podcast hören, der sich kritisch mit diesem herrschenden woken Antirassismus beschäftigt und hat das gegoogelt. Ja. Und der einzige Podcast, den sie gefunden hat, der sich kritisch damit auseinandersetzt, war die Folge, die ich mit dem Sebastian Wessels im Sommer gemacht habe. Und dann habe ich auch solche, die gar nichts mit irgendwelchen Szenen zu tun haben, aber die ein diffuses Unbehagen verspüren, wenn sie auf allen Kanälen vollgeballert werden mit woker Propaganda, sei es vom Asta, sei es vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder irgendwelchen Jugendformaten wie Funk. Und die suchen halt irgendwas. Und die Leute gibt es in der Punk-Szene, gibt es in der linken Szene. Und dann gibt es das Angebot, was gibt es denn dann? Dann gibt es halt irgendwelche schlecht gelauten Rechtsboomer. Und mit der AfD möchte man auch nichts zu tun haben, aus guten Gründen. Natürlich und man möchte auch irgendwie keine schlecht gelauten Roland-Tichy-Podcasts irgendwie hören. Ich weiß nicht, vielleicht ist der auch gut, habe ich noch nie gehört. Interessiert mich auch nicht. Und dann gibt es halt aber Leute, die halt irgendwie, also dann gibt es halt Leute wie mich. Und ich hole diese Leute dann halt ab. Und das freut mich sehr. Genau. Ich finde es auch super. Ich finde das eine gute Idee, weil ich weiß nicht, ich selber zum Beispiel, ich bin ja nicht so der größte Podcast-Hörer, aber ich finde es prinzipiell gut, dass egal auf welchen Medien, dass es Leute gibt, die sagen, okay, wir machen irgendwas. Weil darum unterstütze ich das auch, weil ich finde, man muss irgendwo hin mit seinem Kram. Ja, zum Beispiel für mich ist jetzt so, ich lese mir gern was durch, ich schreibe gern was, ich überlege mir was, ich arbeite deshalb bei Bahamas mit und mache halt dafür andere Dinge. Aber da gibt es halt Verschiedenes. Und ich denke auch nicht, dass das irgendwie immer unglaublich alles im Widerspruch zueinander stehen muss, sondern gibt es einfach auch verschiedene Formate und verschiedene Herangehensweisen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall was, wofür ich die Leute dann auch, die sagen, okay, ich höre mir mal einen Jahresrückblick an, dann auch, wo ich dann versuche natürlich den Leuten auch zu sagen, okay, hört Podcasts und lest aber auch mal die Bahamas und so. Genau, das kann man auch beides wunderbar miteinander verbinden. Eben. Genau. In diesem Sinne auch an dich, Martin. Vielen lieben Dank, dass du immer so gerne mein Gast bist. Ja, bin ich, wirklich. Und ich glaube, da haben wir jetzt
gut 3 Stunden was zusammengeredet, gesprochen, palabert. Ja, ich glaube, wir sind noch unter 3 Stunden, aber wir sind schon nah dran und ich glaube, da sind wir, das reicht dann auch. Das reicht auch und ich mache auch keine zwei. Da will uns auch keiner zuhören. Ach, nee, ich glaube, das ist, also wie gesagt, das Feedback letztes Jahr war ja so gut, dass wir so einen langen Jahresrückblick gemacht haben, weil das viele Leute halt auf der Heimfahrt nach Hause, also wenn du teilweise 6 Stunden im Zug sitzt oder 3 Stunden im Auto, dann kannst du das halt nebenbei wunderbar weghören. Ist perfekt. So. Ja, und vor allen Dingen hatte ich jetzt auch das Gefühl eigentlich, dass wir eher so frei ein bisschen über das politische Jahr gesprochen haben und gar nicht so abgehakt haben. Ja. So, sondern dass wir gerade so am Anfang über dieses, was alles mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt, eigentlich das eh schon relativ breit ausgegriffen haben. Genau. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Ich soll dir noch ausrichten von einer meiner treuesten Hörerinnen. Ja? Du hast einen großen Fan in Dortmund. Die Folgen mit dir hört sie am liebsten. Soll ich nur ausrichten? Sehr schön. Ja, das genau. Das freut mich. Dann viele Grüße nach Dortmund. Ja. Richtig aus. Also das finde ich, das will ich noch ganz kurz sagen. Ich habe ja jetzt nur die Spotify Top 5 Podcasts genannt. Auf Platz 1 bei Apple ist tatsächlich auch eine Folge mit Christian Schneider vom Frühling war es, glaube ich. Da habe ich Studien zum autoritären Charakter genannt. Einfach weil ich so geil fand, einfach sich so frech nach einem Adorno-Buch zu benennen. Ja, ich betreibe heute halt die Studien zum autoritären Charakter, jetzt wo Adorno schon seit vielen Jahrzehnten tot ist, mache ich das halt oder machen wir das halt. Das ist einer meiner liebsten Titel. Ja. Genau, und auch eine meiner liebsten Folgen, die Folge mit Justus, die mag ich selber am liebsten, die erste Conservative Punk, die Folge mit Koya, Zidates, die Fragmente der kommenden Ordnung, die möchte ich auch nochmal jedem mein Herz legen, weil wir da sehr gut analysiert haben. Genau, aber Apple macht halt im Gegensatz zu Spotify, dröseln die auch auf, wo die meisten Hörer wohnen, wo die herkommen. Ja. Und das finde ich ganz witzig, weil aus Leipzig ist irgendwie auf Platz 10 oder 12, auf Platz 1 ist München, da habe ich die meisten Hörer, gut, Berlin, okay, und dann kommt Bonn. Also anscheinend habe ich viele Hörer in Bonn. Okay. Ich war mal in Bonn, aber da war beim Asta, habe einen Vortrag gehalten. Ja. Das ist ganz interessant, weil ich habe nicht viele Vorträge gehalten. Ich bin kein Vortragsreisender. Ja. Aber ich war mal einmal in meinem Asta in Bonn. Und Dortmund finde ich ganz interessant, weil da war ich politisch noch nie unterwegs, aber ich war früher öfter in Hagen, weil meine Mutter aus Hagen kommt. Das ist ja die Nachbarstadt. Also meine Mutter ist in Hagen geboren und meine Oma hat da lange gewohnt. Ja. Und als Kind war ich dort oft. Oh, okay, gut. Ich war nur einmal in Dortmund vor. Ja. Deswegen war ich auch öfter mal in Dortmund oder am Hauptbahnhof und so. Ja, Dortmund ist auch besonders hübsch so. Hörte ich, ja. Also sah ich mal, ja, genau. Ja, ist halt ja, ich werde im neuen Jahr im Frühling, werde ich mal im April eine Woche ins Ruhrgebiet fahren und ich kenne da mittlerweile Leute in Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Köln und Düsseldorf. Gut, das ist jetzt nicht Ruhrgebiet, aber es ist NRW. Köln und Düsseldorf kenne ich eh Leute. Ich habe Co-Hosts wie Alex und Christian, die aus Köln kommen. Aus Köln kommen auch viele Hörer. Also Köln ist direkt auf Platz 4 nach Bonn und dann kommt Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Hamburg, Nürnberg und dann kommt erst Leipzig ganz weit unten und irgendwo ist auch Wien. Dahinter. Irgendwo ist auch Wien. Ja, Wien kommt immer alles erst später an, das wissen wir ja. Aber ich mag Ruhrgebiet, muss ich sagen. Ich finde es absolut. Ich habe auch mal in der Nähe eine Zeit lang gewohnt, nicht so weit von Dortmund und war dann auch ein paar Mal dort. Ich finde eigentlich Ruhrgebiet und auch überhaupt NRW. Ich mag auch Rheinland. Also ich finde es eigentlich. Ja, ich gucke es mir im neuen Jahr auch an. In der Gegend von Deutschland, ja. Ja, ich kenne das Ruhrgebiet halt nicht. Also ich finde das interessant, geschichtlich auch interessant. Aber ich war halt noch nie wirklich da. Ich war einmal auf einer Demo in Dortmund, als damals noch große Nazi-Demos da waren in Dortmund. Ja, klar, da war ich auch bei Nazi-Demos. Genau, da war ich einmal da. Da gab es ja, in Dortmund gab es auch immer Nazis. Da gab es noch richtige Nazis, ja, mit ihrem eigenen Stadtteil und so, mit SS-Sigi, der ja auch verstorben ist, irgendwann letztes Jahr oder so. Das waren richtig aktive, militante Neonazis. Die haben auch wirklich viele Leute damals immer mobilisiert. Das ist aber auch schon 15 Jahre her. Ich war da, glaube ich, 2006 oder 2007 mal auf einer Antifa-Demo. Das war immer dieses Typische, man reist da morgens irgendwo an, läuft dann mitten auf einer Demo durch irgendwelche Straßen und danach versucht man, an die Nazis ranzukommen und sieht dann auch eigentlich nichts. Also man sieht alles von der Stadt, aber irgendwie auch nichts. Und danach fährt man wieder nach Hause. Also da habe ich ganz viele Städte gesehen, die ich aber eigentlich nie wirklich gesehen habe. Also weil man dann irgendwelche Nazis hinterher gefahren ist und da versucht hat, sich mit den Bullen zu kloppen. Genau, also von dementsprechend, ich werde im neuen Jahr auf jeden Fall mal meine Woche ins Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen fahren und freue mich einige Leute zu treffen, die ich bislang nur so von der Social-Media-Kommunikation kenne. Also,
Das neue Jahr wird gut. Ich freue mich aufs neue Jahr und mache noch das Redaktionstreffen, machen wir auch im Frühling. Da lade ich alle mal nach Leipzig ein. Das kündige ich aber, wie gesagt, noch mal an, wann das konkret sein wird. Rechtzeitig, damit auch alle, die Auswärtigen wie du, auch genug Zeit haben, sich da vorfällt, mal einen Tag oder ein Wochenende freizuhalten. Genau. Ja, freue ich mich drauf. Ja, also Martin, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Und dir auch. Musst du noch arbeiten jetzt vor Heiligabend oder hast du jetzt schon Urlaub? Nein, ich habe keinen Urlaub. Ich habe ja erst neu jetzt in der neuen Arbeit angefangen und ich mache jetzt gar keinen Urlaub über Weihnachten. Achso, ja, ich bin jetzt letzte Woche ja durch mit den Jobs mit Ben und mache jetzt Montag noch ein bisschen Vorbereitung fürs neue Jahr, habe irgendwelche Zoom-Calls mit irgendwelchen Woken-Lehrern, irgendwelche Workshops mit Ben Salomo. Aber das ist dann, und ab Dienstag mache ich dann auch Schluss und dann beschäftige ich mich bis zum Jahresende nicht mehr mit meinem Job. So, genau. Gut. Also, Martin, ich danke dir. Komm gut, frohe Feiertage, komm gut ins neue Jahr, falls wir es vorher nicht mehr hören. Und ja, genau. Tschüss. Ciao.